Ja, es ist deine Sache. Da ist die Weisheit drin, verstehst du, was ich meine? Bei uns zählt immer nur der Schluss. Ja? Aber guck mal, das zeigt doch, dass du gar keinen Frieden mit Gott hast. Guck mal, ich habe Frieden mit Gott. Ich kann sagen, hey, wenn ich heute sterbe, bin ich bei meinem Herrn. Das ist Guck mal. Frieden. Und diesen Frieden habt ihr nicht. Jesus meinte, ich gebe euch einen Frieden, das euch die Welt nicht geben kann. Und das ist der Unterschied zwischen Islam und Christentum. Weißt du, was bei uns der Frieden ist, Mensa? Ihr habt keinen Frieden. Wir haben, egal wie, guck mal, wir Muslime sind hier unterdrückt, da kannst du sagen, was du willst. Und das ist einfach so. Ja. Aber unser Herz ist trotzdem erleichtert und erleuchtet, ja. Wir beten zu Allah und wir hoffen, Jani, dass Allah hat uns das Paradies versprochen als Muslime. Aber trotzdem müssen wir Sachen tun und bis zum Schluss, du kannst trotzdem irgendeine blöde Sünde machen. Und diese Sünde ist so groß, also zum Beispiel wie, zum Schluss wirst du irgendwie aus der Religion raus und tust Gott was beigesellen oder so. Guck mal, Anwar, kann ich kurz reden, eine Minute, ohne dass du Natürlich es kannst du mitbekommst? reden. Guck mal, wir Menschen, ne? Wir Menschen, wir sind nicht gut. Du weißt auch selber, wir sündigen jeden Tag. Wir sind schlimmer als Tiere, Mann. Richtig. Das heißt, wenn Gott uns basierend auf unsere Taten richten würde, dann würden wir alle in die Hölle gehen. Verstehst du? Und Natürlich. deswegen haben wir Jesus Christus, damit wir nicht nach unseren Taten gerichtet werden, sondern Ich damit weiß, wir. was du meinst, Mensa, Ganz kurz, aber guck wo mal, liegt lass mich denn da die aber. Logik, Mensa? Zum Guck mal, Beispiel, wenn ich das wüsste. Anwar. Guck mal, du lässt mich nicht ausreden. Nee, Ne? rede aus, sorry. Sorry, ich mache Und stumm extra, warte mal. guck mal, das Gute ist, Angwa, ne, dass der Herr Jesus für uns bezahlt hat, weil wir selber nicht in der Lage sind. Ne? Und wenn wir glauben und umkehren, dann sind wir errettet. Verstehst du? Wir müssen nicht Angst haben, oh, vielleicht gehe ich in die Hölle, vielleicht gehe ich in die Hölle. Jesus meinte, nee, Jesus meinte, jeder, der an mich glaubt oder an mir glaubt, an mich glaubt, ne, der wird nicht gerichtet, sondern der ist vom Tod ins Leben hineingetreten. Du hast ewiges Leben und so etwas ist Sicherheit. Ne, das zeigt, dass du Frieden mit Gott hast. Und das ist auch der Grund, warum Jesus wieder von den Toten auferstanden ist. Die Jünger haben das gesehen, ne, die haben geglaubt und haben diese Botschaft weiter proklamiert. Ihr Muslime, ihr könnt fasten, wie ihr wollt. Ihr könnt Zakat zahlen, wie ihr wollt. Ihr könnt nach Mekka gehen, wie ihr wollt. Ihr könnt Ramadan machen, wie ihr wollt. Ihr könnt alles tun und trotzdem wisst ihr nicht mehr, ob ihr in den Himmel kommt. Und das ist sehr, sehr traurig. Das ist eine Tragödie, mein Freund. Erzähl mal du jetzt. Okay, Mensa, hast du sehr gut gesagt. Du bist auch ein Wissender. Du bist nicht einer, der kein Wissen hat, ja? Nee, ich bin nicht, wir lernen alle zusammen. Also Nein, ich aber bin. ich weiß, ich habe dir oft öfter zugehört. Du sagst auch Sachen, ich habe die selber nachgeguckt. Alles gut. Guck mal, die Weisheit darin. Also Allah sagt ja, ihr kennt, dann müsste ich ja das Verborgene jetzt kennen, ja? Allah sagt uns nicht, dass wir sicher im Paradies sind. Wenn ich jetzt sage ja, dann würde ich sagen, ich weiß das Verborgene. Aber ich weiß es nicht. Genau. Aber trotzdem haben wir eine extreme Ruhe im Herzen. Also wenn ich, Aber guck für mal. uns, Semenza, weißt du, was für uns lieber ist als alles? Also wir lieben den Tod mehr als das Leben. So ist das einfach. Echt, ja? Warum? Weil wir dann brauchen wir gar nichts zu machen. Wir brauchen dann nicht zu beten. Wir brauchen gar nichts zu machen, ja? Nee, Aber also das. hier in der Welt sind wir gekommen, wie Adam, wir werden geprüft, ja? Und müssen uns das Paradies erstmal verdienen. Das Paradies ist nichts Billiges. Ja, und gute Werke tun und so. Und jeder, guck mal, alle sagen ja, Muslime wollen Streit. Denkst du, ich habe hier Familie. Denkst du, ich will, dass meine Familie im Krieg leben oder im Stress oder im Streit oder so? Nee, das will ja keiner. Das will, Ja, jeder siehst du, ich will will auch ja meine Kinder, meine Kinder sind schon erwachsen, aber ich will auch die Kinder sehen, dass meine Kinder bekommen und dass sie fröhlich zur Schule gehen, ganz normales Leben haben und so, wie wir als Kinder auch hatten, ja? Guck mal, aber du hast gesagt, ihr liebt den Tod. Wie kannst du sagen, dass ihr den Tod liebt, als Richtig. Mensch lieben? Ja, soll ich dir sagen, warum? Weil wir dann guck mal, hier gibt es Krankheit. Hier gibt es Armut. Hier wirst du unterdrückt. Das ist einfach so. Aber wie ist es passiert? Kennst du den Grund? Also wofür? Für alles drum und dran? Als Gott die Welt geschaffen hat, war doch alles perfekt. Wie kommt Natürlich, das? guck mal, Mensa, ich sag dir so, guck mal, ich als aus, ich sehe mich, sagen wir mal, ich wäre ja auch wenn ich kein Muslim wäre. Ich kann hier nicht leben, wo ich will. Ich kann nur in so ärmeren Gegend, im Ghetto. Ja, wenn ich so gute Gegend und die sehen dann Ausländer, sagen die direkt, hör mal, geh mal dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ja, ich fahre ein gutes Auto, man ist draußen auf der Straße, jeder guckt mich schon so blöd an, hör mal, ist bestimmt von deinem Vater oder hast du bestimmt in irgendeinem Deutschen geklaut oder so. Guck mal, Ja, ich Angwa, schwöre dir, ja, Angwa, nee, glaub mir, das ist so. Angwa, Angwa, ich lese ein, darf ich eine Bibelstelle vorlesen, ja, oder? Lies, lies, kein Okay, Problem. guck mal, im Johannes Kapitel 5, Vers 24. Guck mal, was unser Gott gesagt hat, okay? Er sagt, Johannes 5, Vers 24, er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben. Siehst du, unser Gott verspricht uns ewiges Leben. Ich weiß. Das ist der Unterschied. Wie, guck mal, Angwar, wie kannst du einen Gott glauben, der zu dir sagt, er ist der beste Täuscher? Wie kannst du einen Gott glauben, der dir nicht mal verspricht, dass du gerettet Mensa, bist? Mensa, dass der der beste Täuscher ist. Guck mal, ich sag, Allah ist der bessere Planer. Ihr sagt zwar Täuscher, wir sagen Planer, weil sie haben geplant, Jesus zu töten. Und Allah hat besser geplant. Was ist denn besser für euch? Für euch ist besser natürlich, dass Jesus gestorben ist, für uns nicht. Allah hat seine Propheten beschützt. Guck mal, wenn bei uns, ich sag dir was, zum Beispiel, guck mal, Mensa, ganz kurz, ich will dir nur was dazu sagen. Wenn bei uns zum Beispiel der Prophet in Gefahr wäre, du siehst Pfeile fliegen, ich würde 100-mal davor, 10 Leben hätte ich gesagt, Gott, gib mir 10 Leben, du kannst mich 10-mal töten, aber den Propheten nicht. Warte mal ganz kurz, ja, irgend so ein Dings hier will kurz hoch, warte mal kurz, ich mal gucken, was das ist. Aber hol nur nicht diesen Urban hoch, sonst beleidigen wir uns. Warte mal kurz. Hol jeden hoch, den du willst, kein Problem. Hallo? Jeder, der ein bisschen so... Ist das Abul Qasim? Ja, hallo Mensa, grüß dich. Abul Qasim, ich liebe dich. Erstens, Achi Anwar, warum gehst du diesen Menschen? Mensa, er nur lügt dich. Oh Mann, verpiss dich mal, ja. Geh mal weg, Abul Qasim. Also, geh mal weg. Dich brauchen wir hier nicht. So. Der ist nur am Nerven. Hallo, Ado? Hallo, grüß dich. Grüß dich. Wieso schmeißt du den runter? Weil jedes Mal, wenn er kommt, das Erste, was er macht, ist, er beleidigt uns. Weißt du? Und sowas, allein, dass ich ihn hochgelassen habe, ich dachte, er will jetzt etwas Sinnvolles sagen, stattdessen kommt er und labert nur Müll, weißt du? Und deswegen, also er ist hier nicht mehr gekommen. Ja, deswegen. Okay. Mensa, der ist unser Lehrer, also weißt du, was ich meine? Ey, das tut mir leid, dass er euer Lehrer ist, er ist ein Komiker. Ihr könnt doch nicht von so jemandem lernen, Alter. Nein, beleidigt schon keiner. Wir mögen den. Nee, glaub mir, der ist ein Teufelskind und das ist die Wahrheit. Lern, guck mal, wenn ihr schon lernt lieber von richtigen Imamen, so, weißt du? Alles gut, könnt ihr machen, aber bitte lernt nicht von so jemand, weil der Typ ist kaputt. Guck mal, ihr benehmt euch sogar besser als er. Wie könnt ihr sagen, er ist euer Lehrer? Was ist das für ein Lehrer? Mensa, guck mal, aus allem Respekt und so, möge Allah dich recht leiten, aber du hast unseren Lehrer rausgeschmissen, ich kann nicht hierbleiben. Okay, kein Problem. Aber und möge Allah dich recht leiten. Möge Jesus dich auch recht leiten, mein Freund. Sorry, Ado, was geht? Was liegt dir auf dem Herzen? Nicht viel, ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Alles klar. Dankeschön, Gott segne dich. Ja. Und dich auch, aber ich wollte dir auch sagen, Henrik, das mit solchen Islam passen. Du hast eine bessere Seele wie die und mit Islam Hetzer. Du weißt schon, wen ich meine. Guck mal, du bist eigentlich ein ganz guter Junge und in Ordnung. Guck mal, du weißt selber, wenn wir das Evangelium proklamieren, ne, wir hassen euch Muslime nicht, sondern wir wollen einfach, dass ihr gerettet werdet, weißt du? Wir hetzen nicht. Und auch meine Geschwister, die hetzen nicht. Sondern nein, ich meine nicht dich, Mensa. Ich meine nicht dich. Andere, du weißt schon, was ich meine. Die was richtig hetzen und die was richtig den Islam hassen. Nee, alle meine noch nicht dazu. Guck mal, Ado, alle meine Geschwister lieben euch. Die wollen, dass ihr gerettet werdet, glaub mir. Nicht nur ich, sondern auch meine anderen Geschwister. Die wollen alle, dass ihr gerettet werdet. Mensa, schau mal. Ich habe wirklich hier auch gute christliche Freunde, auch in TikTok, die was predigen. Ich hänge mit jedem rum, aber ich hänge nicht mit den Islamhetzer und mit Islamhasser rum, die was nur gut, Schlechtes reden. Verstehst du, was ich meine? Aber Ado, es ist genauso, als ob ich zu dir sage, häng nicht mehr mit Muslimen rum, weil Muslime sind ja auch gegen Christentum. Verstehst du? Deswegen. Kommt drauf an, Mensa. Ich habe zum Beispiel nichts gegen. Ich habe nichts gegen Christen. Wieso soll ich was gegen Christen haben? Schau, ich habe eine Firma, 18 Leute sind hier. Von den 18 Leuten sind 10 Christen, die was bei mir arbeiten. Wieso soll ich was gegen die haben? Nee, ich meine ja nicht. Die sind ganz, ganz,
Die sind nee, ganz gute, ganz vernünftige Leute. Wir tauschen uns aus. Wir reden auch über Islam, wir reden auch über das Christentum. Ich habe überhaupt keine Probleme mit denen. Die haben auch keine Probleme mit mir. Nein, 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 Ado, ich habe nicht gesagt, dass du was gegen Christen hast. Ich habe gesagt, du hast etwas gegen Christentum. Deswegen bist du ja Moslem, weil als Moslem bist du ja, du bist ja antichristlich. Es ist ja automatisch, weißt du? Es heißt ja, aber nicht, dass ja, du die Menschen hast. Ja, so kannst du es sehen, aber ich meine, mein Glaube, euer Glaube. Verstehst du, was ich meine? Ja, das stimmt, das ist richtig. Das ist, also wenn das die Wahrheit ist, dann ist es so. Ja, es ist die Wahrheit. Ich meine, wärst du in der Nähe, würde ich dich einladen, dass du siehst, was für ein Chef ich zu den Leuten bin. Zu den nicht-christlichen Leuten. Zu den christlichen Leuten und zu den nicht-christlichen Leuten. Ich meine, die arbeiten fleißig, die sind super und ich habe, wieso soll ich sie schlecht behandeln? Und wieso soll ich dich schlecht behandeln? Ja, richtig, ist eine gute Einstellung. Aber das Problem ist ja, ja, wie gesagt, im Koran steht. Ich weiß steht schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, du meinst, du gehst jetzt auf mein Glaube erlaubt das nicht, dies, das. Ich weiß schon, was du meinst. Aber richtig, da würden wir wieder in eine Debatte kommen und wir würden uns wieder in den Kreis drehen und dies, das. Wie gesagt, jemand, der beleidigt, den mag ich auch nicht. Jemand, der hetzt, den mag ich auch nicht. Egal ob Moslem oder Christ, von beiden Seiten. Deswegen wünsche ich euch alles Gute. Die Gästen hier auch, der Elia und der Kiptok oben, auch alles Gute von Herzen. Und ich hoffe, wir hören uns. Alles Gute. Alles Gute. Euch auch. Hat er das ja, korrekter Typ auf jeden Fall, der Ado. Ja, sieht mich, Bruder, alles gut. Ja, und bei dir? Ja, so. Ich habe jetzt momentan Urlaub, deswegen bin ich ein bisschen auf TikTok hier. Bruder, dieser Anwar hat ja sich so widersprochen, schade, dass er rausgegangen ist, weil er sagte irgendwie, man kann sich das Paradies nicht erkaufen, ne? Hat er gesagt. Ja. Genau, aber das widerspricht ja den Islam. Du kannst ja das Paradies erkaufen. Richtig, richtig. Ne? Der hat sich da die ganze Zeit widersprochen eigentlich. Also. Ja, und das ist es ja. Einmal sagt er, Allah hat uns das versprochen und dann sagt er, wir wissen nicht, ob wir im Paradies kommen. Und tatsächlich ist diese Widersprüchlichkeit, dass er indirekt ja zugegeben hat. Der Allah sagt, ich verspreche euch, am Ende des Tages sagt ja, vielleicht kommt im Himmel. Guck mal, Bruder, jetzt. Kannst du so einem Gott folgen, der sein Wort nicht hält? Mal ja, mal versprochen, mal nicht. Das heißt, Allah selber hält ja nicht mal sein Wort. Genau. Ne? Und das ist ja das Problem, der Kern, das ist ja das größte Problem ja im Islam. Dieses vielleicht, dieses dann ja, ich vergebe dir vielleicht. Guck mal, Allah sagt zum Beispiel in Surah Al-Karim, sagt er, auch wenn du mit deinem ganzen Herzen zu mir kommst, vielleicht vergibt dir Allah. Vielleicht. Du schüttelst dein Herz aus, aber vielleicht vergibt er da Allah. Und dann heißt es in Surah 40, heißt er, Allah ist der Barmherzige. Bruder, erkläre mir das mal. Wie kann das sein? Du kommst mit deinem ganzen Herz, du schüttelst dein Herz aus, ja, und vielleicht vergibt er der Schöpfer. Und wiederum sagt Allah, er ist barmherzig. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Die Antwort ist ganz einfach. Allah ist ein Täuscher, sagt er. Ja, das heißt, Allah ist nicht barmherzig. Bruder Elia, es gibt sogar ein Hadith, wo Muhammad dabei war, wie ein Kind gestorben wird bei der Bestattung eines Babys, okay? Und seine Frau zu ihm so, ja, Alhamdulillah in Jannah. Und er so sagt das nicht. Weißt du warum? Danach steht, dass Muhammad gesagt hat, wir wissen nicht, ob er in Jannah ist oder in Jahannam. Denn Allah hat schon vorbestimmt, ob man in Jannah oder in Jahannam reinkommt. Bruder, das ist schlimm. Ein Säugling, ja? Ja, genau. Das ist ja das Problem. Den Hadith kenne ich. Und das Schlimmste ist ja, dass der Muslim vorhin gesagt hat, ich liebe den Tod. Weißt du, was in der Bibel eigentlich der Tod ist, Bruder? Das ist die Sünde. Das heißt, du bist abgetrennt vor Gott. Weil, überleg mal. Gott hat uns ja erschaffen, dass wir mit Gott eine Gemeinschaft haben. Er hat den Tod nicht erschaffen. Ursprünglich war ja das Paradies, dass Adam ja quasi der erste Mensch war und der wollte nicht den Tod. Ja,
Aber diese Muslime sagen, wir lieben den Tod. Das heißt, Allah ist der Urheber des Todes. Und die Bibel verwerft das, weil der Lohn der Sünde ist der Tod. Und der Sünde, wer möchte die Sünde? Der Teufel. Es gibt einen Hadith, explizit einen Hadith darüber, dass es so, also da, du siehst eins zu eins wirklich, das ist nicht böse gemeint, er muss ihm, du siehst, dass es nicht von Gott sein kann. Allah hat vorbestimmt, 40 Jahre bevor Adam auf der Welt kam, hat er vorbestimmt, dass Adam sündigt. Weil Musa und Adam haben sich ja gestritten gehabt in diesem Hadith, dass Musa gesagt hat, wegen deiner Sünde sind wir aus Paradies raus. Und dann sagte Adam, ja, ja, aber Allah hat dir mit seiner eigenen Hände die Tora gegeben, quasi die 10 Gebote und so weiter. Das heißt, die haben sich gestritten. Dann sagt Adam, was kann ich dafür, was Allah für mich vorbestimmt hat? 40 Jahre vor meiner Erschaffung hat er das vorbestimmt, dass ich sündige. Überleg dir das mal. Das heißt, Allah hat gelenkt, dass Adam sündigt, Bruder. Kannst du dir das vorstellen, dass er der Urheber der Sünde ist in dieser Welt? Es gibt sogar einen Hadith, die besagt, dass Allah sogar vorher bestimmt hat, dass ein Mensch sexuelle Sünden begeht und sowas. Ne? Ja, ja, klar. Er hatte sogar vorher bestimmt, also es ist Allah, der das festgelegt hat, dass ein Mensch sexuelle Sünden begeht. Gibt es einen Hadith dafür? Ich glaube, ich habe sogar zwei Hadithe darüber. Ja. Das ist krass. Ja, und das ist ja das Problem, was ich immer wieder sage. Das Konzept des Islams an sich ist wirklich nicht von Gott. Die Sünde, wer möchte die Sünde, Bruder? Das ist der Teufel persönlich. Aber Allah hat das doch vorbestimmt. Allah wollte, dass die Sünde in der Welt kommt. Lia, Nathan, erstmal Gottes Segen euch alle. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht dazwischenfunken. Lia, Nathan, vorhin, ich war auch bei dir im Stream und ich habe gesehen, du hast so, ich habe dich auch gegrüßt und so, aber du, ist egal, da waren viele drinne und es war sehr schön mit der Flagge erstmal. Gott segne dich in Jesus Christus Namen von Israel und da waren auch viele Muslime drin und das, du hast gelesen von der von den schwellenden Brüsten, dass man das kein Kind, also weil viele Väter, muslimische Väter bringen ja den Koran den Kindern bei, ja, ne? Und das mit diesen, also ich würde das auch nicht mein Kind sowas lesen lassen, sowas zeigen im Paradies, schwellenden Brüsten und so. Und die haben alle so gesagt, wo steht das drin? Und du wolltest auch jemanden hochnehmen, aber du wusstest nicht, wie das ging. Und ja. Genau, ich habe auch, ich weiß, genau, du warst auch heute live, genau, und ich war bei dir drinne. Möge Gott dich segnen in Jesus Christus Namen. Danke. Und bleib stark und weiter so, lass dich nicht ärgern. Und ich weiß, viele werden angreifen und werden sagen, nein, das stimmt nicht und das stimmt nicht und du bist ein Lügner. Lass einfach, egal, hör nicht auf sowas. Und das ist leider nun mal so. Ja, nee, auch alles gut. Ich kenne das schon mittlerweile. Das Thema war ja Israel. Ich habe ja alles gelesen, dass der ganze Koran nur für die Israeliten spricht. Das Wort Palästina kommt erstmal nicht vor. Allah haben wir festgestellt, in diesem, was ich heute Morgen gesagt habe, habe ich auch bewiesen, im Koran immer vorgelesen. Allah hat den Juden das Land gegeben. Allah hat die Juden vor aller Völker bevorzugt und Allah hat mit denen einen Bund geschlossen. Kein Wort über Palästina, das Wort Palästinenser, das Volk an sich kommt nicht vor. So, wie können die Muslime gegen Allahs Wort handeln, indem sie sagen, Israel gehört uns? Die handeln automatisch gegen Allahs Wort. Ich habe auch einen aus Jordanien, einen Gelehrten zitiert, der gesagt hat, überlegt mal, ein Muslim, der gesagt hat, wie können wir Israel erobern, wenn doch Allah das Land vorbestimmt hat für die Juden? Stell dir das mal vor. Bruder, ganz kurz, damit es nicht heißt, dass wir hier Lügen verbreiten, ne? Wollte ich mal schnell diesen Hadith einblenden, die besagt, dass Allah die sexuellen Sünden festgelegt hat, die ein Mensch begehen muss, ja? Warte mal. Danach werden wir ein bisschen über den echten Gott reden. Guck mal. Hier ist die Quelle, ihr könnt alle screenshotten. Sahih Muslim 2657b. Das ist die Quelle. Okay? Und das ist das, was da steht. Hier. Hier. Warte. Verily, Allah has fixed the very portion of adultery. Adultery sind sexuelle Sünden. Which a man
wohl in Deutsch in. Also Allah hat es. Ist es unscharf? Kann man das lesen, Leute? Bruder, sehr unscharf. Achso, warte. Warte, jetzt geht's. Na, ja, es ist. Lies einfach, Bruder. Lies einfach. Ah, damn, Alter. Was ist los, ja? Bruder, ich hab den Hadith auch offen, wenn du magst. Ja, genau, öffne mal hier, den Hadith, genau. Öffne du mal. Könnt ihr gleich vielleicht auch den Hadith öffnen, wo Elia gesagt hat, mit Israel, dass der, dass den Juden gehört, bitte? Das wäre super. Koran so. Kann ich dir gleich zeigen. Dankeschön. Wahrlich, Allah hat genau den Teil des Ehebruchs festgelegt, dem sich ein Mann hingeben wird und den er notwendigerweise begehen muss. Der Ehebruch des Auges ist der lustvolle Blick und der Ehebruch der Zunge ist die gierige Rede. Die Herzenswünsche und Sehnsüchte, die die Teile in Kraft setzen können oder auch nicht. Leute, es ist katastrophal. Ehrlich. Das ist krank. Also das hat deren Gott festgelegt. Also der Gott der Muslime hat festgelegt, dass ein Mensch Ehebruch begeht. Hat festgelegt, dass ein Mensch sexuelle Sünden begeht. Versteht ihr? Und das ist halt der Unterschied. Und ihr habt die Quelle gesehen. Ne, bevor jemand kommt und sagt, das ist ein gefälschter Hadith oder was auch immer, ihr könnt alle selber nachprüfen. Sahih Muslim, ne, 2657b. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus Christus und Allah. Jesus Christus ist ein heiliger Gott. Ne, in unserem Paradies gibt es auch keinen Sex oder keine Frauen, keine Huren mit schwellenden Brüsten, nee. Ne, unser Paradies ist ein heiliger Ort. Das ist ein Ort, wo der lebendige Gott, der heilige Gott lebt. Der echte Gott, er lebt im Himmel. Okay, und er ist heilig. In seiner Gegenwart gibt es so etwas nicht. Und wir Christen, ich bin nicht ein Christ, weil ich in einen Ort gehen will, wo irgendwelche Huris auf mich warten. Nee, das ist nicht der Grund, warum ich mich für ihn entschieden habe. Der Grund, warum wir Christen uns für Jesus entschieden haben, ist, weil er sich zuerst für uns entschieden hat. Er ist zuerst für uns gestorben. Durch ihn haben wir ewiges Leben. Und wir wollen in seine Nähe sein. Seine Gegenwart reicht uns. Seine Präsenz reicht uns. Seine Schönheit, seine Herrlichkeit reicht uns. Versteht ihr, wir lesen im Jesaja Kapitel 6, dass der Prophet Jesaja hatte eine Vision. Er hat den Herrn Jesus Christus auf seinen Thron gesehen und er hat geweint. Warum? Weil der Herr Jesus so heilig war. Verstehst du, wir brauchen keine Huris im Paradies. Sowas ist Blasphemie. Deswegen, liebe Muslime, lasst euch nicht täuschen von diesem Allah, der sich sogar selbst als Täuscher bezeichnet. Wie könnt ihr sowas glauben, Leute? Verstehst du, wieso lehnt ihr das Evangelium von Jesus Christus ab? Die Muslime haben ja das Problem. Entschuldigung, ich gehe sofort gleich wieder raus. Ich habe sogar diesen Hadith gefunden mit dem kleinen Kind. Ja. Wenn du willst, kann ich das auch gleich zeigen. Ja, also das Problem ist, dass die Muslime glauben, wie kann ein Mensch die Sünde tragen, sagen die ja immer wieder, ne? Mhm. Guck mal, ich habe einen Hadith und das ist Sahih. Und da steht: Er wird sagen, entlastet die Sünden von ihnen und legt sie über die Juden und Christen. Richtig, ja. Am jüngsten Tag oder so, ne? Das ist wahre Liebe. Dann lass die demütigen Sklaven Kraft meiner Barmherzigkeit ins Paradies ablegen. Das heißt, krass, Bruder. Krass. Zeig das dann, ja? Ja, auf jeden Fall hier. Hier sehen wir das, dass die Sünde von ihnen legt sie über den Juden und Christen, dann lass die demütigen Sklaven Kraft meiner Barmes ins Paradies gelangen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wo befinden sich gerade die Juden und Christen? Weil wenn er doch die Juden und Christen einen von dem Himmel nimmt, damit er die Sünde von den Muslimen bekommt, damit er ins Paradies eintretet. Stell dir das mal vor. Okay, warte, ich lese mal kurz vor und dann, wenn du willst, kannst du deinen Hadith einblenden oder ja. Du sagst mir nur mal, wie du magst. Ja. Auf jeden Fall, hier habe ich auch übersetzt, ist Sahih Muslim, ja, hier. 2662c. Aisha erzählt das, ja. Aisha, the mother of the believing, hat das erzählt, ja. Allahs Gesandter, es gibt Glück für dieses Kind, das ein Vogel von den Vögeln des Paradieses ist, weil es keine Sünde begangen hat. Noch hat es das Alter erreicht, in dem man die Sünde begehen kann. Er sagte, Aisha, pro ja, Abenteuer wurde halt so übersetzt, kann es anders sein, weil Gott für das, also es kann anders sein, ja, weil Gott für das Paradies diejenigen geschaffen hat, die dafür geeignet sind. Man muss dafür geeignet sein,
ein kleines Kind, egal, während sie noch in den Lenden ihres Vaters waren und für die Hölle diejenigen geschaffen haben, die in die Hölle gehen sollen. Ja, das heißt, dieses Kind könnte in die Hölle gehen, weil es gehen sollte. Er schuf sie für die Hölle, als sie noch in der Lende ihres Vaters waren. Leute, das macht doch keinen Sinn. Das macht niemals Sinn, Leute. Wozu hat uns Allah den freien Willen gegeben, uns diese Gebote auferlegt, die Verbote, damit wir, wenn wir dann in den Lenden unseres Vaters, also quasi als Same noch im Vater drin sind, dass da schon entschieden wird. Das macht doch gar keinen Sinn. Kleines Kind, Leute. Und das betrifft der 88. Hat und als Ungläubiger bestimmt in der Welt zu kommen. Das Schlimmste ist ja noch, dass Allah ihn danach befohlen hat, an Khidr, dass er ihn köpft. Das ist der Wahnsinn, oder? Stell dir das mal vor, ein unschuldiges Wesen. Allah hat vorbestimmt, dass er als Ungläubiger auf der Welt kommt. Digga, das ist traurig sowas, wirklich. Ja, traurig, echt. So, ja. Also an die Muslime hier unter uns. Ich weiß nicht, ob wir noch hier Muslime drin haben. Ihr habt alle gehört. Ne? Könnt ihr mir erklären, wieso ihr noch Muslime seid? Warum? Ja, warum folgt ihr einer Religion, ne, wo ihr keine Sicherheit habt? Ihr wisst nicht, ob ihr gerettet werdet oder nicht. Ihr wisst es nicht. Ihr fastet. Ne, ihr geht einmal im Leben nach Mekka, mindestens. Ne, ihr betet 5-mal am Tag, weil ihr denkt, dadurch habt ihr Beziehung zu Gott. Ne, ihr macht euer Ramadan, ne, ihr zahlt euer Zakat. Und ihr begeht eurer Meinung nach gute Taten. Und trotzdem, trotz all dem, wisst ihr nicht, ob ihr gerettet werdet. Und so etwas ist traurig, das ist eine Tragödie. Verstehst du? Und das ist genau das, wovor die Bibel gewarnt hat, ja? Das Schlimmste überhaupt, was es überhaupt gibt, überleg dir das. Doch, Bruder, der Ansatz ist sehr gut von dir. Mhm. Überleg mal, Adam, ne? Mhm. Adam war im Paradies, Bruder. Der hatte nur eine einzige Sünde, Bruder. Nur eine einzige Sünde. Er sollte sich nicht dem Baum nähern. Mhm. Und da hat er sogar gesündigt. Wie sollen die Muslime jetzt in diesem Zustand hunderte Gebote halten? Wenn Richtig. Adam schon aus dem Paradies rausgeschmissen worden ist, wegen einer kleinen Sünde, dann wo er keine hunderte Gebote hatte, nur ein Gebot, dann erst recht ihr nicht Muslime. Richtig, und das habe ich vorhin auch diesen Angwar gefragt und er konnte auch nicht antworten darauf. Weißt du, also wenn Adam wegen einer Sünde von Gott verbannt wurde, ne, wie könnt ihr glauben, dass ihr irgendwie Paradies verdient? Und deswegen, also da kommt, ihr braucht Jesus, wir brauchen alle Jesus. Ne? Wir sind nicht besser als euch. Der Unterschied zwischen Christen und Muslime und andere Ungläubige. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Gnade Gottes angenommen haben. Der einzige Unterschied ist, dass wir erkannt haben, dass wir einen Retter brauchen. Die Bibel sagt, außer Gott gibt es keinen Retter. Ne? Er allein ist der Retter. Und deswegen ist er gekommen als Mensch, hat uns gerettet. Ne? Der Engel Gabriel, also der echte Engel, nicht dieser Dämon aus Islam, nicht dieser Gabriel. Sondern der echte Engel Gabriel meinte zu Josef, dass Josef Jesus diesen Namen geben soll. Den Namen Jesus bedeutet, Yahweh rettet. Ne? Jesus trägt diesen Namen, weil er gekommen ist, um zu retten. Er ist gekommen, um sein Volk zu retten. Er ist Yahweh, Gott, der Mensch wurde, um sein Volk zu retten. Ne? Deswegen trägt er diesen Namen. Ne? Und wenn dieser Jesus für dich und für uns und für alle ans Kreuz geht und sich opfert, und seine Apostel davor warnen, vor ein falsches Evangelium. Selbst wenn irgendwelche Engel kommen und irgendein anderes Evangelium proklamieren, die sind verflucht. Seine Apostel haben uns davor gewarnt. Wie zum Teufel könnt ihr an den Islam glauben? Wie zum Teufel könnt ihr an den Koran glauben? Der euch so etwas Dunkles vermittelt. Ja? Bruder, ich würde mal fragen, wie der Islam in die Welt gekommen ist. Das würde mich mal interessieren, weil ich glaube und gehört, aber ich habe das irgendwie gehört, dass
der Islam durch das Schwert verbreitet wurde. Da wollte ich euch aber mal fragen, ob das auch so stimmt. Was? Ich habe deine Frage nicht verstanden. Also irgendwie, zuerst ging es darum, wie es entstanden ist. Achso, du meinst einfach nur die Verbreitung. Ja klar, nur durch Schwert, ja. Wenn es, also das ist immer, ich sage jetzt mal, ein gutes Argument, weil wir vergleichen das mal mit dem, also der Islam und das Christentum, ja, wir vergleichen das mal, die erstmalige Verbreitung, ja, immer die erstmalige Verbreitung, nicht Kreuzzüge, nicht sonst was, ja. Die war bei uns tatsächlich friedlich. Ja, die wurde friedlich verbreitet. Die Evangelisten, die sind in alle Welt, haben gepredigt, wurden sogar umgebracht. Und bei ihnen, diese, zum Beispiel Khalid ibn Walid, der Typ, das waren die grausamsten Menschen, meiner Meinung nach, der ganzen Historie, ja, in der ganzen Historik, der ganzen Welt, finde ich. Dieser Khalid ibn Walid, es gibt sogar eine Überlieferung, das war zum Beispiel einer, der hat den Islam verbreitet, ja. So, den kannst du vergleichen, nein, wir vergleichen nicht, aber ich sag mal so, ja, zum Beispiel Apostel Markus oder so, okay? Khalid bin Walid, dieser Typ, hat einmal, abgelehnt, die Zakat zu zahlen, ja, also die Spenden zu zahlen. Das war sogar ein Muslim, ja. Jetzt stell dir vor, der Typ ist zu ihm hingegangen, hat ihm gesagt, du musst die Zakat zahlen, er hat sie nicht gezahlt, okay, weil das war damals Scharia-Stadt. Und dann hat er ihn geköpft, hat seinen Kopf in einen Topf angezündet, okay, und dann hat er davon gegessen, von seinem Kopf. Ich kann euch die Überlieferung zeigen. Und in derselben Nacht hat er seine Frau die ganze Nacht vergewaltigt. Ich zitiere, wie ein Esel. Ja, das steht drin, wie ein Esel. Okay? Und da kannst du dir vorstellen, er macht das mit seinen Glaubensbrüdern. Was glaubst du, macht er mit den Ungläubigen? Ja, und durch die ist halt der Islam entstanden, durch solche Menschen. Durch solche Menschen. Okay. Also ja, durch Schwert. Ich bin zum Beispiel auch so ein Opfer. Wir sind Ägypter, ja. Wir sind eigentlich Kopten. Uns haben sie im 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert, gegen 700 nach Christus, sind sie hergekommen. Und jetzt pass auf, wir hatten eine eigenständige Sprache, ja. Wir hatten eine eigenständige Sprache. Wir hatten eine eigene Kultur. Wir waren die Ureinwohner der Ägypter, okay? Wir sind die Kopten, könnt ihr alle mal googeln. Und dann sind die Araber gekommen mit Amr ibn al-As. Und der Typ hat angeordnet, unseren Müttern die Zungen abzuschneiden. Warum? Damit wir unsere Sprache nicht mehr sprechen. Wir waren Dimmis, wir waren Bürger zweiter, dritter Klasse. Okay? Was haben sie dann mit uns gemacht? Im 11. Jahrhundert wurde es dann richtig, richtig schlimm. Wir haben abgelehnt, die Jizya zu zahlen, die ungläubigen Steuer. Was sie dann mit uns gemacht haben, das wollt ihr nicht hören, aber ich gebe das nur ganz schnell wieder. Ja, sie haben unsere Eltern massakriert, sie haben die Kinder in die Familien einintegriert. Sehr, sehr viele Kopten haben sich versteckt. Wir haben zum Glück irgendwie noch überlebt. Wir wurden fast ausgerottet. Okay? Und dadurch, dass sie die Kopten, also die kleinen Kinder in die Familien einintegriert haben, gab es einen Notstand zu dieser Zeit. Also hat jeder Kopte, ja, falls ihr Kopten kennt, koptische Christen, hat jeder Kopte ein Kreuz tätowiert an der rechten Hand. Ja? Okay. Und daran erkennt ihr, dass das Kopten sind und wir tragen das bis heute als Erinnerung für dieses Massaker, was damals im 11. Jahrhundert geschah. Ja, so grausam. So wurde es verbreitet. Das tut mir sehr leid, Bruder. Das wusste ich so ins Detail nicht. Ich habe das zwar gehört, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet wurde, aber und ich erzähle das auch manchmal, aber ich wollte auf jeden Fall noch mal sicher sein, bevor ich weiter irgendwas erzähle, was nicht stimmt. Deswegen wollte ich halt mal nachfragen. Aber es ist ja ganz, ganz schlimm. Ich weiß nur, dass Albanien auch christlich war. Und dass die halt auch gezwungen wurden, muslimisch zu werden. Woher weißt du, dass du wirklich den echten Gott anbietet, wenn er dir sagt, dass du dich nicht sicher fühlen sollst vor seinen Listen? Wie kannst du so jemandem vertrauen? Verstehst du? Und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Jesus sagt, er sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Okay, und er sagte,
Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Jesus nennt uns Freunde. Ja, und er hat sich kreuzigen lassen. Warum? Weil er keine Kraft hatte? Weil er schwach ist? Nein. Die Bibel sagt, dass die Botschaft des Kreuzes, ja, die Botschaft des Kreuzes ist eine Torheit für Menschen, die verloren gehen. Aber für uns, die gerettet werden, für uns ist es die Kraft Gottes. Okay, für uns ist es die Kraft Gottes. Die Kreuzigung zeigt, wie stark Gott ist, dass Gott in der Lage ist, ein Mensch zu werden, dass er in der Lage ist, als Mensch ohne Sünde zu leben, dass er in der Lage ist, als Mensch sich von Sündern kreuzigen zu lassen, obwohl er die Macht hat, sie auszulöschen, hat er sich sogar von den kreuzigen lassen. Warum? Aus Liebe, aus Gnade, aus Geduld. Nicht nur das, sondern er ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und all das, dieses perfekte Erlösungswerk von Jesus Christus, von Gott, die Bibel sagt, Gott hat es von vornherein geplant. Er hat es geplant und er hat es umgesetzt und Satan konnte nichts dagegen machen. Und das zeigt, wie stark unser Gott ist. Deswegen sagt Jesaja Kapitel 9, Vers 5, er ist ein starker Gott. Ja, uns ist ein Sohn gegeben, ein Kind ist uns geboren. Ja, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, Friedefürst und starker Gott. Okay? Und dieser starke Gott hat sein Werk vollendet am Kreuz, damit, wenn du glaubst, damit du dadurch ewiges Leben bekommst. Ne, Jesus selber hat zu einem Pharisäer, wenn du Johannes Kapitel 3 liest, ja, Jesus hat zu einem Pharisäer gesprochen, der heißt Nikodemus. Normalerweise Pharisäer sind Menschen, die haben Jesus gehasst bis zum Gehtnichtmehr, die haben ihn gehasst. Aber es gab einen Pharisäer, der heißt Nikodemus, der hat Jesus bewundert. Er hat Jesus bewundert. Warum? Weil er gesehen hat, dass irgendetwas Jesus ist. Dieser Nikodemus, warte mal, ich nehme schnell einen Gast an und danach machen wir. Hallo? Komm mal, hallo. Ich rede mit vollem Respekt. Zeig mir eine Sache, wo steht, dass Jesus Gott ist. Der steht schon da, Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Hast du schon mal gelesen? In der Bibel steht, ich wurde zum Propheten ernannt. Ich hab dir gerade die Quelle gegeben. Willst du vorlesen? Zeig mir die. Lies vor. Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Willst du vorlesen? Nein, liest du. Nein, liest du bitte. Ich will wissen, ob du lesen kannst. Ich kann lesen, liest du aber. Nein, liest du. Okay. Warte. Ich zeig dir, wo steht, dass Jesus kein Gott ist. Ich lese dir das vor. Nein. Du sollst mir diese Stelle lesen. Zeig mir, dass du die Bibel aufmachen kannst. Lies mal bitte Philippa Kapitel 2, Vers 5. Ich bin Moslem, ich habe keine Bibel. Ja, google mal Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Okay, ich lese das gleich, aber ich will nicht. Warte kurz. Nein, ich will, dass du das zuerst machst. Lies. Öffne mal Philippa Kapitel 2, Vers 5 und lies vor. Okay, warte, ich lies vor. Okay. Lass mich nur kurz was machen, dann lese ich vor. Guck mal, lies doch einfach vor, wieso liest du nicht? Warte, ich lese vor, warte kurz. Okay, lies mal. Warte mal, so lange lasse ich jemanden rein, okay? Okay. Oder guck mal. Du bist zu jung, okay? Ich muss dich runternehmen, okay? Weil ich will dich nicht fertig machen. Ich schwöre, bitte, nur einmal. Hier, hab's, warte. Okay, schnell, gib mir Knockout und dann geh runter. Oder was für Knockout? Warte, bitte. Guck mal jetzt, ihr werdet alle sehen. Warte. Ich hab's hier, warte. So, warte. Bitte. Oh, schnell, guck mal, ich geb dir noch 10 Sekunden. Oder ich küsse deine Augen, chill. Hier. So. Warte. Oh, komm mal. 10 von 20 runter. Hast du gefunden? Ja. Lies mal, gib mir Knockout, schnell. Gib dir Knockout, yalla. Guck mal, du bist der Einzige, der mir Knockout geben darf. Gib mir. Darf ich? Ja, mach. Okay. Wo ist das? Uff, ja, guck mal, wie viel Zeit soll ich dir noch geben?
leg mich mal raus und wenn ich das finde, leg mich wieder rein. Okay. So, egal, so lange nehme ich immer anderen. Jo, was geht? Was geht? Also erstmal, bevor wir anfangen, ich respektiere jede Religion, deine und alle anderen. Ich bin Moslem, ich respektiere dich, ich respektiere die Juden. Meine Frage ist, warum denkst du, dass Jesus Gott ist? Weil es in der Bibel steht. Ja, aber wie viel Art? Okay, jetzt musst du Kaffee trinken. Ich gebe dir auch jetzt 10 Sekunden, weil 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, du bist genau perfekt zurückgekommen. Erzähl mal. Was? Du bist genau perfekt wieder zurückgekommen. Erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Achso, du hast mich nicht gehört? Nee, du warst weg. Achso, sorry. Jetzt bist du wieder weg. Du musst im App bleiben, sonst hört man dich nicht. Achso. Okay, Digga, alles gut. Warte, ich komm wieder. Okay. So, runter. Okay, bis dann, ciao. Spaß. Oh, guck mal, er hat mich beleidigt, ja. Oh, warte, guck mal, ey, Leute, guck mal, seht ihr, was ich meine? Ich gebe ihm sogar Chance, ich sag ihm, okay, geh. Was macht er? Er sagt zu mir, Spaß. Guck mal, seht ihr, was ich meine? Und dann heißt es, wir Christen sind die Bösen, ja. Ich bin respektvoll, ich bin nett und ich werde beleidigt, ja. Leute, oh Mann, egal. Egal. So, hallo? Hallo? Erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Gott, hallo? Ja, erzähl mal. Ja, ich bin kurz da. Ich habe da gelesen beim Foto, das du hast geschrieben, dass Jesus Gott ist und das steht in der Bibel. Mhm. Ja, ich bin mit Deutsch nicht so, du musst mich korrigieren, ich bin nicht ganz gut vielleicht mit der Sprache, das heißt nichts mit. Okay, ich versuche dich zu verstehen. Bitte, danke. Ja, du kennst die Bibel, ja, jetzt ist er das, was hast gepostet. Das heißt Philippa 2, 5 bis 11. Ja. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ja, Moslem bin ich. Okay. Ja, aber ich bin befreundet mit Katholiken und... Alles gut. Okay. Und was ist deine Frage? Ja. Du kennst die Bibel aus gut, oder? Geht. Bitte? Geht. Ich kenne... Ja. Geht. Ja. Und du sagst, das ist das beim Philippa 2, 5 bis 11. Und wieso ist beim Johannes 20, 17 des Andres, komplett dagegen. warte mal, guck mal, ich habe noch nicht nachgeguckt, ja, aber meinst du diese Stelle, wo er sagt, ich gehe zu meinem Gott und euer Gott, meinst du diese Stelle? Genau. Oh, und das ist ein Widerspruch, sagst du? Na, das ist von Bibel, das, ich kenne mir nichts aus, wie gesagt, ich bin Moslem, nur dass ich habe Zufall gefunden. Nee, aber was ist denn daran ein Widerspruch, wenn Jesus sagt, ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott? Was ist daran ein Widerspruch? Erzähl mal. Ja, und dann, wie Jesus geht zu meinem Gott und zu seinem Gott zum Beispiel, ja. Denn er ist selber Gott. Naja. Zu wem geht? Er geht zu seinem Vater. Wer ist sein Vater? Sein Vater ist Gott. Und wie, sein Vater ist Gott, er geht zu Gott, aber er ist auch selber Gott. Er ist auch selber Gott. Bitte? guck mal, wie heißt du? Kachaki oder wie heißt du? Kachaki. Okay, guck mal, Kachaki, ich erkläre dir, okay? Ja. Wir glauben, dass Gott dreieinig ist. Was meine ich damit? Das bedeutet, es gibt einen Gott, aber dieser ein Gott existiert in drei verschiedenen Personen. Es gibt einen Vater. Und dieser Vater hat einen Geist und dieser Geist geht von ihm hervor, okay? Das heißt, dieser Geist ist auch Gott von Natur aus, okay? Weil er vom Vater ausgeht. Und dieser Vater hat einen Sohn, der ebenfalls von ihm ausgeht. Und alle diese drei verschiedenen Personen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, existieren schon seit der Ewigkeit her. Und jeder einzelne von ihnen kann als Gott bezeichnet werden. Und der Sohn, Jesus Christus, ist Mensch geworden.
Verstehe ich das, verstehe, was du sagst, dass viele sagen, aber das, ich gehe auf, wieder auf so richtige Argumente, was steht da und nichts, wie Leute interpretieren. Verstehst du? Ja, und das, was ich sehe beim Johannes, das klingt mir ganz gut. Das war immer so. Ich habe das immer gehabt so. Warte mal ganz kurz. Und das steht ganz richtig. Kaczaki, warte mal bitte. An alle in den Wartraum, bitte schreibt nicht, dass ich euch hochnehmen soll. Ich werde euch alle nacheinander hochnehmen, keine Sorge. Wir machen das nach und nach, okay? Deswegen bitte habt Geduld. Wenn er fertig ist, kommt der nächste hoch. So, Kaczaki, erzähl mal, gib mir mal bitte den Knockout. Was ist deine Knockout-Frage? Erzähl mal. Das ist dagegen, was du hast vom Verset geschrieben. Ob bis das kommt komplett dagegen Bibel selbst mit selbst oder das ist gefälscht irgendwas oder schlecht übersetzt oder das weiß ich nichts. Aber ist das richtig? Das möchte ich wissen. Das okay. Von Johannes. Oder? Ja, und das. Guck mal, Johannes hat doch im Kapitel 1, Vers 1 gesagt, dass Jesus ist Gott und er war bei Gott, den Vater, und er ist Mensch geworden. Im Vers 14 hat er ja perfekt erklärt. Okay, das heißt, du hast zwei Personen, die jeweils als Gott bezeichnet werden können. Deswegen, wenn die zweite Person, Jesus, sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott, ist es gar kein Widerspruch, weil Johannes im Vers 1 schon erklärt hat, dass es mehrere Personen gibt, die Gott sind. Deswegen ist es kein Ich habe nichts dagegen. Ich bin befreundet mit Christ die ganze Zeit und so. So, ich bin auf, sag man, wie klingt, da, hat mir das geklingt, zusammen so wie ich Moslem bin? Das hat gepasst, ganz in Ordnung. Das habe ich nichts dagegen gehabt. Oder okay, so. Das, Und nächste, auch beim Johannes. Wenn hast du da. Okay, Johannes. Guck mal, Kaczaki, danke, dass du da warst, ja. Bitte. Kann man noch eine lesen oder nichts? Eine Frage, komm, okay, stell mal deine letzte Frage. Ja, Johannes 5,30. Wenn okay. Hast Bibel dabei, leider habe ich nichts und ich kann nichts von ja, ich kenne diese Stelle, live ja. Auf ja. Google. Oder wenn kennst, dann ist ja. Ganz, wäre besser noch. Ja, ich kenne das, wo er sagt, ich kann nichts aus mir selbst tun, sondern so wie ich höre, richtig. Meinst du diese Stelle, oder? Genau. Das Problem ist ja... Wenn ich Gott, wieso kann er nichts... selbst entscheiden oder erstellen, sondern muss ja von Vater, sagt man das so. Richtig, also der Sohn Gottes ist ja nicht, er rebelliert doch nicht gegen seinen Vater, sondern er tut nur das, was sein Vater ihn beauftragt hat. Das meint er damit. Ja. Und das klingt nicht so wie Prophet, das, was steht da, dass er war wie Prophet mehr, als dass du sagst, ist Gott oder Gottes Sohn oder so. Ich denke, das ist logisch zu denken. Yes. Ich rede nicht so wie Moslem oder okay, so. Kaczaki, neutrale Sachen. Kaczaki, danke, dass du da warst. Ja. Danke. Ja, so. Ciao. So. Wir machen heute Schnelldurchläufe. Kaczaki hat mir Knockout gegeben. Heute jeder darf mir Knockout geben. Guck jetzt. Oh, jetzt kommt Knockout. Erzähl mal. Und Jesus fiel auf sein Angesicht und betete. Bibel, Matthäus, Kapitel 26, Vers 39. Oh, krass, Knockout. Ja. Ja, guck mal, du lachst, ne? Nein, ist gut, du hast mir Knockout gegeben, guck mal. Sehr gut, lies mal weiter Bibel, okay, du bist sehr gut, wirklich. Nein, was für Bibel, Junge, was für Bibel? Nein, ist gut, guck mal, ich werde lesen, okay, ich werde diese Stelle lesen, die du mir gegeben hast. Nein, lies jetzt. Hä? Lies jetzt, ganz live. Nein, ich habe gesehen. Also Jesus ist mit seinem Kopf auf den Boden gegangen und hat gebetet. Und ja. Deswegen ist er Muslim, wa? Ja, merkst du jetzt, ne? Boah, seit krass, wann ja, beten, seit ja. Wann beten Christen auf, legen Kopf auf den Boden und beten? Seit stimmt. Wann? Oha, ja. Krass. Stimmt. Oh, stimmt. Wieso wusste ich das nicht? Ja. Boah, ey, danke dir, ja. Nein, auf Ernst jetzt. Ich mach keinen Faxen. Nein, ich mein's ernst. Danke, dass du mir das gesagt hast. Ich werd mal überlegen, okay? Und Jesus ist Gott, leg das mal bitte weg. Dankeschön. Okay, danke dir, Mann. Ja? Oh, Junge, ihr seid alle am Lachen, ne? Boah. Nein, wir danken dir. Du hast uns erleuchtet. Dankeschön. Okay, bis... Damit du das nicht vergisst, Kapitel 36, Vers 39. Okay, danke, ja. Ja. Welches Kapitel nochmal? Kapitel 6, ja? Kapitel 26, Vers 39. Okay, danke. Ich werde mal später nachgucken. Ja. Okay, danke, ja. Ciao. Bitte, ciao. Okay, ich habe jetzt den zweiten Knockout bekommen.
Zweiter Knockout heute. Ich bekomme heute nur Knockout, ja? Was ist los hier, ja? So. Heute ist Knockout-Tag. Erzähl mal, Khan, was liegt dir auf dem Hallo. Herzen? Khan. Jesus ist ein Prophet im Islam. Okay. Er hat wie ein Muslim gebetet. Er war nie in einer Kirche, sogar in der Bibel steht das. Stimmt, ja. Er hat auch Bart, hast du gelesen, wa? Ja, hab ich. Krass, ey, ich glaube, ich muss konvertieren. Ja, musst du. Ist der einzige okay. Weg. Okay, Mann, danke. Der richtige ja, Weg. Okay, danke, dass du da warst, ja? Ja. Hey, wir haben dritte Knockout heute. Wir haben jetzt dritte Knockout bekommen. Komm, vierte Knockout. Ich warte hier auf vierte Knockout. Komm. Wo ist der vierte Knockout? Alter. Erzähl mal. Sorry. Ich war das so lustig wegen gerade eben. Ja. Nein, heute, guck mal, ich habe heute richtig Bock auf Knockout. Ich habe jetzt drei Knockout bekommen. Ich hoffe, du gibst mir ja, aber die ganze Knockout. Zeit dieses, ja, ich komme mit. Okay, aber ich wollte nur sagen, wenn du allgemein so über, also jetzt nicht nur Muslime, aber so allgemein so über verschiedene Religionen sprichst, würde ich dich darum bitten, dass du nicht so direkt so bist, so, die Muslime sind so und so, sondern so, nicht so spezifisch, aber so, sagst so, manche Muslime, manche Juden, so, verstehst du? Ja, ich weiß, ich hab nicht alle in einen Topf geworfen, falls du das meinst. Ich meinte, wo ich vorhin, dieser eine mich beleidigt hat, ich meinte nicht, dass alle so sind, sondern, dass halt manche ja, so sind. Ich meine so verallgemein, so ein Reminder, verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Also ja. Falls es so rüberkam, dann tut mir leid, aber das war nicht meine Absicht. Nein, das ist ja nicht schlimm so. Ich wollte nur so kurz Bescheid sagen, okay? Okay, danke dir, ja. Okay, tschüss. Ey, warte mal, ich dachte, du gibst mir jetzt auch Knockout. Wieso? Wieso hast du mir keinen Knockout gegeben? Ich brauche keinen Knockout geben. Okay, ich bin ein sehr netter Mensch. So. Okay, danke, dass du da warst. Tschüssi. Danke. So, bis jetzt sind es drei Knockouts nur. Bitte bring mir den vierten Knockout. Wer gibt mir jetzt den vierten Knockout? Komm. Vierter Knockout, bitte. Hallo? Hallo? Oh, Khan ist wieder weg. Okay, warte mal. Okay, komm, bitte gib mir den vierten Knockout. Hallo? Ey, was los? Alle kommen, gehen wieder, ja, was ist das? Okay, warte mal. So, jetzt der nächste. Hallo? Assalamu alaikum, Bruder. Wenn du kommentieren willst, hier direkt Hodja. Ja, du bist Hodja, ja? Ja. Okay, gib mir mal einen Grund, warum ich kommentieren sollte. Einen Grund, Bruder, weil der Islam die reinste Religion ist. Wir dürfen kein Schwein verzehren. Alles, was schlecht für unseren Körper ist, ist haram. Weißt du, was ich meine? Dürft ihr Schwein essen? Ja, wir dürfen Schwein essen. Nein, dürft ihr nicht. Wir dürfen nicht, ja? Drittes Vers Mose. Es hat zwar gespaltene Klauen, aber ist kein Wiederkäuer. So ist sein Aas. Und warte mal, was hast du gesagt? Dritter Vers Mose? Ja. Dritter Vers Mose, sicher, ja? Sicher. Kannst du googeln auch? Du bist sicher, dritter Vers Mose. Sicher, dritter Vers Mose, ja? Nochmal, bitte sag nochmal, dass du sicher bist. 3. Mose. Vertrau mich. 3. Mose. 3. Mose und danach eine 11. Okay. So. Okay, ich lies schnell vor, okay? Heide, lies vor. Oh, krass, du hast recht. Lies mal laut vor. Nein, ich habe keinen Laptop hier, aber du hast recht. Jemand meinte zu mir, du hast recht. Kannst du das nicht aus der Bibel vorlesen? Nein, lies die Bibel mal vor, du hast mir jetzt auch Knockout gegeben. So, und der zweite Knockout gebe ich dir direkt danach. Warum trug Jesus einen Vollbart, einen muslimischen Vollbart? Stimmt. Warum trug ein anderer Christ einen Vollbart? Stimmt, ey, ich habe auch gehört, Jesus hat auch wie Muslim gebetet, stimmt das auch? Natürlich stimmt das. Ey, wieso habt ihr mir das nicht gesagt, ja? Das ist nicht, wie soll ich sagen, Jesus, das ist Isa. Ja, aber keiner hat mir gesagt, wieso sagt ihr mir das erst heute jetzt? Und du sagst, er war kein Muslim. Guck mal, ich merke.
macht das auch Spaß, was du nimmst dich nicht ernst und so, ne? Ich nehm dich doch ernst. Aber, Ola Bilal, der Religion ist die wahre, wie heißt es, der Islam ist die wahre Religion und das werden wir dann am Tag sehen, am Tag des jüngsten Gerichts. Okay, Juroko, guck mal. Bevor hast du diese... Hast du Argumente dagegen? Nein, ich will dich was fragen. Kannst du mir das antworten? Ja. Okay. Ja. Nur eine Frage. Wenn du diese Frage antworten kannst, dann hast du mir 2 Knockout gegeben, okay? Dann sind es insgesamt 5 Knockout heute. Kannst du mir diese Frage beantworten? Okay. Stell die Frage erstmal. Okay. Woher weißt du, dass Jesus Vollbart hatte? Er wurde beschrieben. Er schrieb doch in den Büchern drin auch. Jesus wurde doch beschrieben. Es wurde kein Bild gezeigt, sondern Jesus wurde beschrieben. Im Koran. Im Koran, ja? Okay. Ja, okay, danke. Dann hast du diese Knockout gegeben. Okay, danke schön. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Der Islam ist die wahre Religion, nimmt alle den Islam an. Okay, danke, dass du da warst. Leider, ja? Hau rein. So, Leute, ich habe jetzt 5 Knockout bekommen. 5. Wir wollen heute 10 Knockout sammeln. Wir wollen heute 10 Knockout sammeln. Ich habe jetzt 5 Knockout bekommen. Wir haben jetzt noch 10 Gäste. Bitte, gib mir die nochmal 5 Knockouts, bitte. So, wir haben jetzt 5 Knockouts. Wir nehmen jetzt den nächsten. Hallo. Elias. Elias, wieso gehst du weg, ja? So. Wir haben jetzt 5 Knockout. Wer schafft es, mir den 6. Knockout zu verpassen? Hallo? Mach schnell nein! Hallo? Wie geht's? Gut, und dir? Oh, gib mir den 6. Knockout. Erzähl mal, was ist dein Argument? Mein Argument ist, Jesus hat mit dem Kopf zum Boden gebetet. Das ist, wie soll ich sagen? Und Jesus ist kein Gott. Jesus ist ein Prophet. Das hat er auch selber gesagt. Ich bin kein Gott. Hat er das gesagt in der Bibel? Okay, Erion, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay, du hast mir jetzt den 6. Knockout gegeben, ja. Aber damit du mir den 7. geben kannst, ich stelle dir eine einzige Frage. Wenn du diese beantwortest, dann hast du den 7. Knockout gegeben, okay? Okay. Okay, zeig mir mal bitte die Bibelstelle, wo Jesus gesagt hat, ich bin kein Gott. Habibi, wenn ich das jetzt rausfinden würde, ne? Ja, such. Dann bin ich Kind. Ja, dann hast du mir die 7. Knockout gegeben. Warte, soll ich dir wirklich das 7. Knockout geben? Ja, mach doch. Warte eine Sekunde. Hä? Okay. Such schnell, meines. Ich habe keine Zeit. Ja, ich suche, warte. Weißt du, wer ich wirklich bin? Wer bist du? Der Jahil von vorhin, Habibi. Welcher? Der dir die 2 Knockouts gegeben hat. Oha, du kommst mit Fake-Account, um mir nochmal Knockouts zu geben, ja? Das ist kein Fake-Account. Das ist von meinem Cousin, der kommt. Hör mal, du kleiner Pisser, hör auf, hier irgendwelche Scheiße zu labern, hast du mich verstanden? Okay. Jetzt, ich zieh dir diese Knockout wieder ab. Ich wollte dir die 7. Knockout gut schreiben, aber jetzt habe ich es wieder abgezogen. Jetzt sind wir immer noch bei 6 Knockout, okay? Wir sind bei 6 Knockout. So, mal gucken, was jetzt kommt. Wer ist jetzt der Nächste? Wer will jetzt kommen? Komm. Hallo, Shaku. Hallo, hörst du mich? Ja, kannst du mir den 7. Knockout geben? Nein, du meintest doch gerade, zeig mir die Stelle, wo Jesus sagt, er ist nicht Gott. Genau. Hast du Bibel bei dir? Nein, sag einfach die Stelle. Johannes 5,30. Nein. Boah, ey, okay, das ist der 7. Knockout. Ja, okay. Google doch, musst du mal laut vor, Bruder. Nein, ist okay. Ich geb dir doch, das ist der 7. Knockout heute. Bruder, dann liest du einfach laut vor, Mann, mach doch nicht so. Okay, Bruder, Shaku, hörst du mich? Ja, Risa. Okay, was war meine Frage? Ich beziehe mich gerade auf das, was du gerade dem gesagt hast. Stelle, wo Jesus sagt, er ist nicht Gott. Genau, und was steht im Johannes 5,30 genau? Dann liest laut da vor. Nee, ich kenne diese Stelle sogar auswendig. Ich muss es mal vorlesen, aber... Dann mach auswendig, sag mal. Warte kurz. Meine Frage war, wo sagt Jesus, ich bin kein Gott? Jetzt hast du mir Johannes 5,30 gegeben. Das Problem ist, da steht, dass Jesus gesagt hat, er kann nichts aus sich selbst tun,
ne? Sondern so wie er hört, so richtet er. Aber das bedeutet doch nicht, dass er nicht Gott ist, oder? Lies doch mal komplett, Bruder. Ich dachte, du kannst das nicht auswendig. Sag doch einfach. Okay, ich kann nicht alles auswendig. Erzähl mal, lies du mal vor, lies du mal vor. Gib mir den 8. Noch. Das ist doch eure Bibel, Bruder. Wo soll ich denn Argumenten aus dem Koran kommen? Guck mal, du bist doch mit dieser Stelle gekommen. Du bist doch damit gekommen. Du hast gesagt. Ich kann dir noch mehr sagen, okay. Weiß Jesus alles? Jesus ist doch Gott. Er weiß doch alles, oder? Stimmt, und dann sagt er mir in Markus 13, 32, er weiß nicht den letzten Tag, wa? Jesus weiß es selber, Alter. Okay, guck mal, das ist, du bekommst zwei Knockouts gut geschrieben. Also du hast mir zwei Knockouts gegeben. Okay, du hast mir zwei Knockouts gegeben. Wir sind jetzt bei 8 Knockouts. Ey, ist er noch drin? Ja, er ist weg. Shalom, Bruder. Ja, komm, Shalom, Bruder, wie geht's dir? Ah, Bruder, mir geht's gut, ja. Dicker, ey, wir sind heute bei 8 Knockouts. Guck mal, wir warten, wir nehmen noch mehr Leute jetzt. Bruder, ich merke schon, sammelst du Knockouts oder verteilst du welche, Bro? Nein, ich sammle heute, Dicker. Heute ist Knockout-Tag, Bruder. Ja, Bruder. Hallo, Danja. Hallo. Ey, ich habe eigentlich aus Versehen eine Anfrage geschickt. Ich bin selber Christ. Ah, okay. Amen. Gott segne dich. Er segne dich. Ja, dich auch. Danke. Amen. So, Leute, wir sind jetzt bei 8 Knockout. Noch 2, bitte. Komm. Gib uns doch voll. Ja, bei Johannes 5,30 können wir gleich mal die Banken, nachdem du deine Knockouts gesammelt hast, oder? Weil ich glaube, das ist ganz wichtig für manche Menschen, dass man ihnen beibringt, wie man liest, ne? Richtig. So, wer kommt jetzt? Schnell. Boah, das dauert zu lange. David, bist du da? Hörst du mich? Mann, David, dauert zu lange. Ciao. So. Mensa, heute. Ja. So, ja. Heute ist Knockout. Knockout, Bruder. Schako, was ist los? Das ist so witzig, ja? Was? Oh, Odo Sau, oder wie du heißt. Warum lachst du mich aus? Was ist so witzig? Oh. Chaco, chill doch mal, ja. Was ist los? Wieso ausgelacht? Ich hab dich doch gar nicht ausgelacht, Chaco. Was hast du mit mir gelacht, oder was? Ich hab mit Mensa gelacht. Du warst doch gar nicht drin, als ich reingekommen bin. Ja, erzähl dich mir wieder da. Was ist denn das Problem? Hä? Nein, Chaco, alles gut. Chaco, du hast doch deinen Punkt bekommen. Alles gut. Du hast den Knockout bekommen. Okay? Ja, Mensa. Tamam, sag meinen Namen noch viermal. Okay, danke, dass du da warst, ja? Ne, Pisser. Okay, danke dir, Chaco, danke dir. Bester Mann. Der Herr segne. So. Hallo, Max. Ja, ich habe einen sehr starken Knockout tatsächlich. Dankeschön. Bitte, gib uns. 2. Mose 33, 20. Gott kann man nicht sehen und Jesus kann man sehen. Das ist ein richtiger Beweis. Mensa, ist mit widerlegen oder einfach nur annehmen? Ich weiß, warst du Bock zu widerlegen oder was? Oder also ich kann das auch gleichzeitig widerlegen. Geht auch. Okay, mach. Warte, aber Max, wer bist du? Was bist du denn? Bist du Christ oder? Ich mach das auch Spaß nur, weil es so dumme Aussagen sind von manchen. Ja, bist du Christ oder was bist du denn? Ja, ich bin Christ, ja klar. Ach so. Deswegen, guck mal, Mensa, block mal Kommentar, guck mal, was da jemand schreibt, Bruder. Der eine hat dieses Wort geschrieben, Bruder, kein Benehmen, Bruder. Oh, Mann, ja. Algerien, Spanien, ja, Krokodil. Umschalten. Und dann, ist gesperrt. Ohne Sinn, ja. Guck mal, wir sind so nett, wir sind lieb und wir werden beleidigt. Die ganze Zeit, wir werden beleidigt, ja, was los? Kein Benehmen, Bruder. Lässt sich wieder knocken und trotzdem, ne? Unglaublich. Ja, Mann. Ja, genau, ja, wie ich das ganz leicht widerlege, 1. Johannes 5,20 war das, wo Johannes dann sagt, dass Jesus Christus der Herr ist. Das wäre. Ja, Max. Du meinst wahrhaftiger Gott und das ewige Leben. Genau, ich glaube, müsste so heißen, genau. Okay. Genau. Max, du bekommst Minuspunkt. Ah, Mist, schade. Du hast alles richtig gemacht. Sowas wollen wir hier nicht. Wir wollen nicht die Wahrheit. Stimmt. Mann, beim nächsten Mal, ich mach das besser. Versprochen. Okay, Mann. Gott segne dich. Okay, gibt's euch alle auch. Haut rein. Haut rein. So, ey, Leute, guck mal, Max war korrekt. Max, Gott segne dich. Guck mal, Christen haben jetzt Verbot, okay? Wenn du ein Christ bist, du darfst jetzt nicht hochkommen, sondern Muslime sollen hochkommen und uns Knockout geben. Wir sind jetzt bei 7 Knockouts oder bei 8. Ja, Christen haben Verbot. Christen bekommen nur Minuspunkt. Muslime sollen hochkommen und uns beweisen, dass Jesus nicht Gott ist.
Die sollen uns beweisen, dass Jesus ein Moslem war. Und dann bekommt ihr den Knockout. Wir sind jetzt bei 7 Knockouts. Komm, let's go. Warte mal, wer ist Aida? Danach werden wir alles widerlegen. Hallo, Aida. Hallo. Ich wollte eigentlich kein Knockout. Ich wollte eine Frage stellen, aber ich hab's. Bitte schön. Nein, du kannst Fragen stellen, alles gut. Nein, ich hab's vergessen, aber ich werde nochmal hochkommen, wenn ich mich wieder dran erinnere. In welche Richtung ging deine Frage denn? Vielleicht weißt du es dann. Wie, in welche Richtung? Ja, also was war das denn für eine Frage? In welche Richtung? Also erstmal hatte ich so eine Nebenfrage. Also es gibt ja verschiedene Arten von Christen, also sowas wie katholisch, evangelisch und so, ne? Erstmal wollte ich fragen, also ist mir jetzt eigentlich egal, wer von euch beiden die Frage beantwortet, aber was ihr eigentlich seid? Wir identifizieren uns als konfessionslos, aber damit Menschen eine Richtung haben und wissen, woran wir glauben. Wir würden sagen, dass wir evangelisch sind, aber da wir biblische Christen sein wollen, zählen wir uns nicht zu irgendeiner christlichen Strömung dazu, sondern wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu Christi, so wie der Herr Jesus es auch selber gelehrt hat. Okay, ja, für die andere Frage muss ich gleich nochmal wiederkommen. Okay, kein Problem, aber kein Problem. Bis dann, ciao. So. Wir haben jetzt einen Gast, der ist ein harter Brocken. Okay, Senat, ich nehme dich gleich hoch. Also ich kündige es an. Odossa. Ja. Senat ist ein harter Brocken. Also ich halte mich zurück, du kannst nicht mit ihm spielen, ja? Okay. Okay, Senat. Ey, Leute, guck mal, klatsch mal bitte für Senat. Senat wird uns jetzt Knockout geben. Let's go. So, Senat, wie geht's dir? Guten Abend zusammen. Guten Abend. Ich bin doch ganz nett, ich bin doch gar nicht hart oder frech oder so. Ich weiß, ist ja alles cool, deswegen meinte ich ja, du bist Dings hier, willkommen. Dankeschön. Ich habe mal bitte eine Frage, was Bibel angeht. Yes. Ich hoffe, jemand kann mir helfen. Hoffentlich, bestimmt können wir das. Also ich will wirklich, guck mal, ihr habt bis jetzt meine Debatten gehört, aber ich habe noch nie Bibel angegriffen. Ich mag das nicht, Bücher anzugreifen, weil bei uns ist die Bibel auch heilig. Yes. Ja, nur weil wir praktizieren sie nicht. Und zwar... Ich frage aus Respekt her, wie soll ich das verstehen? Ich habe was gelesen, was die Leute posten im TikTok über Bibel. Und zwar Jesus, sagt ja, er ist ja Gott, oder? Ja. Und zwar, wie könnte dann Jesus sich von, ich verzeihe, wenn ich das jetzt sage, von einer Hure sich massieren oder salben lassen? Wie verstehst du das? Okay. Okay, diese war Knockout. Diese war zwei Punkte Knockout. Ich verstehe bis jetzt nicht, weil ich glaube nicht an sowas zum Beispiel. Ich glaube nicht, dass er sich seine Füße einsalben lässt oder seinen Körper von einer Hure, weil ja, aber dann bist du leider jemand, der Menschen verurteilt und Menschen keine zweite Chance gibt, weil damals in dieser Gesellschaft, weil Jesus lebte in der jüdischen Gesellschaft, okay? Jesus hat nicht in der deutschen Gesellschaft gelebt, auch nicht in der amerikanischen, auch nicht in der arabischen Kultur, sondern er hat in der jüdischen Gesellschaft gelebt. Damals war diese Frau tatsächlich nichts, sie hatte kein Standing, sie war ausgeschlossen von dieser Kultur, weil sie eben in diesen Sünden drin war. Jesus aber, der gekommen ist, um genau solche Leute zur Umkehr zu rufen, hat sich eben von dieser Frau salben lassen, um diesen Unterschied in dieser Gesellschaft zu machen. Weil, mein lieber Senat, wenn wir ehrlich sind, wir beide sind nicht besser als diese Frau. Also, nee, ich bin besser als diese Frau. Also ich mache sowas nicht. Ich mache keine Hurerei oder irgendwas. Mein lieber Senat, lass mich dir eine Sache sagen, und das sage ich aus Liebe. Aber ich habe verstanden, was du gemeint hast, zum Beispiel. Er wollte Senat, guck mal, lass mal bitte reden, danach kannst du reden, weil wir lassen einander aus. Ob ich das richtig verstanden habe, wollte ich nur sagen, ob ich ihn richtig verstanden habe. Das bedeutet, Jesus wollte auch zu den Leuten sagen, schaut mal, auch die schlechten Menschen können zurückkehren zu Gott, stimmt? Natürlich, er selber sagt, ich bin gekommen, um Sünder in die Umkehr, Mensa, wie geht dieser Vers nochmal? Er meinte nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Sünder in Gemeinschaft mit Gott zu rufen, ganz genau. Und wenn wir mal anschauen, was Jesus sagt, durch den Propheten Jesaja, mein lieber Senat, ich zeig dir das mal, ich hab's auch hier direkt offen. Jesus sagt nämlich, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir,
weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers der Gebundenen und um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes, um zu trösten die Trauernden. Das heißt, Zenat, Jesus kam, damit Menschen so wie du, so wie ich und so wie diese Hure, die seine Füße gesalbt hat, eine Chance haben, zu Gott zu kommen. Und aber das verstehe ich nicht, ganz ehrlich. Weil, guck mal, entweder ist Jesus ein Gesandter oder ein Gott, weil du hast gesagt, Gott hat ihn gesandt, dann ist er ein Gesandter. Okay, guck mal, Senat, dein Knockout ist vorbei. Ich muss mal andere Leute hochlassen. Nee, aber die Antwort, wieso was genockout? Wo habt ihr mir Knockout gegeben? Ich habe was gefragt. Nein, ich meine, du hast Knockout gegeben. Okay, guck mal, darf ich ihm das erklären, Mensa? Ja, egal, mach. Guck mal, das, was du nicht verstehst, Senat, ist, wir glauben ja immer noch an Trinität. Die Trinität ist ja nicht weggegangen, nur weil du es nicht verstanden hast. Ne? Also wir glauben an einen Gott. Jesaja 44,6. Ich bin der Herr, dies ist mein Name, außer mir gibt es keinen anderen Gott. Das sagt der Gott der Bibel über sich selber. Gott ist ein einziger, ein Gott, nur einer, okay? So, und jetzt in der Bibel haben wir aber drei göttliche Personen. Drei göttliche Personen. Aber es gibt nur einen Gott. Und diese drei göttlichen Personen sagen, dass sie eins sind. Das bedeutet Trinität. Das heißt, Jesus kann ohne Probleme sagen, dass Gott ihn gesandt hat, weil er über seinen Vater redet. Verstehst du? Ja, aber wie kann Gott zu Gott beten? Weil Jesus sagt, ich bete zu meinem Gott. Jesus betet. Ein Gott hat doch keinen Gott. Ja, Jesus betet zu seinem Vater und das immer noch. Du verstehst ja gerade die Trinität immer noch nicht, ne? Guck mal, ich rede doch gerade von Trinität. Versuch doch mal. Ist in der Bibel drin die Trinität auch? Die Bibel, in der Bibel wird die Trinität gelehrt. Das Ding ist, du verstehst, du denkst gerade so, wie dein Gottesverständnis ist, aber mach das mal kurz weg und versuch mal, das zu verstehen, was die Bibel sagt. Weil du kannst nicht die Bibel versuchen, mit islamischen Augen zu lesen, das klappt nicht. Okay, das funktioniert. Das hat wirklich nichts zu tun, aber ich meine diese Widersprüche. Einmal er sandte mich, einmal ich bin eure Gott, einmal er betet zu eure Gott, einmal er Gott betet zu Gott. Senat, willkommen. Trinität nennt sich das immer noch. Verstehst? Wenn du nicht verstehst, dass Gott dreieinig ist, dann wirst du dir diese Fragen die ganze Zeit weiterhin stellen. Aber du sagst doch, du hast eine Frage, man gibt dir Antwort. Trinität ist die Antwort. Dreieiniger Gott, Vater, Sohn, okay. Heiliger Geist. Jesus, das Logos, kam auf diese Welt als ein Mensch. Hier auf dieser Erde hat er zu seinem Vater gebetet. Was ist denn daran unverständlich? Ja, ein Gott darf zu niemandem beten, weil er selber Gott, man muss zu Gott beten und nicht Gott zu jemand anderem. Weil wenn Jesus Gott war, dann darf er zu niemandem beten. Er muss sagen, bete zu mir. Okay, ganz kurz. Du willst also Jesus sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Du bestimmst, wie Gott ist, was er tut, was Gott darf und was Gott nicht darf, damit es dir passt. Ändert sich Gott, weil in der Bibel steht wahrlich, der Gott ändert sich nicht. Und wie hat sich dann Gott in Jesus geändert? Ganz genau. Lass sein lassen, es hat keinen Sinn. Okay, Senat, guck mal. Ich respektiere eure Glauben, dann lasse ich euch in Ruhe. Aber diese Fragen werden wir nie verstehen. Verstehst du? Also nein, Senat, diese Fragen wirst du nicht verstehen, weil du nicht nachdenken möchtest. Diese Fragen, was wir uns stellen, sind logisch, das beweisen, dass es nur ein Gott gibt. Und das ist Antworten, aber du willst diese logischen Antworten nicht, Senat. Ich habe keine logische Antworten bekommen. Ihr habt mir jetzt mehr den Beweis gegeben, dass es nur einen Gott gibt und das ist Allah für alle Menschen. Alles klar. Senat. Guck mal, du bist ein korrekter Typ. Senat, hörst du mich, Senat? Ja, ich höre dich. Aber danke schön, ihr wart freundlich. Wirklich Respekt. Ja, du auch, du bist ein korrekter Typ. Gott segne dich trotzdem, okay? Ja, Senat, du bist korrekt, aber du willst es halt nicht verstehen. Das ist halt das. Nee, halt aber das ganz ehrlich. Gott ist Gott, aber ein Mensch wird geboren von einer Frau. Ein Gott von einer Frau geht doch gar nicht. Verstehst du? Senat, ganz kurz. Du willst nicht verstehen, was die Bibel sagt. Deswegen sagst du das. Wie wär's denn, wenn du mal kurz aufhörst mit deiner Meinung und einfach mal zuhörst und verstehst, was die Bibel sagt? Geht das? Weil wenn du fragst, dann lass dir doch Antworten geben. Aber du kannst doch nicht versuchen, auf die Bibel mit dem Islam zu antworten. Das funktioniert doch gar nicht. Guck mal, ein Gott hat Mutter, das ist Maria. Und wer ist Gottes Vater? Dicker, es hat keinen Sinn. Nee, das ist eine logische Frage, wirklich, wo wir uns sagen, sowas entfernt uns, dass wir sagen, Jesus ist Gott. Ja, okay. Guck mal, Mensa, ich will ihn mal nur nach Intellekt kurz prüfen. Bruder, er will nicht verstehen, das hat keinen Sinn. Letzte Frage, mein Bruder, gönnst du?
Okay, mach. Senat, ich habe eine kurze Frage. Senat, ich habe eine kurze Frage. Ja, gerne. Ich weiß, dass du nicht an die Bibel glaubst. Alles okay. Aber ich habe nur eine Logikfrage. Ich will nur mal kurz verstehen, ob du in der Lage bist zu verstehen. Guck mal, wenn wir sagen, dass... Und jetzt geh einfach mit mir mit. Du musst es nicht glauben. Geh einfach kurz gedanklich mit mir mit. Wenn wir sagen, dass Jesus Gott ist, okay? Rein hypothetisch. Wir sagen jetzt mal, Jesus ist Gott, okay? So. Und Jesus ist ja Gott. So, und dann kam er auf diese Welt durch eine Frau. Bedeutet das, dass diese Frau, warte, guck mal, aus meiner Aggression habe ich jetzt kurz die Frage sogar vergessen, wie ich sie stellen wollte. Was ich damit sagen wollte ist, Senat, dir ist bewusst, dass Gott keine Mutter hat in dem Sinne, ne? Sondern dir ist bewusst, dass Maria die Mutter von Jesus ist, ne? Vom Fleisch gewordenen, ne? Nicht, dass sie die Quelle der Gottheit ist. Das ist dir schon klar, oder? Aber ihr sagt doch immer, Maria, wie sagt ihr immer? Maria ist Gottes Mutter. Guck mal, das sagen Katholiken und Orthodoxen. So, das sagen Katholiken und Orthodoxen als allererstes. Ich bin weder Katholik noch Orthodox, das heißt, ich sage das auch nicht. Was damit aber gemeint ist, ist, dass sie die Mutter von Jesus ist, weil Jesus ja Gott ist. Damit ist aber nicht gemeint, dass Maria die Mutter der Essenz Gottes ist, weil sie ist ja selber nicht Gott, sie ist ja nur eine Schöpfung. Verstehst du? Sie ist ja nicht die Quelle der Gottheit. Hast du mich zum Verstand gebracht. Das ist doch logisch. Guck mal, du hast mich jetzt gut verstanden. Aber das ist schon logisch, dass Maria nicht die Quelle der Gottheit ist. Das hat doch nie ein Mensch gedacht. Noch kein Christ auf dieser Welt ist irgendwie darauf gekommen, dass Maria der Schöpfer von Gott ist. Hä? Guck mal, das hat doch mich wirklich zum Nachdenken gebracht, zum Beispiel. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel Maria hat ihn geboren, weil da steht, uns wurde eine Junge geboren. Egal, was später aus dem Junge wird, Beispiel, nicht Jesus. Wenn aus dem Junge, wenn aus einem Mädchen Verwandlung wird, und er sagt, ich bin eine Junge. Trotzdem hat diese Frau ein Mädchen geboren. Wenn er sich verwandelt später zu Gott, er war später, wo er geboren ist, war er ein Junge. Und was er später wird, interessiert keinen. Trotzdem bleibt er immer noch seine Mutter. Weil sie war in seinem Bauch. Jedes Gegenstand, jedes Kind, was im Bauch der Mutter ist, ist sein Sohn, egal was später aus ihm wird. Okay, Senat, und was lehrt die Bibel? Schön, dass du deine Meinung und deine Sichtweise jetzt geteilt hast, aber was sagt denn die Bibel, Senat? Das ist ja im Endeffekt das, was wirklich wichtig ist. Was du denkst oder wie du das verstehen möchtest, das ist ja deine Sache. Aber was lehrt die Bibel über Jesus? Was lehrt die Bibel über sein Verhältnis zur Maria? Wie geht denn das? Was sagt denn die Bibel da? Weißt du das? Genau, die Bibel hat viele Widersprüche. Einmal sagt, dass es nur ein Mensch ist. Einmal sagt, Gott ändert sich nicht. Dass Jesus nur ein Mensch ist? Dicker. Wie soll ich das verstehen? Senat, Gott ändert sich nicht. Senat, danke, dass du da warst. Ja. Ja, du warst korrekt. Du warst korrekt. Aber danke, dass ihr mich auch respektiert habt. Ne? Schönen Abend noch. Wir respektieren dich, aber du musst versuchen, die Bibel zu lesen, wie sie steht und nicht versuchen, das in deinem Kopf irgendwie da zu checken, weil du wirst es nicht verstehen. Ne? So. Der hat seine Meinung, der will nicht verstehen, deswegen lass. Aber Bruder, das ist doch logisch, sorry. Also sorry, bitte, das ist doch Quatsch. Dicker, heute wird keine Energie verschwendet. Heute ist einfach. Nur Knockout sammeln. Ja, wer nicht verstehen will, bekommt Knockout-Punkte und geht weg. Aber dann soll sich nicht wundern, wenn er ihm in der Hölle wieder aufwacht. So, B65 kommt nicht, okay. Warte mal. Knockout. Dicker. Sie ist. Warte mal, ich wollte gerade eine Schwester hochnehmen. Ja, da. Jo, was geht, Jungs? Wie geht's euch? Gut, und dir? Dankeschön, sehr gut. Erzähl mal. So, ich erzähl mal. Also, ich will keinen Knockout geben, ne? Ich will euch einfach nur die Augen öffnen. Es geht darum. Warte mal, Sie ist, mein Auge ist schon offen. Ja, das sehen wir gleich. Erstmal, bevor du die Augen öffnen möchtest, stell dich doch kurz vor, was bist du? Christ, Jude? Ich bin Moslem, Alhamdulillah. Also okay. Ich habe mich auch viel mit eurer Religion beschäftigt, ich habe mich auch mit dem Judentum ein bisschen beschäftigt. Ich habe mir die Religion ausgesucht. Also es ist jetzt nicht, dass ich so geboren bin und einfach angenommen habe, was mir beigebracht worden ist, sondern ich habe mich etwas erkundigt. Und meine Frage ist, Mensa, du hast vorhin gesagt, du denkst, dass der Islam gekommen ist vom Satan und der Satan will uns alle in die Irre leiten. Stimmt das? Ja, das stimmt. Okay. War für dich Noah und Moses ein Prophet? Ja. Aber Mohammed ist für dich kein Prophet? Nee, er ist Mohammed, Satan.
Mohammed ist für mich ein falscher Prophet. Es gab viele falsche Propheten, Mohammed ist einer davon. Okay, und du glaubst, er ist im Auftrag von Satan gekommen? Ja, alles, was nicht von Gott kommt, kommt von Satan, ja. Okay, dann ist meine Frage, Mohammed meinte, er ist der letzte Prophet, stimmt das? Ja, kann sein. Er sagt, die Islam ist die letzte Religion, ne? Ja. Kam danach eine andere Religion? Ganz viele. Also ich meine jetzt göttliche Religion, nicht erfundene Religion. Kam irgendeiner, der ein Buch hatte, wie die Bibel, wie den Koran, wie die Tora, gab's ja, es irgend gab sowas? Viele, es gab viele Mormonen, wie kannst du denn sagen? Nein, göttliche die kannst du nicht zählen, das sind Sekten, die kannst du nicht zählen. Wieso? Also einen bekannten Propheten, der wirklich irgendwas Heiliges an sich hatte, der irgendwas geschafft hat. Jeder Prophet hatte irgendeine heilige, heiligen Merkmal gehabt. Aber Sis, guck mal, wir glauben doch gar nicht an den Islam. Wir glauben doch sogar an nichts anderes. Wir glauben an nichts anderes außer an den alles gut. Wir besprechen neutral hier. Deswegen sage ich ja. Ich frage ja nur. Ich will einfach nur eine Antwort. Also, benutze deinen Verstand. Es gab keinen richtigen Prophet nach dem Propheten Mohammed. Einen großen. Es gab viele, die behauptet haben, ja, ich bin ein Prophet. Es gab viele, die behaupten, ich habe irgendwie Träume gesehen. Aber es gab keinen großen. Mensa, was er nicht versteht, ist, gell, für uns... Oh, das ist Sisi, was ist dein Punkt? Erzähl mal. Was ist dein Argument? Sag mal bitte. Mein Argument ist, ich frag dich, gab es einen großen Propheten nach Mohammed? Ja, habe ich gesagt, aber du sagst, die zählen nicht. Also ich kenne keinen. Ich kenne keinen. Okay, dann gibt es keinen. Erzähl mal, was ist dein Punkt? Was willst du sagen? Okay, mein Punkt ist, komisch, dass du sagst, dass der Koran vom Satan kommt, aber alles, was Mohammed gesagt hat, stimmt. Und alles, was Mohammed gesagt hat, dass er der letzte Prophet ist, dass der Islam die letzte Religion ist, dass der Koran niemals verfälscht wird, dass er so bleibt, wie es heute ist, ist alles so geblieben. Jetzt frage ich dich, wo ist Jesus? Warum erlaubt Jesus das? Wenn Jesus Gott ist, warum erlaubt Jesus Gott, dass Satan so viele mitreißt? Und warum hat Jesus erlaubt, dass Satan die Wahrheit spricht? Weil im Koran wird Jesus auch gut geredet. Also der Koran verachtet Jesus ja nicht. Der Islam hat uns beigebracht, wir sollen alle Propheten respektieren, jeden Einzelnen. Es gab hunderte tausend. Viele sind nicht bekannt, weil die Schriften sind weg, also die hat man nicht mehr. Aber die großen Propheten, die geehrten Propheten wie Noah, Moses, Jesus, Abraham, Mohammed, diese Propheten werden auch im Koran erwähnt und auch viele in den Hadithen. Wenn du mich überzeugen kannst, dann komme ich sofort zum Christentum. Aber es ist so komisch, dass... lass mich noch kurz ausreden, dann darfst du. Es ist so komisch, dass eure Bibel so viele Bücher hat. Also es gibt ja einmal wie heißen die Bücher? Also du glaubst ja an den Philippa, an die Philippa-Bibel. Es gab ja Markus-Evangelium. An die Philippa-Bibel, aber... Ich weiß nicht, also ich kenne mich mit... die Philippa-Bibel. Also hat Jesus die Bibel geschrieben? Nein, ne? Es war ja Paulus. Mensa, welche Übersetzung hast du? Nein, es gibt ja mehrere. Es gibt ja das Neue Testament, es gibt ja das Alte Testament. Ich kapiere nicht, warum gibt es so viele Bibel? Warum gibt es so viele Bibel? Beantworte mir das. Darf ich dir antworten jetzt? Ja. Guck mal, du hast gerade am Anfang gesagt, dass du dich mit unserer Religion auseinandergesetzt hast, aber als du jetzt gerade angefangen hast, über die Bibel zu reden, hast du gezeigt, dass du kein Wissen hast. Jetzt deswegen frage ich dich, möchtest du diese Diskussion an dem Punkt weiterführen oder, ja, klar, oder, gerne. Oder willst du lieber rausgehen? Weil du hast wirklich kein Wissen, Bro. Das sage ich dir auch korrekt. Ich bin ja hier drin, um deine Meinung zu hören. Ich habe meine Meinung gesagt, jetzt kannst du gerne deine Meinung sagen. Also überzeug mich. Okay, folgendes. Ich will dir nur mal kurz erklären, warum alle deine Fragen keinen Sinn ergeben haben, okay? Okay. So, unabhängig davon, guck mal, wir als Christen, okay, wir glauben doch gar nicht an den Koran. Das heißt, ja, das sag ich auch nicht. Das heißt, wenn du sagst, große oder kleine Propheten, Bruder, das ist vielleicht aus deiner islamischen Sicht so, dass du so argumentieren kannst, aber für uns ist das bedeutungslos, verstehst du? Weil wir glauben nicht. Doch nicht. Eben nicht. Wir sind alle gläubige Menschen und wir sollten alle... Aber ganz kurz, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich glaube der Bibel. Ich glaube doch nicht an den Koran. Was verstehst du denn nicht? Ich glaube nicht an den Koran. Und deswegen sage ich, deine Argumente, die sind bedeutungslos für mich, weil ich doch nicht daran glaube, an das, was du sagst. Okay, aber was ist der Sinn von dem Stream hier dann? Also was ist der Sinn? Willst du die Meinung von anderen hören oder willst du einfach nur deine Meinung aufdrängen? Ich bin hier hochgekommen, ehrlich gesagt, wer Mensa live ist. Ja, okay, dann geh raus, dann will ich mit Mensa reden. Also ganz normal. Also ich will seine Meinung hören und ich will meine Meinung abgeben. Also wir reden hier nicht auf Knockout-Basis oder sonst was. Ich will einfach nur
unter zwei anständigen, erwachsenen Menschen, der eine ist Christ, der andere ist Moslem, es kann ein Jude gerne dazu kommen. Ich will deine Meinung hören, warum du das glaubst und warum du sagst, der Koran ist vom Satan. Vivi, chill mal, wir machen das jetzt kurz. Chill, Bruder, ich bin komplett ruhig. Okay, ich wurde gerade angerufen, auf jeden Fall. Bruder, ich muss jetzt gleich leider los. Ich habe gleich Prayer mit den Jungs und so. Okay, Bruder. Ich wünsche dir Gottes Segen auf jeden Fall. Du hast es hier im Griff, ne? Ja, keine Sorge, Bruder. Aber ganz schön, Tag, Bruder. Ich wollte nur eine Sache sagen, bevor ich gehe. Nur eine natürlich, Sache, weil natürlich. Das ist mir wirklich wichtig. Sis, guck mal, es gibt die Bibel, ne? So, die Bibel, die hat 66 Bücher. Du hast 39 Bücher im Alten Testament. Mhm. Du hast 27 im Neuen Testament, okay? Es gibt vier Evangelien, eine Apostelgeschichte und 20 Briefe und eine Apokalypse am Ende, okay? Bitte, Bruder. Es gibt keine Philippa-Bibel. Der Philippa-Brief ist ein Brief in der Bibel, okay? Ja, okay, sorry. So gut kenne ich natürlich nicht mit dem Christentum aus. Ich habe mich nur erkundigt und ich habe viele Widersprüche in eurer Religion gefunden. So deswegen ist das schon für mich ein... Ich weiß, weil du kamst rein und hast gesagt, ich habe mich damit befasst. Und ja, ich kenne mich auch nicht 100% mit dem Islam aus. Also du kennst dich auch nicht 100% mit dem Christentum aus, da bin ich mir sicher. Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht weiß. Natürlich gibt es Sachen, die du nicht weißt. Guck mal, ich glaube mir, ich habe Wissen über was ich glaube. Ich glaube nicht blind, keine Sorge, Bruder. Also, und wenn ich über den Koran reden würde, dann würde ich nicht sagen, Koran, Al-Nisa, irgendwas Koran. So, ich bin schon in der Lage, Dinge zu verstehen. Aber zu sagen, Philippa-Bibel, das ist halt absolut wrong, Bro. So, und da sage ich dir... Ich hab's gegoogelt. Ich hab Philippa davon noch nie gehört. Weil Mensa ergibt dir Knockout, sage ich dir so. Okay, ja, gerne. Ich bin bereit. Also du kannst ruhig rausgehen, ich rede mit Mensa weiter, kein Problem. Okay. Ich bin bereit für Knockout. Mein Bruder, ich küsse dein Herz, ja? Ich küsse dein Herz. Viel Spaß beim Gebet, Bruder. ETSA. Oh, Mann, ja. Ey, Bruder. Ja, okay, er ist weg. Sie sind okay. Geht's dir gut heute? Mir geht's sehr gut, Bruder. Also, das weiß ich nicht. Weiß. Guck mal, lass uns wieder die Lage beruhigen. Ja, wir kommen jetzt wieder. Gerne. Okay. So, erstens. Du hast einfach mal so gesagt, dass es seit Islam gar keine Religion mehr gibt. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Ich rede von großen Religionen. Es gab natürlich bestimmt kleine Sekten. Es gibt auch in unserer Religion viele Sekten, die falsch sind. Das gibt's natürlich. Ich rede von den großen Propheten, der wirklich gekommen ist. Ich bin ein Prophet, ich habe Worte von Gott, hier ein Buch oder sowas Großes, irgendwas Heiliges an sich. Das gab's einfach nicht. Wie gesagt, der bekannt erstens, es kommen jeden Tag Leute, die behaupten, diesen Propheten. Zweitens, ja, ich kann auch behaupten, dass ich Polizist bin. So, wenn man irgendwas sagt. Sehr schön. Deswegen, lass mich mal bitte ausreden. Nur weil jemand sagt, er ist ein Prophet, heißt noch lange nicht, dass er ein Prophet ist. Genauso wie Mohammed. Nur weil Mohammed gesagt hat, er ist ein Prophet, heißt das nicht, dass er ein Prophet ist. Das ist doch unser Argument, oder nicht? Ja, aber Mohammed hat viele Beweise, dass er ein Prophet ist. Welche zum Beispiel? Der Koran. Hast du mal den Koran gelesen? Ja, so vieles. Ja, so vieles, was er gesagt hat, ist auch wahr geworden. Und bis jetzt hat der Koran... Was denn zum Beispiel? Er ist der letzte Prophet, der Koran wird niemals verändert werden. Also viele Sachen von der Vergangenheit stehen im Koran, die er gar nicht wissen konnte, weil er konnte nicht lesen und schreiben. Über eine Nacht konnte er das. Viele Sachen über Jesus, Maria, Noah, Moses, die ganzen Propheten, die alle im Koran erwähnt werden, alle Sachen, die Geschichten, woher hat Mohammed diese Info? Also, kein Problem. Kann ich dir antworten? Ja, gerne. Okay, du hast ja gerade gesagt, Mohammed konnte nicht schreiben, oder? Ja, er konnte nicht schreiben und lesen. Okay, wer hat den Koran geschrieben? Das weiß ich nicht. Ich weiß ganz genau, dass Mohammed. Ich weiß nicht, ob er ihn geschrieben hat, das glaube ich nicht. Ich weiß nur, dass er die Überlieferung, also der Engel, also ein Engel, Jibril, also Gabriel, ist zu ihm gekommen und hat immer die Überlieferung gebracht. Okay. Von Gott. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Okay, sehr schön. Wenn du gerade festgestellt hast, dass Mohammed nicht den Koran selber geschrieben hat, kann das nicht sein, dass er seine Informationen auch genauso von woanders hatte? Ja, es gab ja Sahaba, es gab Gefährten von ihm, die dann die Aufgabe später übernommen haben. Richtig. Ja. Das heißt, alles, was im Koran steht, es ist ja nichts Neues im Koran. Ich meine, nur weil Mohammed irgendwelche Sachen aus der Bibel erzählt hat, heißt es doch nicht, dass es von Gott kommt. Okay, hat Jesus die Bibel geschrieben? Nee, hat er nicht. Das hat ja auch keiner behauptet. Ja, okay. Jetzt kann ich auch sagen, okay. Bibel ist falsch oder was, weil Jesus das nicht geschrieben hat. Also, nee, Das war gar nicht mein Argument. Mein Argument war, dass du behauptet hast, woher hat Mohammed seine Informationen? Und ich habe dir gerade bewiesen, indem ich dir gesagt habe. Engel.
Vom Engel. Dass er nicht mal der Fakt, dass er nicht mal den Koran selber geschrieben hat, muss dir doch sagen, dass er nicht alleine am Werk war, sondern das waren mehrere Leute am Werk. Oder ja, so wie früher bei Jesus. Er hat ja Paulus als Gefährten gehabt und die anderen kenne ich nicht. Also so krass kenne ich die Geschichte von Jesus nicht. Und der Unterschied, ist, dass Mohammed ja falsche Informationen hat im Vergleich zu Paulus und so. Warum hat er falsche Informationen? Von einem Engel? Ja, wenn du meinst. Guck mal, auf jeden Fall, danke, dass du da warst. Ja, danke, dass ja du aber da guck mal, Bruder, jetzt weichst du weg. Also du gibst ja gerade selbst einen Knockout, wenn du von Knockout redest. Du sagst, ja. Mohammed hat die Bibel, hat den Koran nicht selbst geschrieben, deswegen kann es gar nicht stimmen. Aber Jesus hat die Bibel auch nicht geschrieben. Also, keine Ahnung. Aber ich habe doch gar nicht gesagt, dass Jesus die Bibel selber geschrieben hat, oder? Ja, aber du sagst, du fragst mich, hat Mohammed den Koran selbst geschrieben? Und ich habe gesagt, nein, hat er nicht, wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich nicht genau so gut aus damit. Aber dann hast du gesagt, okay, dann kann es ja gar nicht stimmen. Aber Jesus hat ja die Bibel auch nicht selbst geschrieben. Also ich glaube, du hast mein Argument immer noch nicht verstanden. Du hast, ja, dann erklär es mir. Ich verstehe die Frage nicht. Ich sage das nochmal. Du hast mich gefragt, woher wusste Mohammed all diese Sachen von der Vergangenheit, richtig? Genau. Und dann habe ich dich gefragt, ob Mohammed lesen konnte. Du meintest nein. Und dann habe ich dich gefragt, okay, wer hat dann den Koran geschrieben? Dann meintest du, einer von den Sahabern. Und wenn einer von den Sahabern den Koran geschrieben hat, dann muss es dir doch sagen, dass Mohammed nicht alles selber gemacht hat. Das heißt, er hatte Hilfe. Genauso hätte er auch Hilfe haben können von seinen ganzen Informationen, oder nicht? Ja, und was ist daran schlimm, dass man Hilfe hat? Ist ja dass nicht Gott, schlimm, aber dass Gott einen Propheten Gefährten schickt. Ist alles gut, aber damit wollte ich dir sagen, nur weil er etwas von der Vergangenheit geschrieben hat, heißt das nicht, dass er das alles selber hat, sondern er hat Hilfe gehabt. Ja, aber Jesus doch auch. Obwohl, du sagst, Jesus ist ein Gott. Also warum braucht ein Gott Hilfe? Oh, Dicker, okay, guck mal, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Dankeschön auch, aber Bro, es macht keinen Sinn. Du hast dir selbst gerade einen Knockout gegeben. Ja, okay, ich nehme das an. Ich habe jetzt heute 8 Knockouts. Ja? Okay, viel Spaß. Also ich wünsche dir was, Bruder, aber denk mal drüber nach. Also ich weiß, du willst dein Content hier abziehen, ich weiß, du willst Klicks, ich weiß, du willst vielleicht Geld machen, keine Ahnung, was dein Ziel ist, aber denk mal wirklich, du kannst auch gerne privat schreiben, wir können auch mal gerne privat reden, ich bin hier nicht, um mich zu beweisen oder mich kennt eh keiner, mein Gesicht, ich zeig das nicht. So, lass privat labern, aber das, was du hier gerade erzählst, macht keinen Sinn. Okay, ich stelle dir eine einzige Frage, okay? Ja. Okay, ja. glaubst du wirklich, ich bin hier wegen Geld? Sei mal ehrlich. Ich weiß es nicht. Ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, was dein Ziel ist. So. Aber du hast ja gerade gesagt, also... Nein, ich habe nicht gesagt, du bist wegen Geld. Ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, warum du hier bist. Vielleicht wegen Reichweite, vielleicht wegen Geld. Ich weiß es nicht. Okay. Deswegen habe ich gesagt, du kannst gerne mit mir privat darüber reden. Dann können wir das unter uns ausmachen, ohne Publikum. So, dann ist man vielleicht ein bisschen mehr offen. Alles klar, okay. Alles klar, danke, dass du da warst. Ja. Dankeschön auch. Danke fürs Hochnehmen. Gerne. Ciao. Mach's gut. So... Ja, der war auf jeden Fall ein harter Brocken. Also der hat uns auch einen Knockout gegeben. Wir haben jetzt 8 Knockouts oder 9. Mal gucken, wie viele wir heute noch bekommen. So, wir sind jetzt bei 9 Knockouts. Bekommen wir die 10 voll? Jo, grüß dich. Wunderschönen guten Tag, grüß dich. Ich wollte nur kurz klarstellen, dass der Typ, der gerade oben war, Schwachsinn geredet hat. Okay. Der hat Lügen über unseren Propheten erzählt und dann hat er sind vieles vertauscht. Erzähl mal, was denn zum Beispiel? Das mit dem Lesen und Schreiben zum Beispiel und dass er Hilfe brauche und sonst irgendwas. Das ist alles Quatsch und gelogen. Okay. Ja, ist cool. Das heißt, sein Knockout-Punkt nehmen wir wieder weg, wa? Na, das war doch kein Knockout. Das war Anspucken von Weitem, weißt du? Boah, ich wollte nur eine Sache sagen und zwar an die Christin. Ich gebe euch bei einer Sache recht und zwar könnt ihr den Islam... niemals annehmen. Warum? Weil ihr habt den falschen Islam kennengelernt. Und das ist dieser Islam, die Leute versuchen, euch zu verklickern. Das ist aber nicht der echte Islam. Okay, was ist der echte Islam? Der echte Islam ist nicht das, was ihr kennt. Zum Beispiel lese ich in den Kommentaren die ganze Zeit, dass der Islam mit Hass und mit Schwert verbreitet wurde. Dass der Prophet kam und Lügen erzählt hat. Der Prophet ist nicht von Gott gekommen, sondern vom Teufel. Das ist alles falsch. Warum? Die Christen kennen sich mit dem Islam aus, aber welchen Islam? Den Islam der Sunniten. In deren Büchern kannst du sie komplett widerlegen. Okay. Und da gebe ich euch recht. Okay. Ja, korrekt. Also wirklich ehrlich, find ich korrekt von dir, dass du ehrlich bist. Also du bist Schiite, ja? Naja. Zum Beispiel hat der Typ eben gesagt, dass der Koran vollständig ist und niemals verloren geht oder sonst irgendwas. In Sahih al-Bukhari steht, dass Uthman Verse aus dem Koran von einer Ziege gefressen bekommen hat. Also eine Ziege kam und hat Seiten aus dem Koran gefressen.
Und dann steht auch in Sahih al-Muslim, auch ein Werk der Sunniten, dass Omar über einen Steinigungsvers spricht. Ich gebe dir 5000 Euro, wenn du einen Steinigungsvers findest. Stimmt, das ist auch verschwunden, das stimmt auch. Ja, du bist gut informiert. Und würdest du mir auch bestätigen, wenn ich sage, dass Uthman auch andere Koran verbrennen lassen hat, um seine Version zu verbreiten? Es gab viele Exemplare. Uthman verbrannte alle, außer einen. Und das ist der, den wir jetzt haben. Richtig, richtig. Ja, cool, du bist korrekt, du bist ehrlich. Nein, nein, man muss Wahrheit sprechen. So sieht's aus. Unser Prophet sagt, akzeptiere weder die Lüge eines Freundes, noch die Wahrheit eines Feindes. Korrekt. Ja, Mann, danke, dass du da warst. Ja, du warst korrekt auf jeden Fall. Wir sehen uns. Gottes Segen. Gottes Segen, Leute. Ja, Leute, süß, wie seht ihr? Ja, der war ehrlich, hat direkt geredet, straight. Ja, ohne Umwege, ohne Takia. Er hat direkt geredet. Ne? So muss es sein. So muss es sein. So. So muss es sein. Ja, er hat auf jeden Fall alle Knockouts zurückgenommen. Also wir sind jetzt wieder bei 6 Knockouts. Also ihr habt Minuspunkt bekommen. Wir ziehen von den Knockouts jetzt 3 Knockouts ab. Also wir sind jetzt bei 6 Knockouts. Mann, das dauert zu lange hier. Dixon, ich wollte dich hochnehmen, aber das dauert zu lange. So. Alter, Leute, was ist los hier? Okay, wir haben einen Mohammed. Vielleicht ist er der Prof. Ah, ne, egal. Ich sag's lieber nicht. Hallo? Ja. Erzähl mal. Wie geht's? Gut, und dir? Mir geht's auch super, danke. Ich habe eine Frage. Bitteschön. Du sagst ja, Jesus ist Gott, okay? Mhm. Ist ja deine Meinung, ich habe ja nichts dagegen, aber Jesus ist für euch Gott. Aber das, was ich nicht checke, Jesus sagte in der Bibel, also in der Bibel steht selber, dass Jesus Gott anbetet. Mhm. Wie kann ein Gott sich selber anbeten? Stimmt, ja, stimmt. Boah, wieso habe ich nicht daran gedacht? Das ist der 7. Knockout. Ey, Mann, Alter. Nein. Wo steht das nochmal? Wo steht das? Wie? In der Bibel. Welche Stelle? Welche Bibelstelle? Ich habe das bei Google gelesen. Mhm. Und auf TikTok wurde das auch hochgeladen, aber ich kann dir auch gerne privat ein Foto schicken. Okay, ja, schick mal. Ich schließe später nochmal, ja. Ich überlege mir dann anders. Ja, okay, kein Problem. Aber ich habe noch eine Frage. Erzähl mal. Und, ja, also, ihr Christen, es gibt ja andere Christen, die sagen, Jesus ist Sohn Gottes. Mhm. Ja. Was ist dann der Unterschied zwischen euch und den anderen Christen? Boah, stimmt, ey. Also, die sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, wa? Ja. Ja, ich muss nachdenken, Mann. Ich guck mal, ich muss noch mal lesen, okay? Ich lese mal diese Stelle, die du mir geschickt hast, okay? Okay, passt, kein Problem. Okay. Danke dir, ja, du hast mich erleuchtet. Okay, bitteschön. Tja. So. Bruder, ich konnte nicht mehr, ich bin gerade gestorben, ich konnte nicht mehr. Richtig geil, Bruder, richtig. Bist du jemand, Abu Khanjar, der daran glaubt, dass das der Sohn Gottes ist? Ey, ich glaube, du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wa? Wir glauben nicht an das Gleiche, wa? Ey, Yusuf. G's King, ganz kurz, G's King. Mit dir will ich sowieso noch reden, ne? Das weißt du, ne? Wir können das gerne machen. Aber nicht hier, würde ich sagen, oder? Nein, nicht hier. Wir machen das sowieso noch öffentlich, weil mit dir will ich reden, weil du hast jemanden in Halle abgesprochen, ne? Das weißt du. Jungs, komm, lass mal was anderes klären. Nein, Bruder, alles gut, ich gehe raus. Ich wollte nur Bescheid sagen. Nur damit er hört. Nicht, dass er vergisst. Alles gut, Shalom. Ja, Bruder. Shalom. Shalom. Yusuf. Ja. Grüß euch, guten Abend, alles gut bei euch? Alles bestens, ich hoffe bei dir auch. Gottes Segen. Auch gut, danke schön. Ja, mein Abner, das war Endgegner, ja. Erzähl mal, Yusuf. Bitte? Nee, sorry. Ja. Und war ein harter Tag für euch, ein guter Tag?
Ja, ich hoffe, du gibst uns jetzt die restlichen Knockouts. Wir sind jetzt bei 8 Knockouts. Nein, 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 nein. Ich verteile keine schlechte Laune, gute Laune nur. Ich hoffe, ihr seid respektvoll. Ich bleibe respektvoll. Ich habe eine Frage an euch auch als Moslem. Ja. Ich meine, Allah sagt im Koran, euch ist eure Religion, mir ist meine Religion, ja. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Bester? Ja. Meine Frage ist, Allah korrigiert etwas, was die Bibel Evangelium anspricht. Du bist jetzt Kaffee trinken, Yusuf. Wir sehen, wir hören dich nicht mehr. Yusuf, erzähl mal. Ja, also, laut eurer Bibel hat Gott die Erde 6 Tage gebraucht, war fertig, richtig? Und am 7. Tag sagt die Bibel, Gott hat sich ausgeruht. Stimmt, okay. Gut. Ich merke, entweder habt ihr keine Ahnung von eurer Religion, ja, aber es ist nicht meine Religion. Und Gott, ist Gott für euch der Absolute? Ja, ist er. Okay. Gott ist allmächtig? Ja, ist er. Gut. Warum braucht Gott uns Menschen? Nein, braucht er nicht. Was ist deine Braucht er Frage, nicht. bitte? Wir sind angewiesen auf ihn. Erstmal das wollte ich klarstellen. Wie kann ein Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der die Erde erschaffen hat, das Universum erschaffen hat, die Galaxien erschaffen hat, wie kann er von einer Erde, die er erschaffen hat, und am 7. Tag sagt die Bibel, er hat sich ausgeruht. Weißt du, was Allah im Koran sagt? Er sagt, er korrigiert Ist das. es eine Frage? Ist es eine Frage? Ja, ist eine Frage. Wie kommt das denn? Warum ist das so schwach? Die Bibel ist so schwach. Boah, das ist ein Knockout, ja, Knockout. Yusuf, das war Ich kann nicht mehr. Knockout Nummer 8. Ja, aber ich sage ja, meine Meinung darf ich ja äußern. Ich habe keine Beleidigung. Ja. Jeez, möchtest du antworten oder soll ich antworten oder sollen wir den Ich Knockout will einfach eine Gegenfrage stellen. Wie viele Tage hat denn Allah gebraucht, um die Erde zu erschaffen? Allah sagt im Koran, 6 Tage fertig. Aber die Bibel sagt, nach dem siebten Nee, Tag stimmt hat der nicht. Gott sich ausgeruht. Jetzt Stimmt pass auf, nicht. ganz, ganz kurz, ganz kurz. Nein, stimmt nicht. Stimmt Ja, nicht, Yusuf. kein Problem. Aber sag mir bitte, beantworte mir die Frage, wie kann Gott, Ja, aber der das stopp, Yusuf, guck mal, Universum, Himmel und wir Erde können nicht. erschaffen hat, Ja, alles gut, kann sich Jesus, keiner. lass mal bitte reden, bitte. Bitte, Okay, Bruder. beantwortet mir die Frage, wie kann der Gott so schwach sein, der Bibel, und am 7. Tag ruht er sich aus? Okay. Diese Frage ist ernst gemeint, ja? Es ist eine sehr gute Frage, finde ich. Oh, okay, dann werde ich antworten, okay. So, also erstens, die Bibel sagt, dass Gott nicht müde wird. Erstens, ich glaube, du hast die Stelle noch nie gelesen. Ja, die Bibel sagt, Gott ermattet nicht, er wird auch nicht müde. So. Aber Problem ist, du hast. Kann ich in diesem antworten Fall oder ist der willst du dazwischen reden? natürlich. Bitte, bitte. Okay. Bitte. Okay, das Problem ist erstens, ich fordere dich heraus. Ne? Zeig mir mal, wo steht, dass er sich ausgeruht hat. Steht da, dass er geruht hat oder steht da, dass er ausgeruht hat? Ich habe den Kapitel, weil das nicht mein Buch ist, Kapitel Ah, du weißt nicht, 32. wo das steht. Ja. Okay, verstehe. Ich Aber glaube, ich das steht bin im ersten Mose, ich glaube, das steht im ersten Mose Kapitel 1. Aber falls du das nicht weißt, ja, lies mal nochmal, weil ich, guck mal, ich will nicht diesen Knockout wieder abziehen. Deswegen, ich will dir diesen Knockout schenken. Aber ich rate dir, dass du diese Stelle nochmal liest. Ja, da steht nicht ausruhen, sondern da steht ruhen. Ruhen bedeutet, er war fertig. Ruhen Er bedeutet nicht, war dass er fertig. sich ausgeruht hat. Wenn das so steht, Gott braucht nicht sowas auszudrücken, sich auszudrücken. Guck mal, kennt ihr den Buch Hiob? Yusuf, hast du meine Antwort gehört oder nicht? Ja, ich habe gehört. Die Antwort habe ich Was habe ich gesagt? verstanden. Was habe ich gesagt? Er war fertig damit. Ja, Okay. das ist in meiner Meinung so, ne? Er brauchte das eigentlich gar nicht zu sagen. Ich bin fertig. Nach 6 Tagen bin ich fertig. Ach Aber so, ich kann jetzt nicht. willst du jetzt Gott sagen, was er braucht und nicht braucht? Nein, weil er sagt, dein Kollege sagt gerade, Gott war Mein fertig. Bruder. Damit meinte er das. Ich habe noch eine zweite Frage, wenn ich erlauben darf. Komm, gib uns den 9. Knockout. Komm, erzähl mal. Nein, nein, nein. In dem Buch Hiob, Kapitel 25, Vers 4 bis 6 Skript ist der das, glaube ich. Bibelwiderlegung. Ja, da steht, wie könnt ihr sagen, ne, einen Menschen mit Gott vergleichen, wo doch die Sonne und der Mond und die Sterne nicht beim Gott sind? Und dann geht weiter, aber könnt ihr gerne aufschlagen. Dann geht es weiter, um kurz zu machen, ist ein bisschen lang der Vers, ja.
Jesus war ein Wurm. Wir sind Maden. Ja? Das ist genau für einen Moslem. Für einen Moslem reicht ein Vers zum Beispiel. Ja? Ich kenne viele. Johannes 10, Vers 30 sagt Jesus: Ich kann nichts von mir selber aus tun. Warte, Johannes 10, Vers 30? Johannes 10, das ist Johannes 10, Vers 30 ist ich und mein Vater, entschuldige bitte. Johannes 5, Vers 30. Okay. Johannes 10, Vers 30 ist ich und mein Vater, wir sind eins, aber da verstehen viele nicht, lesen den Kontext nicht. Ich und mein Vater, wir sind eins, gleiche Meinung. In Salomons Tempel, die Geschichte, ja? Okay, das heißt, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, meint er nur, wir haben die gleiche Meinung, ja? In der Absicht sind wir eins. Da musst du Kontext lesen. Johannes 10, Vers 23 fängt der Kontext an. Ja? Okay. Und Yusuf. Ja. Bist du Moslem, ja, oder? Ja, Alhamdulillah. Das ist das Beste, was jedem passieren kann. Okay, Yusuf, sag mal bitte jetzt, du und Allah seid eins. Pass auf, in der Absicht. Sag das doch einfach, bitte, Yusuf, sag einfach, ich und Allah sind eins, sag mal bitte. Darf ich da ganz kurz was sagen? Nein, sag mal bitte, Yusuf, sag mal bitte, ich und Allah sind eins, sag mal bitte. Ich? Hör mal, ganz kurz bitte, mein Freund. Er ist mein Schöpfer. Yusuf. Du hast gesagt, ne, wo Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins, bedeutet, wir haben die gleiche Meinung. Deswegen, Yusuf, sag mal bitte jetzt, du und Ganz Allah gut. seid eins. Sag mal bitte. Wir sind nicht eins, nein. Pass auf, ein Mensch. Warum hat das an Jesus getan? Immer, pass auf, ein Prophet kannst du nicht mit normalen Menschen vergleichen. Hat das Mose gesagt? Guck mal, was sagte Jesus? Ganz kurz bitte. Was sagt Jesus? Niemand kommt zum Vater, nur durch mich kommt er zum Vater. Also, mein Freund, als Moslem sage ich dir, unterschreibe ich das für dich, als Moslem sage ich dir, er war der Weg, aber nicht das Ziel. Sagt er doch selber, wie dumm seid ihr denn? Er sagt, niemand kommt zum Vater, nur durch mich kommt er zum Vater. Okay, Yusuf, hörst du mich? Leute, ganz kurz. Yusuf, hörst du mich? Yusuf, hörst du mich? Guck mal. Ihr könnt ganzen Tag, eure Religion ist einfach so schwach. Ja, okay. Ne? Okay, Yusuf. Islam ist voller Power. Okay. Ihr sagt die ganzen... Okay, danke, dass du da warst. Also er hat uns beleidigt und deswegen habe ich ihn gerade gekickt. Alles gut. Leute, ihr habt gehört, ne? Wir haben sein Argument widerlegt. Ne? Und dann kam er wieder mit seinen Argumenten. Ne? Und dann hat er eine Bibelstelle falsch zitiert, nicht nur das, sondern er hat eine Bibelstelle falsch interpretiert. Ne? Und ich habe ihn nur um eine Sache gebeten. Ne? Ich habe ihn um eine Sache gebeten. Ich meinte, Yusuf, sag mal bitte, du und Allah seid eins. Ihr habt alle gehört, starke oder? Starke Sachen, Bruder. Echt gute Frage. Der ist echt gut, Bruder. Der ist sehr gut. Und ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, sag mal, dass Mohammed und Allah eins sind. Richtig. Das ist echt eine sehr, sehr gute Sache, Bruder. Das nehme ich mit. Weil diesen Anspruch überhaupt, und was ich sehr, sehr schade finde, wenn du noch hier im Chat bist, Mohammed, oder wie auch immer hieß, was ich sehr, sehr schade finde, ist, du sagst bei Johannes 10, 30, sagst, man muss den Kontext lesen, da musst du vorher anfangen. Warum machst du das dann nicht bei Johannes 5? Richtig. Warum nimmst du da nicht die Ehrlichkeit, die du da hast, und sagst, nein, das musst du den Kontext lesen, denn davor steht etwas und danach steht etwas. Und indem er den Willen des Vaters tut, ja, will ich jetzt gar nicht so ausweiten, aber tut auch seinen eigenen Willen. Und wie gesagt, ich finde es einfach schade, Bruder, wirklich. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man da unehrlich ist, wo vermeintlich der Herr nur als Prophet deklariert wird. Im Gegenteil, und dort, wo das dann ein bisschen, ich sag mal, theologischer wird, wo man dann ein bisschen bewanderter sein müsste mit der Bibel, da auf einmal sagt, ja gut, da steht da drin, guck hier. Ihn ja, Digga, also die meisten sind, ist halt so, das kennen wir ja schon, ne? Es spielt bei denen keine Rolle, Kontext spielt bei denen keine Rolle. Leider. Das kennen wir schon. So, der nächste, schaffen wir heute den 9. Knockout, hallo? Okay, er ist weg. Warte mal, oh nee. Wie geht's dir, Bruder? Ich habe dich lange nicht mehr gehört, ja? Oder mir geht's gut, ja. Hallo, Gott sei Dank. Grüß euch. Danke dem Herrn. Halleluja. Hallo. Grüß euch. Schau, mit euch zwei rede ich eigentlich gerne. Shalom.
Weil ihr seid solche, nicht solche Islamhetzer wie die anderen hier. Die Wahrheit. Ich bin zum Beispiel als Muslim auch dagegen für ein buntes Deutschland. Weil, ich sag's euch jetzt warum. Für ein was? Ich habe dich nicht verstanden nochmal. Für ein was? Warte mal, Ado, wir machen das später. Wir machen jetzt erstmal die Knockouts, bitte. Danach hole ich dich wieder hoch. Schick mal bitte nochmal eine Anfrage später, ja? Wir machen jetzt erstmal was anderes. Wir machen jetzt erstmal Knockouts. Danach machen wir buntes Deutschland. So. ja. Ach, Herr, hilf mir. Das lädt jetzt noch. So, das lädt zu lange jetzt. Tanjo, ich wollte dich gerade hochnehmen, aber das lädt zu lange. So. Ich kann noch zwei, dreimal Knockouts verpassen, Bruder, und dann bin ich auch. Jo. Aber einen Moin. Starken. Nach einem starken. Guck mal, Jungs, ich wollte einfach noch was sagen. Ne, dieses mit Knockout und das muss nicht sein. Weil im Endeffekt, wie gesagt, wenn man eine Debatte führt, ne, es geht nicht um Knockout und sonst was. Man möchte einfach nur, jeder, der hier drin ist, beispielsweise, oder viele, die hier drin sind, oder einfach nur die Wahrheit wissen oder die Wahrheit finden, oder? So, richtig. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Christ, wenn mein Kollege und Freund Christ ist oder eine andere Religion hat, ne, dann sprechen wir nicht oder debattieren wir nicht. Und damit wir uns halt fertig machen und sonst was. Und das finde ich, das muss man ein bisschen auch sagen. So, weißt du, diese Knockout und so, das muss nicht sein. Weil im Endeffekt Muslime, Christen und Juden können auch miteinander leben. Ne, also jeder seine Religion leben. Mhm. Am Ende wird man das sowieso sehen, wer die Wahrheit gesprochen hat. Ne? Und wie gesagt, Muslime, Christen, Juden ähneln sich. Ne? Okay, hast du noch was zu sagen oder warst du's? Was denn? Hast du eine Frage oder? Nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur sagen, wenn man mit euch debattiert, dann kommt ihr doch mit eurer Verse aus dem Bibel, richtig? Genau. Das heißt dann, wenn jetzt ein Muslim euch, was im Koran steht, damit kommt, das wird ihr sowieso nicht glauben, oder nicht? Richtig, und dann wenn ihr uns was aus dem Bibel, aus dem, weil, guck mal. Okay, danke, dass du da warst. Wir nehmen den nächsten. Naja, das, So. Ja, hallo? Erzähl mal. Ja, ich habe eine Frage. Ich wollte fragen, wie du zum Thema Palästin-Israel stehst. Würde mich sehr interessieren. Ich wünsche mir, dass beide Frieden miteinander haben. Amen. Also du bist auf keiner Seite oder so? Nee, ich will einfach Frieden, dass beide Frieden haben, dass keiner Seite stirbt. Weder Israel noch Palästina. Okay. Und du? Ja. Auf welcher Seite stehst du? Hallo? Okay, er ist geflüchtet. Denn sein Reich ist nicht von dieser Welt. Wir sollen uns sowieso nicht so sehr in politische Themen einmischen. Denn das Himmelreich ist etwas ganz anderes als das, was der Herr hier gelassen hat. Und ja, deswegen auch an alle Christen da draußen, natürlich betet für die Situation gerade, sowohl für die Palästinenser als auch für die Israeliten, die unschuldig da ihr Leben verlieren müssen, weil irgendwelche Menschen um ein Stück Erde kämpfen. Ja, betet einfach für sie. Genau. Mami, falls du hoch willst, ne, schick mal eine Anfrage, ja? Ich habe dich vorhin runtergenommen, weil du weg warst. Aber falls du Bock hast, hochzukommen, dann sag einfach Bescheid. So. Wir nehmen mal Grace. Hallo, Grace. Shalom, die Gnade des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch in Jesu Namen. Amen. Wie geht's euch? Amen, ja. Gut. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Bester? Mein Bester, ich wollte einfach nur sagen, Gottes Segen und hey, wir kämpfen alle denselben Kampf, wir sind gesegnet. Das ist unser Kampf, der Kampf des Glaubens, dass wir immer geliebt sind, egal was du tust, egal was du machst, du kannst deine Errettung oder deine Sünden sind nicht größer als das Werk am Kreuz. Das ist so wichtig, dass ihr darüber spricht, ihr Lieben. Wisst ihr, die meisten Menschen, die mich anrufen oder mit mir reden, Sie sprechen ständig über Sünde. Warum sprechen wir nicht über Jesus? Lass uns doch über den besten Menschen und den besten Gott, den es gegeben oder je geben, oder es gibt keinen besseren. Er ist der einzige beste Gott-Mensch, der gekommen ist mit der Herrlichkeit des Herrn,
der es letztendlich in menschlicher Knechtschaft, Gestalt von Menschen kam, der die göttliche Natur Gottes war, er Gott selbst war, Mensch wurde, Fleisch wurde, das Wort wurde Fleisch. Und weißt du, es gibt nichts Besseres, als über das Evangelium zu sprechen, denn letztendlich hat es die Kraft, Menschen zu erretten. Und das ist doch das Ziel. Wir wollen den Himmel füllen, wir wollen Menschen erreichen, Herzen gewinnen. Und die Bibel sagt ganz klar, nur durch diese Botschaft, es gibt keine andere Botschaft, ihr Lieben. Und das ist einfach mein Herzenswunsch. Lasst uns im Mittelpunkt Jesus stellen. Nichts anderes. Weder Amen. Unsere Theorien, Amen. Weder unsere Sprüche, weder irgendwelche Philosophien, sondern unseren Heiland und Retter Jesus von Nazareth, der gekommen ist, um uns die Botschaft Abbas zu geben. Warum? Guck mal, Leute, ihr müsst wissen, warum. Denn der Vater hatte auch eine Botschaft. Jesus kam als Prophet. Warum? Weil er hatte eine Botschaft. Er hatte eine Botschaft des Vaters. Warum? Weil ganz einfach, weil der Vater hatte Folgendes zu sagen. Ihr sollt leben. Ihr sollt leben. Also, Amen. Und das, ihr Lieben, warum? Warum sollen wir leben? Denn wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der ist schon gerichtet. Wisst ihr, wir warten auf Gericht, Gericht, Gericht. Der Mensch, guck mal. Der Mensch richtet sich selbst. Warum? Noch nicht mal Gott tut es, denn das Gericht liegt auf Jesus oder lag auf Jesus. Und wir müssen verstehen, die frohe Botschaft lautet, hey, Jesus hat das Gericht auf sich genommen, damit du Frieden mit Gott hast. Und wenn wir das den Menschen vermitteln, diese frohe Botschaft, diese einfache Botschaft, die mein 6-jähriger Sohn predigen kann, weil er einfach noch in der göttlichen Gestalt Gottes, in der Hand Gottes ist. Und wenn ich diesen jungen Menschen lehre, dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten, natürlich gibt es immer, oder Gott hat immer Lösungen gehabt. So, Gott segne dich, Bruder, aber wir müssen weitermachen. Shalom, Bruder. Shalom. Hallo, Nafi. Guck mal, erstmal fand ich ein bisschen respektlos, dass du mich einfach rausgeschmissen hast und ihn lässt du hier 20 Minuten hier, da irgendwie welche Sachen voller. Reden, weil ich war nicht mal fertig und du schmeißt mich einfach raus. Aber alles gut, guck mal, ich wollte einfach nur sagen, es wird von Christen beispielsweise, ihr nennt irgendwie irgendwelche Verse von Koran, beispielsweise, dass Mohammed pädophil war oder sonst sowas. Wir machen sowas nicht. Ich sag dir mal, warum. Okay, weil Nafi, jetzt muss ich mal ganz kurz eingehen. Lass mich mal kurz mit ausreden. Wir ja. Glauben auch. So, danke, dass du da warst. Ja, echt. Unfassbar. Ich frage einfach mal in die freie Menge raus. Wenn der Detlef, neuer Nachbar, ja, ist ein stabiler deutscher Mann, 50 Jahre alt, 55 Jahre alt, macht gerade fast seine Rente, hier, macht sein. Macht gerade fast seine Rente, hier. Hallo. Mach dich mal stumm. Hallo. Chef. Komm wieder. Hallo. Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Ich gebe dir einen Beleg, dass Jesus kein Gott ist. Okay, gib uns den Knockout. Ich gebe dir jetzt so einen Knockout. In Johannes 5, Vers 30. Hör mir zu. Habe ich noch nie gehört. Warte, mein Bruder. Habe ich noch nie gehört. Ich will hören, Bruder. Ich kann nichts von mir aus tun, selbst dann, wenn ich richte. Höre ich auf den Vater und mein Gericht ist gerecht. So, warte, an dieser Stelle mach ich kurz einen Cut, weil ich will sagen, was ist Jesus aus deiner Sicht? Ich stehe nicht mal auf, Mensa, ich stehe nicht mal auf, mach du. Dicker, wie sollen wir darauf antworten, ja? Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt eine ernst gemeinte Frage, bitte rede ernst mit mir. Ja, ist doch ernst. Was ist Jesus aus deiner Sicht? Was ist Jesus aus deiner Sicht? Jesus ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes. Ich dachte, er ist Gott. Steht doch, Jesus ist Gott in deinem Life, oder? Stimmt, ja. Okay, guck mal, top. Suntop, hörst du mich? So, warte. Da, wo ich den Cut gemacht habe, lese ich jetzt weiter. Nein, warte, Suntop, hörst du mich? Suntop, hörst du mich? Sag ja, bitte ja oder nein. Ja, ich höre dich, Okay, hast du gerade die Bibel vor dir? Bitte? Hast du gerade die Bibel vor dir? Nein. Von wo liest du denn gerade? Von der Online-Bibel. Okay. Welcher Vers bist du gerade? 30, oder? Ja. Okay, lies uns mal bitte Vers 18 bis 19 vor, ganz laut bitte.
Eine Sekunde, darf ich eben nur weiterlesen, wo ich vorhin aufgehört habe? Ich will nur kurz vorlesen. Okay, versprichst du mir das, dass du das danach machst? Ich verspreche dir, ich lese es danach vor. Okay, mach. Wenn du mich nicht dann irgendwann rauskickst, ne, so. Nein, dann mach ich es. Nein, nein. Okay, da wo ich Cut gemacht habe. Okay. Weil es mit meinem eigenen Willen entspricht, sondern dem meines Vaters, der mich gesandt hat. Boah. Bumm. Ding, 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 ding. Fertig? K.O. in der zweiten Runde. Der mich gesandt hat. Also kann Jesus kein Gott sein, weil Jesus der Gesandte ist. Ein okay, Gesandter okay. von Gott. Maschine. Sunto, hörst du mich? Sunto, hörst du mich? Sunto. Ja, ich höre dich, ich suche gerade raus. Entschuldigung. Okay, lies mal bitte Vers 18 und 19, bitte ganz laut. Ja, warte, ich suche eben. Kapitel 18. Mensa, mache ich jetzt so weiter, werde ich noch vom Glauben abfallen, ja. Das ist ich glaube, Dicker, wir müssen alle vom Glauben abfallen jetzt. Das ist zu viel für mich, Bruder. Warte, Johannes. Johannes Kapitel 5, Vers so. 18 bis 19. So. Ja. Kapitel anzeigen, bitte. Bitte sag mir, dass du den Kapitel findest, bitte. Ja, habe ich gefunden. Okay, lies mal bitte Vers 18 bis 19. Als Jesus diese gesagt hatte. Ist es richtig? Schon mal? Lies mal weiter. Der Anfang. Als Jesus dies gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus über. Bruder, den du bist falsche Kapitel. Bitte Kapitel 5. Kapitel 5. Johannes Kapitel 5. Ja, Johannes, dort wo du gerade warst. Dort wo du gerade warst. Einfach nur Vers 18 und 19, bitte. Sonst zählt diese Knockout nicht. Ja. Es standen aber die Knechte. Nein. Nein, wo liegst du? Dicker, gleiche Kapitel, wo du gerade warst. Johannes Kapitel 5. Und dann ein paar Verse vorher. Warte. Johannes. Johannes 5. Genau, gib einfach Johannes 5 ein. Ja. Bei Google und dann öffne. 18. Nein, Kapitel 5, Vers 18. Kapitel 5. Du hast doch gerade gesagt, du hast dieses Kapitel 5, Vers 30, hast du da vor dir aufgeschlagen gehabt. Das bleibst einfach da drin und kommst ein bisschen runter. Ja, Johannes Evangelium. Johannes Kapitel 5. So, Vers 18. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil nein, er nicht nur... Ja, doch, ist richtig, egal. Lies mal weiter. Weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Das, Bruder, da steht nur drin, dass er sich Gott gleichstellte. Naja, ist jemand Gott gleich? Natürlich nicht. Also dann hat er wieso sich in die Sünde gegangen, weil niemand darf sich Gott gleichstellen. Aber das genau, ist niemand darf sich Gott gleichstellen. Du hast dir gerade selber einen Knockout gegeben, musst du mal überlegen. Bruder, du hast Patienten hier drin, Bruder. Ne, ich bete für dich. Suntop, ich bete für dich. Echt Patienten, unfassbar. Unfassbar. Die lesen sich ja selber vor und sagen, ey, ist unfassbar, Bruder. Oh Mann, ja, wirklich. Bruder. Ey. Digga, ein bisschen was zum Lachen haben wir heute auch. Ist auch gut. Bruder, ist traurig zugleich, ja wirklich, Alter. Ja, weinen und traurig, also bitte, ich will nur einen Satz sagen, ey, wir meinen das nicht böse, ne? Das ist einfach nur, hört euch doch selber zu. Ey. Nix, ey, hallo erstmal. Okay, salam alaikum. Es gibt jetzt Knockout-Jahrhundert, guck mal. Hör mir mal zu. Okay. Beantworte mit ja und nein, okay? Nur ja und nein. Okay. Antwort mit ja und nein, nur mit ja und nein. Okay. Okay. Ein Gott kann von sich aus selber was sagen, ne? Mhm. Und in Bibel steht, ich kann von mir aus nichts sagen. Oh. Boom. Boah, ja, Mann. Okay, stimmt, du hast recht. Ja, du hast recht. Mhm. Ja. Ins Gesicht. Mhm. Ist er Gott? Boah, das ist eine krasse Frage. Ja, du hast mich zum Nachdenken gebracht. Und du hast gefragt, wer den Koran geschrieben hat. Und der wusste das nicht, aber ich weiß das. Wer denn? Mashallah, wer denn? Abu Bakr. Segen, Frieden. Abu Bakr, Segen, Frieden. Google das.
Okay, guck mal, du hast 2 Knockout-Punkte bekommen, okay? Wir sind jetzt bei 9 Knockout. Ja? Okay, danke, dass du da warst, ja? Bitte. Aber ich will noch was sagen. Der Islam. Amo, lern Jesus kennen. Amo, lern Jesus kennen. So, wir haben jetzt 9 Knockout heute. 9 Knockout. Oh, Mann, ja. Mir ist schlecht geworden, wurde diese ganzen Knockouts, die gehen schon auf die Birne, ja? Ja, Mann, ey, guck mal, Leute, guck mal. Keine Sorge, wir werden heute das Evangelium proklamieren, okay? Der Grund, warum ich vorhin den Bruder rausgenommen habe, ist, weil er indirekt gegen uns geschossen hat. Ich wusste das ganz genau. Und der hat, ich habe ihm so Zeit gegeben, 5 Minuten, aber der wollte weiterreden und hat die ganze Zeit indirekt gegen uns geschossen und deswegen habe ich ihn rausgenommen. Es ist nicht so, dass wir hier sind, um zu spielen, sondern ihr wisst selber, jeden Tag reden wir über das Evangelium und am Ende des Streams werde ich nochmal das Evangelium teilen. Deswegen keine Sorge. Und Bruder, jetzt, du, ich glaube, wir kennen so ein paar Tage, Jani, immer wenn ich gegangen bin, sage ich auch nochmal 3-4 Worte und ich würde gleich auch gehen und macht euch keine Sorgen, der Herr führt das und ab und an müssen wir auch einfach mal ein bisschen mit Humor diese ganzen Sachen nehmen, ansonsten kriegen wir doch einen Schaden hier, ganz ehrlich. Richtig. Sonst jeden Tag Fitner ist auch nicht gut. Ja. Ey, wow. So. Hallo? Hallo? Erzähl mal, was ist deine Frage? Okay, auf jeden Fall. Ey, aber guck mal, warte mal, bevor du weiterredest. Du siehst doch, da steht doch 18 plus, oder? Du siehst doch, oder? Ja, ich bin 18 plus. Okay, stell mal deine Frage, gib uns Knockout und dann kannst du wieder gehen. Ich zähle bis 3. 3, 2, 1. Okay, du bist weg. So. Diese Knockout zählt nicht. Ey, warum haben die Leute kein Internet? Ja, UFO, hörst du uns? Oder UGB61, hörst du mich? Wenn nicht, dann ciao. So. Hallo? Erzähl mal. Shalom. Du komischer Du. Okay, erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Was liegt dir auf dem Herzen, Diana? Schämst du dich nicht? Doch, ich schäme mich. Gib mir bitte den Knockout, bitte. Sehr, schämst du dich nicht? Ich schäme mich, hab's doch gerade gesagt, ich schäme mich. Ja, okay, warum schämst du dich? Weil du das gesagt hast, weil du mich gefragt hast, deswegen schäme ich mich. Was ein komischer Du bist. Okay, ja, stimmt, ich bin ein komischer. Du sagst, Jesus ist Gott, Rafullah. Hm. Du hast keine Ahnung von der Welt. Boah, okay. Ich hab gar keine Ahnung. Okay. Das war der Herz heute, ja. Okay, du bekommst 2 Knockout-Punkte, okay? Hä? Du bekommst 2 Knockout-Punkte, also du hast uns beide Knockout gegeben. Halt die Schnauze, kleiner Hund. Okay. Denkst du, bist du was? Komischer. Okay, jetzt. Ja, danke, dass du da warst. Mehr kann man dazu nicht sagen. Mehr kann man dazu definitiv, nicht sagen. Definitiv. Danke, dass du da warst. So, wir sind gleich durch. Nur noch 3, dann sind wir durch. Hallo, Aida. Hi. Gerade ist so schlecht, ne? Du weißt nicht, gerade ist richtig schlecht. Was sagst du? Ich muss jetzt in einen anderen Raum, aber gerade ist richtig schlecht. Also werde ich so ganz schnell fragen, okay? Mhm. Ich wollte fragen, ich habe sie vorhin aufgeschrieben. Achso, ich wollte fragen, wieso Jesus sich opfern musste, um die Sünden von, ich weiß nicht genau. Von der Menschheit auf sich zu ziehen. Ja. Darf ich antworten, Bruder? Ja, mach. Aida, aber bei allem Respekt, ne? Mhm. Entweder du bist voll da oder mit deinem Abwasch beschäftigt, aber so halb, da krieg ich. Sorry. Krieg ich eine Krise. Weil es ist wirklich eine. Okay, ich hab aufgehört. Okay. Erstens, die Frage ist nicht muss, warum hat er es gemusst, sondern die Frage ist, wieso hat er es getan? Ja, okay. Wieso er es getan hat, ist eigentlich ganz einfach. Und dann ist auch gleichzeitig das Evangelium ganz gut verpackt drin. Du, Aida, genauso wie ich, genauso wie der Bruder Mensa, genauso wie ganz TikTok-Welt und die ganze Menschheit im Allgemeinen, ist geistlich getrennt von Gott. Wir sind getrennt von Gott, okay? Mhm. So. Gott ist im Himmel und hat durch Propheten zu uns geredet und hat sich ungefähr erkennbar gemacht. Warte, wieso soll Gott im Himmel sein?
Ach, du bist Atheistin, du bist gar kein Gläubiger. Ich bin nicht christlich, ich bin Muslimin. Ja, aber wo ist denn dann sonst Gott bei dir? Wo ist Allah bei dir? Bei uns hat er keinen Ort. Er ist keine Gestalt, also sollte... Okay. Ja, ist auch, da gibt es ja große Meinungsverschiedenheiten, ne? Ja, ja, so. ich möchte, dass du zu Ende sprichst. Sorry. Danke. Auf jeden Fall, Gott ist im Himmel, okay? Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Also ist er auf jeden Fall über der Erde. Aber es ist ja keine Erbsenzählerei. Worauf ich hinaus will ist, wir sind getrennt von diesem lebendigen Gott. Jetzt hat er durch Propheten zu uns gesprochen und hat er sich erkennbar gemacht, okay? So, jetzt liebt er dich so sehr, weiß aber, aus seiner Natur heraus kannst du nicht mit ihm sein. Warum? Du bist voller Sünde, Aida. Gott ist gerecht und heilig, er kann nicht mit Sünde sein. Seine Natur lässt es nicht zu. Du kannst einem Elefanten auch kein Fleisch geben, er wird elendig verhungern. Verstehst du? Er kann nicht mit Sünde sein. Selbst wenn Gott wollen würde, er kann nicht. Aus seiner Heiligkeit heraus. Gott kann auch nicht ungerecht sein. Gott kann auch nicht lügen. Somit ist es leider so erstmal bestehen, dass wir getrennt von Gott sind. Jetzt liebt aber auch Gott, denn die Bibel redet von Gott ist Liebe. Bedeutet, dieses Attribut, diese Natur Gottes kann er auch nicht wegschmeißen oder hinter sich legen. Da Gott Liebe ist, hat er einen Plan für dich getan. Und zwar, er sagt, ey, meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit ist eigentlich der Grund, warum du nicht mit mir sein kannst. Weil du hast gesündigt und du bist nicht heilig. Jetzt bin ich aber auch Liebe und diese Liebe aber ist so unendlich stark, dass ich etwas tue für dich, was du eigentlich gar nicht verdient hast. Und zwar, diese Schuld, die du trägst, die wasche ich ab, die zahle ich für dich, weil du nicht zahlen kannst. Und somit ist er in die Welt gekommen, Gott selbst in die Welt gekommen, in die Person Jesu Christi, hat ein sündloses Leben geführt, hat uns gezeigt, was sündloses Leben überhaupt bedeutet, was es bedeutet, überhaupt Gott wirklich nachzuleben oder halt nachzufolgen bedeutet. Und in dieser Herrlichkeit, die der Herr Jesus getan hat, hat er, weil er dieses heilige Leben gelebt hat, am Ende des Tages sogar gesagt, Aida, du bist getrennt von Gott, du bist getrennt von mir. Ich zahle deine Rechnung am Kreuz und stehe auf am dritten Tag. Und wenn du das bekennst in deinem Herzen und glaubst und bekennst mit deiner Zunge, so wirst du errettet sein und wieder diese Verbindung mit Gott haben. Und das alleine aus Gnade und Liebe heraus und nicht aus dir heraus und ich muss fasten und ich muss dies und ich muss das tun. Das ist die frohe Botschaft. Gott ist zu dir gekommen, hat deine Rechnung gezahlt, die du nicht zahlen kannst, um wieder ewiges Leben mit dir zu haben. Amen. Was? Also hätte er es nicht anders machen können oder wie jetzt? Nee, hätte er nicht. Guck mal, Alter, er hat dir das Botschaft gegeben. Ne? Ob du das annimmst oder nicht, ist dir überlassen, ja? Ja. Die Natur Gottes lässt es nicht zu. Wie gesagt, der Elefant kann auch kein Fleisch essen, selbst wenn er wollen würde. Gott kann nicht, selbst wenn er will, mit der ungerechten Seele, mit dir, beziehungsweise mit der Sünde in dir leben. Geht nicht. Deswegen muss er diesen Plan machen, dass er ein sündloses Blut opfert. Und nur sündlos war der Herr Jesus Christus. Und somit hast du die frohe Botschaft bekommen. Gott ist für dich ans Kreuz gegangen, hat für dich gezahlt. Ob du es annimmst oder nicht, ich bitte dich einfach nur, frag ihn selber, glaub nicht mir, glaub nicht Mensa. Geh in die Bibel, lies die Bibel und schau, was der Herr Jesus Christus für dich getan hat. Und damit sage ich auch Shalom. Ja, okay, dankeschön. Danke dem Herrn, alles gut. Danke, dass du da warst. Jesus liebt dich. Ja, Bruder, jetzt, das ist auch, glaube ich, mein Zeichen gewesen. Bruder, Gott segne dich, ja. Dich auch, Bruderherz, behüte dein Nacht später, weil diese Geistenangriffe, die werden natürlich sich auch später nochmal manifestieren, Bruder. Ich bete für dich auf jeden Fall, für deine Arbeit, für deinen Dienst. Mach weiterhin so. Wenn was ist, Bruder, du weißt, wo du mich findest. Der Herr segne dich, behüte dich und möge dein Engel sich auf dich fallen lassen und diesen Stream auch segnen, dass die Menschen hier unten auch, ihr Christen, ja, den Bruder pusht, ja, mit sowas hier. Und mit dem Gebeten natürlich auch. Und ja, unterstützen, Bruder. Ich weiß ihn sehr zu schätzen. Er hat eine gesunde Lehre. Und das haben wenige leider hier. Somit unterstützt die Richtigen, okay?
unterstützt die Richtigen und Bruder Mensa. Schau mal, Gottes Segen, Bruder. Kann ich da zurückgeben. Gott segne dich, Bruder. Dich auch, Bruder. So, ja, Bruder. Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung, Mann. So, Ugbe, ich hoffe, dass es jetzt geht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es mache, dass ich dich annehme. Also, hörst du mich jetzt, Ugbe? Hallo? Ja, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Schön, ich habe vorhin dich angenommen, aber irgendwie warst du weg, keine Ahnung. Ich glaube, mein Internet war weg, glaube ich. Ja, erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Möchtest du wissen, wer Jesus Christus ist? Nein, Bruder, das weiß ich schon, alles gut. Okay. Ach, ich habe nur ein paar Fragen allgemein. Und erzähl zwar eine Sache verstehe ich nicht, kommt nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Und zwar, ich verstehe nicht, wie die Christen an ein Buch glauben können, an ein Buch von, das soll ja angeblich Gottes Worte sein, aber ich verstehe dann nicht, wie Gottes Worte fehlerhaft sein können. Okay, warte, bevor wir weitergehen, was bist du, Moslem oder was bist du? Moslem, ja, Alhamdulillah. Okay, erzähl mal weiter. Dann, ich habe mehrere Verse, ne, aber ich hätte einen, zum Beispiel jetzt so zwei Verse, einen Widerspruch. Ich würde nur gerne deine Meinung dazu wissen. Okay, also bevor wir da hingehen. Also du glaubst nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist, ja? Nee. Okay, wieso steht es an dem Koran, dass die Bibel Gottes Wort ist? Ist, Bruder, ist, aber ich verstehe nicht, wie die Christen an das glauben können. Die Bibel wurde ja verfälscht, Bruder, jetzt. Okay, also du hast gerade gesagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort und jetzt hast du deine Meinung geändert, ja? Bruder, jetzt, heutzutage ist die Bibel nicht mehr Gottes Wort, nein. Okay, ist die Bibel Gottes Wort oder nicht? Wie bitte? Ist die Bibel Gottes Wort oder ist es nicht Gottes Wort? Heutzutage, Bruder, nicht mehr. Damals war es ja noch. Aber heutzutage ist die Bibel verfälscht. Was meinst du mit damals? Wann ungefähr? Ach, Bruder, ich kann dir keine genaue Zeit nehmen, aber damals. Okay, alles gut, okay. Nenn mir mal den Widerspruch. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn nicht, dann habe ich Pech. Ja, Tan. Ich glaube, du kennst ihn auch bestimmt. 2. Kings 8,26. Was steht da? Also ich habe jetzt nur auf Englisch. Isaiah was 22 years old when he became king. Okay, das ja, steht das da. Kann ich. Das kenne ich schon. Ne? Ja, und dann bei dem anderen steht der Satz. Ja, genau. Genau, also es gibt zwei mögliche Erklärungen. Also entweder, also ich persönlich glaube, dass das mit 42 ein Fehler ist. Das heißt. Warte kurz. Ein Fehler in der Bibel also. Richtig, Kopierfehler. Kopierfehler. Ach so. Hör mal richtig zu. Das von Könige, also da, wo er 22 ist, das ist in allen Manuskripten so, dass er 22 ist, okay? Aber das von Chronik ist es so, dass in manchen Manuskripten steht 22 und in manchen Manuskripten steht 42. Deswegen kann es passen. Es kann sein, dass es beim Kopieren das passiert ist. Das gibt es auch im Koran. Deswegen, das wissen wir, das ist kein Problem. Okay. Was gibt es im Koran? Fehler im Koran? Ja, Textvarianten. Man nennt es Textvarianten. Gibt es auch im Koran. Ach, hier trotzdem gibt es keine Fehler im Koran. Das nennt man Textvarianten, weil die haben damals. Nein, Bruder, ach ja, es gibt trotzdem, Bruder, du kannst jetzt einen Koran nehmen, jedes Wort, jeder Buchstabe, kannst jeden Wort und jedes Buchstabe vergleichen mit dem damaligen Koran vor 1400 Jahren. Ach ja, alles wird gleich sein. Hörst du mir zu? Tamam, reden. Okay, also erstens, hast du dich schon mal mit den Koranmanuskripten beschäftigt? Ja, hab ich. Okay, nenn mir mal ein Koranmanuskript. Was meinst du? Nenn mir mal ein Koranmanuskript, ein einziges Koranmanuskript. Was du meinst, sag mal nochmal. Du hast gerade gesagt, du hast dich mit dem Koranmanuskripten beschäftigt. Nenn mir mal einen einzigen Koranmanuskript. Wie Manuskript, Bruder? Nenn mir einen einzigen Koranmanuskript, weil du meintest, du hast dich schon mal damit beschäftigt. Nenn mir einen einzigen Koranmanuskript. Nein, hab ich nicht. Ich zeig gar nicht, was es ist. Okay, danke, das heißt dass du anders da bei uns, aber. Okay, danke, dass du da warst. So. Hallo? So? Erzähl mal, was liegt dir auf dem Herzen? Also ich habe nur eine Frage. Und zwar, hast du schon mal was, also das habe ich auf TikTok gesehen, und zwar diese Zwei-Quellen-Theorie zu den Evangelien. Ja, du meinst diese Q-Quelle? ja, genau, also ich habe mir das... Okay, jetzt bist du Kaffee trinken. Ach so, sind wir da drin? Ja. Also ich habe gehört, dass, also das war irgendwie so, dass Matthäus, also ich weiß nicht genau, wie das war, aber ich wollte halt fragen, was, also ich habe halt irgendwie gehört, dass Markus, also es gibt ja diese vier Evangelien, richtig?
Okay, guck mal, ich erkläre dir das und danach kannst du deine Frage stellen, ja? Okay. Okay, ich glaube, das, was du meinst, das nennt sich Q-Quelle. Was meine ich damit? Guck mal, es gibt vier Evangelien, wie du gesagt hast. Und drei davon werden als synoptische Evangelien bezeichnet. Das sind Markus, Matthäus und Lukas. Die werden als synoptische Evangelien bezeichnet. Warum? Weil sie Ähnlichkeiten haben. Okay, die erzählen oftmals die gleiche Geschichte. Ja. Ja. So. Jetzt wird vermutet, dass die Ähnlichkeiten kommen von einer bestimmten Quelle. Das nennt sich Q-Quelle. Ja. Genau, also das heißt, diese drei Evangelien, die haben irgendeine eine Quelle, die sie alle gemeinsam haben. Und sie haben auch ihre eigenen Geschichten, die die anderen Evangelien nicht erzählen. Das ist alles. Was ist deine Frage dazu? Kannst du deinen letzten Satz nochmal wiederholen? Das habe ich nicht verstanden. Also zum Beispiel Markus, Lukas und Matthäus, die haben viele Ähnlichkeiten. Die erzählen oftmals die gleiche Geschichte, okay? Ja. Und es wird vermutet, dass sie alle von der gleichen Quelle haben, wo wir angeblich nicht mehr wissen, wo diese Quelle ist. Das nennt sich aber Q-Quelle. So, aber diese drei Evangelien, also diese drei synoptischen Evangelien, die haben aber auch ihre eigenen Geschichten, die die anderen Evangelien jeweils nicht haben. Mhm. Das war's. Ach so. Okay, ja, weil ich hatte das nämlich so verstanden, dass Matthäus die Worte von Jesus irgendwie wiedergegeben hat, also so an Lukas und Markus, und deswegen, ich war ein bisschen verwirrt, weißt du? Nee, das Ding ist, also die Wissenschaftler sagen, dass Markus wurde zuerst geschrieben, ne? Ja. Es gibt auch Theorien, dass Matthäus vielleicht schon vorher geschrieben wurde, aber es ist ein anderes Thema. Also die vermuten, ja. Markus wurde früher geschrieben und dann hat Matthäus von Markus was genommen, dann hat Lukas auch was von Markus genommen und dann haben die selber nochmal ihre eigenen Geschichten und so weiter und so fort. Aber das sind alles Theorien. Abgesehen davon spielt es gar keine Rolle. Also das heißt noch lange nicht, dass die, das bestätigt nur, dass die Geschichte, die sie erzählen, authentisch sind, mehr nicht. Ach so, okay. Super, danke schön. Das war meine Frage. Gerne. Bist du Christin oder was bist du? Nein, ich bin Muslimin, aber ja, das war nur meine Frage dazu. Du sollst wissen, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du durch ihn ewiges Leben haben kannst, okay? Weißt du, was ich nicht ganz verstehe, warum du mit Muslimen diskutierst? Weil ich meine so, ihr glaubt an eure Bibel und wir glauben an unseren Koran, und deswegen verstehe ich nicht ganz, was der Sinn dahinter ist. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich, aber der Sinn ist, dass ich möchte, dass Muslime ewiges Leben haben. Ich möchte, dass sie gerettet werden, weil ich sie lieb habe. Weißt du, ich kenne viele Muslime, die umgekehrt sind zu Jesus Christus. Und ich will, dass so viele andere nochmal nachziehen, damit sie ewiges Leben haben. Weil ohne Jesus ist man leider verloren, weißt du. Und ich will nicht, dass Muslime in die Hölle gehen. Ja, aber guck mal, das ist ja so, ja, ich weiß nicht. Alles gut. Ich glaube weiter an meinen Koran. Also, okay, guck mal, ist wirklich nicht böse gemeint, aber das ist die Wahrheit, weißt du? Ja, das sehe ich nicht so, aber alles ja, gut. Alles gut. Okay. Gut, ja, tschüss. Tschüss. So. Hallo? Erstmal Assalamu alaikum an meinen islamischen Bruder. Schönen guten Tag dir. Frieden sei mit dir. Wieso hast du mir nicht Salam Aleikum gewünscht? Hab ich doch gerade ihm gesagt, ich habe gerade Frieden sei mit dir. Nee, du hast gesagt, erstmal Salam Aleikum an deinen muslimischen Brüder. Und dann hast du gesagt, Frieden sei mit dir. Okay, alles klar, nehme ich an. Salam Aleikum heißt, Frieden sei mit dir. Alles klar, okay. Okay. Was ist deine Frage? Meine Frage ist, ist Jesus Gott? Was steht da gerade? Ich frag dich, ist Jesus Gott? Aber guck mal, frag dich doch mal, wieso steht es da, wenn ich nicht dran glauben würde? Ach, ich frag dich. Du kannst mir doch einfach ja oder nein sein. Nee, ist aber wieso fragst du mich, wenn es da steht? Da steht doch, Jesus ist Gott, oder? Kannst du mir sagen, wo in der Bibel steht, dass Jesus Gott ist? Das steht auch da. Warte mal ganz kurz. Du hast dich beschäftigt mit der Bibel, ne? Ja, habe ich. Wie viele Manuskripten hat die Bibel? Meinst du das Neue Testament oder die gesamte Bibel? Die gesamte Bibel. Die gesamte Bibel weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das Neue Testament um die 6000 Manuskripte hat. Okay. Johannes Vers 14 in der Bibel
steht, dass Jesus sich auf den Boden, mit der Stirn auf dem Boden war und sich gebeugt hat vor seinem Gott. Johannes Vers 14, ja? Ja, genau. Johannes Vers 14. Johannes Vers 14, genau. Bist du dir sicher? Ist 100%, guck mal nach. Sag mal bitte nochmal, meinst du Johannes Vers 14 sicher oder Johannes Kapitel 14? Johannes Gabriel 14, so genau. Johannes Gabriel 14. Ja, oder so, irgendwas mit Johannes auf jeden Fall. Ja, aber was denn nun? Johannes Vers 14 oder Johannes Gabriel 14? Irgendwas mit Johannes. Irgendwas mit Johannes, okay. Okay, erzähl mal, was steht da? Auf jeden Fall, da steht, dass zusammengefasst, dass Jesus, ne, sich vor seinem Gott hergekniet hat. Okay. Aber ist Jesus Sohn Gottes? Ja, oder? Ja, ja ist er. Mhm. Warum kniet sich dann Jesus vor sich selber hin, wenn da ja steht, Jesus ist Gott? Ja, gute Frage, ja. Da steht ja bei dir, Jesus ist Gott. Du meinst Johannes Gabriel 14, oder? Ja, genau so. Okay, ja, ich werde mal nachgucken, okay? Da steht, dass Jesus sich hingekniet hat vor seinem Gott, aber Jesus ist doch Gott. Also kniet er sich ja selber vor ihn hin. Stimmt, stimmt. Ja, ich gucke, ich werde später nochmal lesen bei Johannes Gabriel 14. Ja. Kein Ding, mach. Ich weiß nicht, wie der Vers jetzt heißt. Nee, nee, du hast, ich guck mal. Aber irgendwas mit Johannes sollte da stimmen. Okay, tamam. Hast du sonst noch eine andere Frage? Ja, kannst du mir mal sagen, warum ich zum Christentum wechseln oder konvertieren sollte? Weil du nur durch Jesus Christus ewiges Leben hast. Alles andere führt dich in die Hölle. Direkt mit VIP und Tischreservierung und mit Flasche. Und gibt es dafür Beweise, so dass ich nur mit dem Christentum in das Jenseits eintreten kann? Ja, Jesus ist gestorben und er ist von den Toten auferstanden. Und deswegen glaube ich ihn eher als jemand, der nicht lesen konnte. Okay, in der Bibel steht, dass Jesus, als er gekreuzigt wurde, Gott, warum hast du mich verlassen? Stimmt, ja. Warum hat er das dann gesagt? Er hat einen Psalm zitiert, Psalm 22, das ist aus dem Alten Testament. Im Koran steht ja bei uns, dass jedes Buch, was über Gott ist, ein Buch von uns ist. Mhm. Wir respektieren jeden Buch. Aber dieses Buch, dieses Neue Testament, ist doch jetzt gerade verfälscht, oder? Oder glaubst du an dieses Neues oder an das Alte Testament? Ich glaube an beides. Aber das, glaubst du an Gottes Wort, wie du ja sagst, oder an das Neue Testament, was von Menschen erschaffen wurde? Ich glaube an beides. Glaubst du jetzt gerade, du hast ja beides gesagt, also glaubst du an einen Menschen und an Gott? Wieso? Weil das Neue Testament wurde 100% von einem Menschen gemacht. Ja? 100%. Wer hat den Koran geschrieben? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. War er ein Mensch? Ist geschrieben, es wurde ihm überliefert. War Mohammed ein Mensch? Mohammed war ein Mensch, genau. Okay, das heißt, du glaubst auch an ein Buch, was von einem Mensch geschrieben wurde? Es wurde von Gott überliefert. Habe ich gerade gesagt. Aber wer hat es geschrieben? Geschrieben hat es keiner. Keiner hat es geschrieben. Überliefert. Ach so, das ist von oben runtergefallen oder wie? Nee, ich erkläre dir mal, wie es passiert ist. Den Vorlauf. Engel Gabriel ist in die Höhle von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Frieden sei mit ihm, gekommen und hat gesagt, lies. Der Prophet sagte, ich kann nicht lesen. Und dann sagte der Prophet, Gabriel, wieder lies. Dann konnte der Prophet lesen. Okay. Und er hat das mitgeteilt, was Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm gesagt hat. Okay. Also ist der Autor nicht der Prophet, sondern Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, aber die Frage ist, wer hat es geschrieben? Geschrieben? Es kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es ist egal, wer es geschrieben hat, aber du hast gerade gesagt, an das Alte Testament. Du sagst ja, das Alte Testament kam von Gott. Also glaubst du daran. Aber das Neue Testament kam noch von einem Menschen. Weil da steht, du sollst LGBTQ akzeptieren. Kannst du ja gucken bei der Bibel. Okay, guck mal. Augen. Guck mal.
Zeig mir mal bitte, wo es da steht. Wenn du mir zeigst, wo es in der Bibel steht, dass man LGBTQ... Ach, ich muss nicht deine eigene Religion erklären. Du musst dich ja selber mit deiner Religion befassen. Guck mal, Augen. Ich mach dir ganz einfach. Wenn du mir die Stelle zeigst, werde ich jetzt ein Moslem, okay? Zeig mir mal bitte die Stelle. Du bist jetzt ein Muslim, wenn ich dir jetzt die Stelle zeige. Ja. Okay. Ich werde jetzt Shahada nehmen. Zeig mal, ich warte. Okay, jetzt warte mal ganz kurz. Mhm. Erzähl schon was. Ich habe noch eine Frage. Ist Jesus allwissend? Nein, bitte gib mir die Stelle einfach. Such mal schnell. Ja, warte, ich suche ja, aber dabei stelle ich dir Fragen. Nein, ich will nicht abgelenkt werden. Ich will schnell den Shahada nehmen. Deswegen such mal bitte schnell die Stelle. Ja, Leute, wer will auch mit mir den Shahada nehmen heute? So schnell die Stelle für uns, dass in der Bibel steht, wir sollen auch LGBTQ annehmen. Was steht in 1 Timotheus 24? Gott, unser Heiland, will, dass allen Menschen geholfen wird und sie nur zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da steht, Gott wird, dass alle gerettet werden. Das heißt, dass LGBTQ sind ja Menschen, oder? Mhm. Oder sind das Tiere? Das sind Menschen. Das sind Menschen, genau. Also musst du die LGBTQ akzeptieren und denen helfen, weil es Menschen sind. Okay, das steht 1 Timotheus 24. Kannst du auch nachgucken. Okay, ich guck später nach, ja. Kannst du, ich zeig's dir. Warte, komm mal her, ich zeig's dir. Soll ich dich groß machen? Alles gut. Okay. Das heißt, da steht, wir sollen LGBTQ annehmen, ja? Nein, du sollst alle Menschen akzeptieren und helfen. Achso, aber du hast vorhin gesagt, da steht LGBTQ, wir sollen das auch annehmen. Was ist denn LGBTQ? Sind das Menschen? Ja. Oh, stimmt, okay, das war ein Knockout, okay, du hast recht. Okay, das heißt, wir sollen jetzt alle auch LGBTQ werden, ja? In der Bibel, so wie das die Bibel sagt, da steht, du musst die Menschen, alle Menschen helfen. Alle Menschen, egal ob Satanist, egal ob so oder so oder so. Mhm. Es steht in 1 Timotheus 24, dass du alle Menschen helfen sollst und sie, du sollst den Menschen retten. Okay, und das bedeutet, wir sollen LGBTQ akzeptieren. Warte, und jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt's. Du kannst, dass Menschen sind, LGBTQ sind Menschen, oder? Ja, das stimmt. Mhm. Sind ja Menschen. Mhm. Und okay, darf ich eine Frage stellen? Ja. Yeah. Will Allah, dass ihr alle Menschen hilft? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala steht im Koran, dass wir sind Menschen, die jeden Menschen akzeptieren sollen, aber, wenn sie Allah subhanahu wa ta'ala nicht akzeptieren, brauchen wir sie nicht akzeptieren. Okay. Das heißt, wenn LGBTQ Allah akzeptiert, dann akzeptiert ihr die auch, oder was? Wir können sie dann helfen. Wir können ihnen dann helfen. Wir können ihnen dann sagen, ey, du akzeptierst Allah subhanahu wa ta'ala, also rechtleite dich auch an Allah subhanahu wa ta'ala und glaub an den Koran. Im Koran steht, so wie Gott dich erschaffen hat, kehrst du auch wieder zurück. Also du kannst nicht sagen, ey, ich will mit einem Mann jetzt dies und das machen und so wirst du dann wieder zurückkehren. Hat dich so Gott erschaffen? Okay, du hast recht. Guck mal, du bekommst heute 3 Knockout-Punkte, ja? Erklär mal. Na, alle anderen, die heute hier waren, die haben nur einen Knockout-Punkt bekommen. Aber deine Argumente waren sehr, sehr stark. Deswegen bekommst du 3 Knockout-Punkte. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Erzähl mal. Ist Gott allwissend? Gott ist allwissend, ja. Gott lügt nie? Gott lügt nie, nee. Okay. Warte mal ganz kurz. Markus 13, 32, wa? Oh. Was steht in Markus 13? Markus 13, 32, ja, da steht... Okay, jetzt hast du 4 Knockout-Punkte bekommen. Was steht da drin? Da steht, von dem Tag aber weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern nur der Vater.
Aber ich dachte, Jesus ist Gott. Stimmt, stimmt, du hast recht. Du bekommst einen Punkt. Aber ich dachte, Gott ist auch allwissend. Ja, du hast recht. Du hast mir gerade Knockout gegeben. Du bekommst heute 5 Punkte. Warte, warte mal ganz kurz. Noch ein habe ich. Warte mal ganz kurz. Digga, wie Knockout willst du mir noch geben, ja? Ja, komm, du kannst noch 6 nehmen jetzt. Erzähl mal. Okay, ich lass mal andere Leute erstmal rein, solange du suchst, ja? Oh, oder bist du fertig? Brauchst du lange oder was? Ganz kurz, dauert nicht mehr. Okay. Okay, dann ich warte. Also Leute, egal, warte mal, ich lasse ihn erstmal. Machen wir mal. Hallo? Hallo Josh. Erzähl mal. Moin. Morgen, morgen. Ich bin Christ. Ah, Christen dürfen nicht hochkommen heute. Oh, das wusste ich nicht, sorry. Nee, heute ist nur Mensa gegen Muslime, Knockout-Runde. Ah, okay, aber kurze Frage an dich. Mhm. Und zwar, ich müsste mich gegen beide eine Debatte behaupten, und zwar gegen Elvedin. Gegen Elvedin, diese Witzfigur? Was? Gegen diesen Witzfigur, ja? Ja. Das wird man einfach schlau sehen. Warte mal ganz kurz Augen. Josh, was ist dein Thema? Frauen in der Bibel und Frauen im Koran. Ah, okay. Mhm. Okay, und was ist deine Frage? Also, wie kann ich dir helfen? Hast du irgendwelche guten Verse für mich, die explizit auf die Frauen im Koran eingehen? Oder Koranverse? Hä? Boah, Bruder, schreib mir privat, ja, ich such dir was aus. Schreib mir privat am besten. Achso, warte mal. Privat? Wie soll ich privat schreiben? Auf Insta, WhatsApp? Sorry, nicht hier, TikTok. Einfach private Nachricht. Ey, Josh Müller, Digga, du bist es. Ja, okay. Dann danke ich dir. Gerne. So, Augen, erzähl mal. Was ist deine 5. Knockout oder 6. Knockout? Erzähl mal. Ja, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Okay. Dauert noch ganz kurz 20 Sekunden, warte mal. Oh, Dicker, ja. So, Leute, wir machen jetzt noch 15 Minuten. Ich bin richtig kaputt, ey. Ich habe heute nur Knockout bekommen die ganze Zeit. Wir warten jetzt noch 10 Sekunden auf Olga, dann machen wir die letzten. Johannes Vers 1,29. Johannes Vers 1,29, okay, erzähl mal. Genau. Mhm. Da steht, das kann ich dir sagen. Mhm. Johannes Vers 1,29. Da steht Johannes, Vers, Dings, vergessen gerade, sorry. Vers 1,29 hast du gesagt. Ja. Steht, dass keiner Gott gesehen hat, oder? Mhm, stimmt, ja. Mhm. Da steht, dass keiner den Gott gesehen hat. Mhm. Und jetzt habe ich was. Mhm. Jesus ist doch Gott, oder? Mhm. Hast du mir davor gesagt? Ja. Also Gott muss nichts lernen oder irgendwas haben, weil er weiß schon alles. Oh, Augen, bist du fertig mit Johannes 1, Johannes Vers 1,29? Bruder, es ist die Wahrheit. Und du hast gerade gesagt, ich werd die Schahade aussprechen, wenn ich die Beweise liefere. Und jetzt will ich, dass du die Schahade auflieferst vor 276 Leuten. Mhm. Weil du hast gesagt, ey, wenn du mir Beweise bringst, und das jetzt sagst, dass du jeden Menschen in der Bibel akzeptieren musst, egal ob LGBTQ, egal ob Satanist oder etc. Mhm. Du musst jetzt die Shahada sagen. Und deine Leute brauchen die jetzt nicht, hahaha, dies und das. Weil diese Leute haben nicht mal die Bibel gelesen. Und okay, danke, dass du da warst. So, den Nächste. So.
Hallo? Shalom. Shalom, was geht? Also ich wollte auch einen Punkt haben. Ich wollte auch einen Punkt haben. Du willst auch einen Punkt haben, erzähl mal. Ja. Ja, also ich wollte wissen, ob du weißt, was Gottes Furcht ist. Ob ich weiß, was Gottes Furcht ist? Ja, ich glaube, du weißt nicht, was Gottes Furcht ist. Okay, ja, erzähl mal, was ist das? Weißt du nicht? Erzähl mal, was ist das? Ja, ich will ja wissen, ob ich einen Punkt habe. Dann sagst du nachher, ich habe das auch gewusst. Und dann kriege ich gar keinen Punkt. Junge. Ja, Gottesfurcht ist der Anfang von Erkenntnis. Wow. Junge, ich krieg meinen Punkt nicht, oder was? Ey? Ja, ich glaube, dass man sich bewusst wird, ne? Dass man anfängt, sich Gott bewusst zu werden. Ne? Das ist die Erkenntnis, die man dann bekommt, dass da Gott wirklich ist und dass da eine Beziehung ist zu Gott und dass Gott allgegenwärtig ist und dass man sich vor Gott nichts verbergen kann. Richtig. Also es ist wirklich der Papa und du kannst ihm nichts vormachen. Sei dir dem bewusst, dass du dir dem bewusst bist. Das ist Gottes Wort. Ich glaube, du meintest das Gleiche wie ich. Ich habe meinen Punkt nicht gekriegt. Ey. Nee, du bekommst halben Punkt. Hey, cool, halbe Punkte. Okay. Muss ich noch halbe Punkte kriegen? Nein. Die Punkte bekommen die anderen. Ach, Mensch, echt, ey. Gott segne dich, mein Bester. Okay, Gott segne dich, aber ich wollte noch kurz was sagen. Ich finde, dass du echt hier richtig was Gutes machst. Weil normalerweise, ich sage, Debatte geht gar nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Debatte geht überhaupt nicht. Das ist absolut Sünde. Aber ich finde, dass du machst gar nicht wirklich Debatte, sondern du verbreitest tatsächlich das Evangelium und debattierst nicht wirklich. Man muss die Menschen mit Liebe begegnen, weißt du, deswegen. Ich versuche einfach, ich versuche eine Brücke zu schaffen durch das Wort Gottes und in Liebe und in Geduld und alles, weißt du. Ja, man kann die Leute nicht vom Evangelium überzeugen, das ist nämlich das Problem. Wenn du sie überzeugst, dann hast du am Ende ihr Blut an den Händen. Ne? Richtig. Und wenn du ihnen das Evangelium zeigst und dann für sie betest, dann hast du vielleicht einen gerettet. Richtig, Amen. Danke für deine Worte, es ist sehr, sehr ermutigend und der Herr soll dich auch segnen. Und ich hoffe, dass du auch in Zukunft oder jetzt, was auch immer, dass du deine Berufung nachgehst, was der Herr für dich vorgesehen hat. Ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch. Amen. Gott segne dich, mein Bester. Gott segne dich. Hau rein, Digi. Hau rein. Bruder. So, wir haben jetzt noch 6 Gäste. Ich bin richtig kaputt, ja, wirklich. Ich habe so viele Knockout bekommen heute, Alter. Ich will endlich das Evangelium programmieren. Also, wenn diese Gäste durch sind, dann mache ich das Evangelium. Hallo? Ja, hallo. Wie geht's? Gut, dir? Och, was geht? Das liegt dir auf dem Herzen. Ich war vorhin drin und meine Verbindung ist abgebrochen. Also, du meinst... Kein Problem. Ich hatte gefragt, ich hatte deine Antwort auch nicht gehört, weil meine Verbindung abgebrochen wurde. Ich hatte gefragt, wie du zum Thema Palästina und Israel stehst. Ich hatte geantwortet. Ich meinte, ich wünsche mir, dass beide Seiten Frieden haben. Dass sowohl Palästina als auch Israel Frieden hat. Dass keiner... von beiden Seiten stirbt, sondern dass beide Seiten Frieden haben. Und Frieden können sie nur durch Jesus Christus empfangen, weißt du? Was sagst du dazu? Ja, ich bin auf der Seite von Palästina. Okay, das heißt, du willst nicht, dass Israel Frieden hat? Also, wenn sie es akzeptieren würden schon, aber nach dem, was Israel getan hat, jedes Jahr aufs Neue im Ramadan die Moscheen von Palästina gestürmt hat, jedes Jahr aufs Neue, während sie gebetet haben, die unterdrückt hat über 100 Jahre, ja. Okay, guck mal, das ist ein sensibles Thema, das ist auch ein anderes Thema. So, deswegen, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber Fakt ist, also mein Wunsch ist, dass beide Seiten Frieden haben. Ne, und Frieden können sie nur empfangen durch Jesus Christus. Im Jesaja Kapitel 9, Vers 5 heißt es, uns ist ein Kind gegeben und man nennt ihn starker Gott und Friedefürst. Jesus ist allein derjenige, der Frieden geben kann. Ja, und solange Palästina, die Menschen in Palästina, oder die Menschen in Israel Jesus nicht erkannt haben, würde es keinen Frieden geben. Glaubst du das oder bist du überzeugt davon? Das ist die Wahrheit. Vorhin war auch ein Mädchen drin und das wollte ich auch sagen. Du meintest ja, bei euch ist, ihr wollt so viele Menschen wie möglich auf die Seite des Christentums und so stellen. Mhm. Und das ist halt, also beim Islam ist halt genauso. Wir müssen Dauer machen. Ich weiß, weißt du, was Dauer ist?
ja, predigen, ja, evangelisieren und sowas, ja, ich weiß. Wir müssen halt den Islam auch ausbreiten, und wenn ihr halt mit der Einstellung, ihr habt ja die Einstellung, so viele Menschen, und genau diese Einstellung haben wir auch, weißt du? Genau, aber der Unterschied ist, guck mal, die Bibel sagt, dass das Reich Gottes ist nicht nur Reden, sondern das Reich Gottes wirkt in Kraft. Weißt du, am Ende der Zeit werden wir sehen, wer gewinnt, ne? Aber Jesus hat schon gewonnen. Im Psalm Kapitel 2 und Kapitel 50 und auch Psalm 110, da steht klipp und klar, dass Jesus regiert auf seinen Thron und Gott wird alle seine Feinde unter die Schemel seiner Füße packen. Und das wird geschehen, und das sehen wir Jahr zu Jahr. Jesus ist König, und alles, was passiert, er hat die Kontrolle. Und er wird sein Reich hier auf diese Erde bringen, und er wird Frieden bringen. Er alleine. Wo sehen wir das denn Jahr zu Jahr? Was sagst du, wo wir Jahr zu Jahr sehen, dass wir Frieden haben? Ja, genau. Nee, noch sehen wir keinen Frieden, aber das, was sie sehen, ist, dass viele Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Also bei dem Koran sieht man zum Beispiel die Anzeichen des jüngsten Gerichts, die immer näher kommen, es gibt ja große Anzeichen, und die sieht man halt echt. Zum Beispiel, was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass viele Naturkatastrophen passieren werden in muslimischen Ländern, in islamischen Ländern. Zum Beispiel Erdbeben, Marokko, Libyen, Afghanistan, Türkei. Oder, ja, das steht auch in der Bibel, also das ist nichts Neues. Und dann gibt es noch aber viele andere Anzeichen, dass zum Beispiel hohe Gebäude gebaut werden, die der Kaaba, also über die Kaaba geht. Oder dass Krieg B65. Ja. Vor 20 Jahren, ne, wir waren in der Schule, okay, und unser Lehrer hat uns gesagt, wir sollen Sachen erfinden. Und vor 20 Jahren habe ich damals in der Grundschule gesagt, irgendwann wird es fliegende Autos geben. Und irgendwann wird es Handy geben, wo man Videoanruf machen kann. 20 Jahre später ist es passiert. Bin ich jetzt ein Prophet von Gott deswegen? Nein, also nur weil jemand sagt, irgendwann wird es hohe Gebäude geben, heißt doch nicht, dass es von Gott kommt, oder? Nein, das ist ja das Ding. Es ist ja nicht nur das. Im Koran steht ganz präzise zum Beispiel, aus wie viel Prozent die Erde Wasser besteht und aus wie viel Prozent Erde. Dann steht noch im Koran ganz genau, also es steht wirklich ganz genau. Guck mal, mein Bester. Diese mit Zahlen im Koran, Zahlenwunder, das funktioniert nur, wenn du das auf eine bestimmte Sprache machst. Sobald du die Sprache änderst, funktioniert das nicht mehr. Deswegen, ihr müsst da sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist ja das Ding, der Koran ist auf Arabisch vollständig. Auf anderen Sprachen kann man den, gibt es falsche Interpretationen, und deswegen sollte man ihn am besten auf Arabisch lesen. Okay, alles klar. Wenn man Arabisch kann. Okay, auf jeden Fall danke, dass du da warst. Ja, und denk an meine Worte. Ja, Jesus Christus, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, okay? Ja. Gott segne dich. So, wir machen jetzt schnell Durchlauf und dann. Hallo? Hallo, Mensch. Hallo. Hallo, hörst du mich? Ich höre dich, ja, Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder. Ich habe eine Frage. Glaubst du an einmal gerettet, immer gerettet? Boah, ja, aber das ist nicht so einfach, wie das dargestellt wird. Also ich glaube nicht, dass wenn du einmal irgendwie einmal gerettet bist und dass du da machen kannst, was du willst, so wie die meisten verstehen, nee. Sondern ich glaube, dass ja, wenn du gerettet bist, bist du gerettet, aber es findet eine Veränderung in deinem Leben statt, ja. Ja, aber was passiert, wenn man sündigt zum Beispiel? Dann dafür wird man ja geurteilt eines Tages. Also die Bibel sagt, dass wir Menschen, die glauben, ne, wir werden nicht gerichtet zum Zorn, sondern das werden nur die Ungläubigen. Wenn Christen gerichtet werden, dann geht es um die Belohnung, die wir von Jesus bekommen. Manche werden mehr bekommen, manche werden weniger bekommen. Aber es ist nicht ein Gericht, wo es entschieden wird, ob du in die Hölle gehst oder nicht, bei Gläubigen. Ja, das stimmt, Ja, aber ich wollte nur das fragen, deswegen, ob du daran glaubst, an einmal gerettet, immer gerettet, weil ich glaube ungefähr so wie du jetzt, aber es gibt halt auch die Todsünden, die sehr schlimm sind. Ja, und jemand, der eine Todsünde begangen hat, hat von vornherein nie gerettet. Weißt du? Ja. Sondern, weil die Todsünde ist ja, dass du gar nicht Jesus erkennst. Das ist ja die Todsünde. Aber jemand, der Jesus Christus erkannt hat, wenn du zum Beispiel Johannes Kapitel 10 liest, da sagt Jesus, keiner kann meine Schafe aus meinen Händen reißen. Die Frage ist, hat er gelogen oder hat er die Wahrheit gesagt? Ja, die Wahrheit natürlich gesagt. Verstehst du deswegen? Ja. Ich danke dir dafür, mein Sage. Gerne, Gott segne dich. Gott segne. Gott segne. So. Hallo, hallo? Servus. Servus, komm, lass mal schnell machen. Was ist?
du sagst, dann lass mal schnell reden. Was liegt dir auf dem Herzen, mein Bester? Bro, ey, ich höre dich irgendwie gar nicht. Was? Hörst du mich jetzt? Ja, ja, jetzt passt. Okay. Was liegt dir auf dem Herzen? Was möchtest du wissen? Alles. Okay, dann bist du bei der falschen Person, dann will ich alles wissen. So. Hallo? Was geht, Bruder? Was geht, was geht? Was liegt dir auf dem Herzen? Ja, nix, Bruder. Ich wollte eigentlich dich nur loben. Ich feiere das, was du machst. Und ich wollte eigentlich nur Melina beleidigen. Die hat mich abgefuckt in den Kommentaren. Chill mal, hoher Bruder. Danke ja, für deine Worte. Sehr, sehr ermutigend. Aber bitte beleidige nicht. Ja. Wir sind alle Geschwister. Ich küsse deinen Herz, Bruder. Pass auf dich auf. Oh Gott, segne dich. Ciao, Bruder. So. Hallo, Aida. Zum vierten Mal hier heute. Zum vierten Mal? Oh, du willst Knockout verteilen, ja? Nein, guck mal, das ist nicht die Sache. Ich habe Fragen, die ich mir halt selbst nicht beantworten kann. Deshalb bin ich... Erzähl mal, vielleicht kann ich dir helfen. Okay, also vorhin, als ich meine letzte Frage gestellt habe, da hat... Ich weiß nicht, wie die Person heißt. Auf jeden Fall die Person, die mir die Frage beantwortet hat, meinte halt, dass Gott im Himmel ist, ne? Ja, das war Odossa, ja. Aha, und ich habe das halt kurz hinterfragt und ich wollte jetzt nochmal fragen. Also Gott hat ja alles erschaffen, so alles. Wie kann er jetzt im Himmel sein, wenn er davor, wenn nichts existiert hat? Wo war er da? Ja, ist eine gute Frage. Also Gott ist nicht abhängig von Zeit oder von Ort oder von was auch immer, weißt du? Aber das heißt aber nicht, dass Gott sich nicht manifestieren kann an einem bestimmten Ort. Selbst im Islam ist es so, dass Allah sich manifestiert. Es gibt ein Hadith, die besagt, dass Allah ins dritte Himmel herunterkommt und dann fragt, wer gerettet werden will. Ich könnte dir genau die gleiche Frage stellen und sagen, ich dachte, Allah ist so überall. Warum kommt er? Ganz kurz, bitte, lass mal bitte ausreden. Ja, okay. Ich könnte fragen, wenn Allah sowieso überall ist, warum kommt er dann ins dritte Himmel? Ich dachte, er ist überall. Verstehst du? Deswegen, man muss da vorsichtig sein. Ja, Allah ist sowieso allgegenwärtig, aber Gott kann sich trotzdem an einen bestimmten Ort manifestieren. Deswegen, und ich möchte dich jetzt nicht durchstellen oder so, deswegen will ich auch gar nicht irgendwie, ja. Ja, ich habe noch nie, also wirklich so, ich bin halt so selber in der Moschee und ich lerne dort. Und ich habe noch nie gehört, dass Gott einen Ort hat. Also ich habe noch nie gehört, dass er im dritten Himmel oder so ist. Oder irgendwie sowas in die Richtung. Okay. Wenn ich dir diesen Hadith zeige, wirst du dann heute Christ? Ich weiß nicht. okay, ich frage mal so. Ich muss erst mal sehen. Du musst erst mal sehen, okay. Guck mal, wegen dir stehe ich jetzt auf und ich gehe zu meinem Laptop. Und ich mache jetzt meinen Laptop an wegen dir, okay? Oh, okay. Okay, während ich suche, hast du eine andere Frage? Lass mich kurz überlegen, okay? Okay. Aber glaubst du, dass... oder was denkst du denn, wo Allah jetzt ist? Erzähl mal. Er hat keinen Ort. Er ist ja nicht Dings. Also, er hat ja nichts Physisches an sich. Okay, und das heißt... Er hat ja die Orte erschaffen. Also muss er nicht an einem Ort gewesen sein, um das zu tun. Verstehst du? Okay, das heißt, du glaubst auch nicht, dass er auf dem Thron sitzt und sowas, ja? Nein, nein. Okay, das heißt, Koran hat einen Fehler gemacht, ja? Ich sag das nicht, nein. Ich hab das halt noch nie gehört, dass er im dritten Himmel sitzt. Nee, also... Und ich würde auch nicht sagen, dass der Koran einen Fehler hat. Du würdest es nicht sagen? Nein. Wieso? Du hast doch gesagt, dass du... Ich hab das noch nie gehört. Ich muss erst mal gesehen haben, dass es im Koran steht. Okay, und dann, was dann? Dann habe ich Unglauben begangen, wenn ich jetzt, also wenn ich, nein, guck mal, ich sehe gerade zum Beispiel einen Kommentar, der sagt, dass Gott überall ist. Okay, guck mal, ich zeig dir einfach den Hadith, ja, genau, das hat jemand gerade reingepostet, Sahih Muslim 758, ich zeig dir diesen Hadith. Ja. Und dann hoffentlich glaubst du mir, okay? So. Warte, ist es eine deutsche Übersetzung? Nee, die Hadithe sind leider irgendwie alle auf Englisch, aber du kannst ja bestimmt Englisch, oder? Natürlich, ja. Okay. Kannst du das sehen? Aha. Okay, lies mal vor. Ab Allah. Vorlesen.
Oder guck mal, hier ist die Quelle an alle. Sahih Muslim. Sahih bedeutet, das ist eine sichere Quelle, okay? Sahih Muslim. Das ist ein Hadith. 758b. Okay, lies mal das hier. Allah descends, sag mal. Allah descends every night to the lowest heaven when one third of the... Okay, was bedeutet das? Was bedeutet Allah descends every night to the lowest heaven? Descends weiß ich nicht. Ich kann das nicht übersetzen, ich weiß nicht, was das ist. So. Descends bedeutet, er kommt hinunter. Also Allah kommt hinunter, also er steigt hinab, ne, jede Nacht ins unterste Himmel. Er steigt hinab, jede Nacht ins unterste Himmel. Ich dachte, er ist sowieso überall. Wieso steigt er hinab, wenn er sowieso überall ist? Siehst du, das ist eine gute Frage. Deswegen, ich will dich jetzt nicht beurteilen, deswegen denk einfach nach, weißt du? Also, ich meine, überlegen wir mal nicht. Du kannst später nochmal nachgucken einfach und dann dich einfach mehr damit beschäftigen. Verstehst du, was ich meine? Ja, okay. Ja, deswegen, also Gott, du hast recht, Gott ist überall, er ist allgegenwärtig, aber... Nein, das habe ich, da, nein, bitte nicht, sorry. Aber ich habe nicht gesagt, dass er überall ist. Ich habe gesagt, dass er nicht überall ist. Er ist okay. Also du glaubst nicht, dass Gott überall ist, ja? Okay, nein. Okay, ja, okay. Also ich glaube, dass Gott allgegenwärtig ist. Das heißt, er kann überall sein, zur gleichen Zeit. Okay, und ich glaube, dass er sich auch an einen bestimmten Ort manifestieren kann. Wenn du das nicht glaubst, dann ist es sehr, sehr schade. Ja, okay. Es tut mir leid. Alles gut, du warst korrekt, du warst respektvoll, Gott segne dich, ja? Okay, danke schön. Tschüss. So. Was geht? Ich? Okay, jetzt mache ich den letzten Gast und danach haben wir ab. Hallo Mensa, ich habe noch mal eine Frage, Bruder. Erzähl mal. Wenn man eine Todsünde macht, können wir, weil ich weiß es nicht, können wir dann trotzdem noch ins Paradies kommen oder wird uns noch der Herr vergeben? Ich weiß es nicht. Deswegen. Nee, Bruder, Todsünde bedeutet, dass du niemals Jesus Christus erkennst. Das ist die Todsünde. Deswegen, also jemand, der Jesus erkannt hat, kann keine Todsünde begehen. Das geht nicht, weil die Todsünde ist ja, dass du Jesus nicht erkennst. Das ist ja, wenn du den Heiligen Geist blasphemierst, oder? Ja. Genau, und wenn du den Heiligen Geist blasphemierst, dann wirst du niemals Jesus erkennen. Und das ist ja die Todsünde. Okay, Bruder, ich danke dir. Du musst dir vorstellen, Jesus hat es ja gesagt, als die Juden, ne, gesagt haben, dass Jesus mit Dämonen arbeitet. Okay? Aber das Ding ist, Jesus hat nicht mit Dämonen gearbeitet, sondern er hat durch den Heiligen Geist gearbeitet. Das heißt, sie haben den Heiligen Geist nicht erkannt und ihn als Dämon identifiziert. Das Problem ist, damit du Jesus erkennen kannst, brauchst du aber den Heiligen Geist. Aber wenn du diesen Heiligen Geist nicht erkennst und ihn als Dämon bezeichnest, dann wirst du ja Jesus niemals annehmen und erkennen. Und das ist die Todsünde. Aber jemand, der Jesus erkannt hat, die Bibel sagt, du kannst gar nicht bezeugen, dass Jesus Herr ist, außer durch den Heiligen Geist. Verstehst du? Das heißt, der Heilige Geist sorgt dafür, dass du Jesus erkennst und somit kannst du gar keine Todsünde mehr begehen, wenn du Jesus wirklich erkannt hast. Okay. Ja, wusste ich gar nicht, aber trotzdem danke. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen. Danke, Bruder. Ich danke gerne. Dir. Gerne. Gottes Segen. So, ja, Leute, das war ein langer Tag heute. Ist Mami noch hier drinne? Eine Schwester, sie heißt Mami, also das ist ein französischer Name. Nicht wundern. Falls du hier drinne bist, kannst du gerne hochkommen. Wir wollten ja quatschen eigentlich, ja. Wenn nicht, würde ich jetzt rausgehen. Ja. Ach so, genau. Hey, bevor ich rausgehe, genau. Guck mal, Leute. Ihr wisst, ich habe heute sehr, sehr viele Spielchen gemacht. Ne? Ich habe von Knockout geredet und so, ne. Leute, alles, was heute gemacht wurde, das war Spaß. Das mit Knockout und so. Ihr wisst ganz genau diese Argumente, die sie gebracht haben. Ne, das haben wir jeden Tag widerlegt. Nichts, was sie gebracht haben, war... Ich wollte einfach nur zeigen, dass sie immer wieder mit den gleichen Argumenten kommen. Okay, immer und immer wieder. Warum? Weil diese Leute, die haben sich noch nie mit der Bibel beschäftigt. Okay, ihr habt gesehen, guck mal, jemand kam hier hoch und er meinte Johannes Gabel 1 oder sowas, hat er gesagt. Er wusste nicht mal, wie man Johannes zitiert, Leute. Ne? Er wusste nicht, wie man die Bibel zitiert und wollte mit uns argumentieren. Es war nicht nur einer, sondern mehrere. Okay?
Und einer kam, hat auch gesagt, irgendwie Johannes 1,23 oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ne? Jemand hat auch von Mose gesprochen und, weißt du, also, oder jemand hat gesagt, dass es in der Bibel steht, dass wir LGBTQ annehmen sollen oder sowas haben die alles gesagt. Ne? Und ich habe alles ins Lächerliche gezogen, einfach um zu zeigen, dass man sowas nicht ernst nehmen sollte. Okay? Und ihr habt vorhin mitbekommen, dass ich einen christlichen Bruder runtergekickt habe, weil er angefangen hat zu predigen. Ich weiß, dass er gegen mich gepredigt hat, aber das Ding ist, er weiß nicht, wie das hier jeden Tag abläuft. Ne? Ihr wisst, heute war ein bisschen anders als sonst. Mein Ziel war es heute, zu zeigen, hey, diese Argumente, die Muslime immer wieder bringen, das sind billige Argumente. Ne? Aber wir nutzen trotzdem die Gelegenheit, um das Evangelium zu proklamieren. Ne? Das ist das Ziel. Ne? Und an Muslime hier, Jesus Christus, ne? Dieser Jesus Christus, er ist Gott, genauso wie das da steht. Er ist Gott, ja? Er ist allmächtig, er ist allwissend, ja? Er ist allgegenwärtig, er ist ein starker Gott, der Mensch wurde, um uns zu retten. Er ist stark genug. Dieser Jesus ist gekommen für dich und für mich. Warum? Weil wir Sünder sind. Du bist nicht perfekt, ich auch nicht. Wir alle sind Sünder. Wir sündigen jeden Tag gegen Gott. Das heißt, wenn Gott uns richten würde, würden wir alle in die Hölle gehen. Im Johannes 3,16 heißt es, oder Johannes, ich glaube 3, Vers, ich glaube 15 oder 17, eins davon. Ihr könnt später nochmal nachprüfen. Prüft bitte nach. Ja, kann sein, dass ich Fehler mache, aber das steht irgendwo im Johannes 3, Vers 15 oder 17, da steht, denn Gott hat nicht seinen Sohn in die Welt geschickt, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Jesus kam, um zu retten. Okay, und dann steht da, diejenigen, die glauben, die bekommen ewiges Leben. Aber diejenigen, die ablehnen, die sind schon gerichtet. Das heißt, wenn du Jesus Christus ablehnst und du sagst, hey, du bist ein Moslem und du willst, Jesus ist für dich nur ein Prophet und tralalala, mein Bester. Die Bibel sagt, du bist schon gerichtet. Gottes Zorn wird mit voller Kanne auf dich fallen in der Hölle. Okay, und deswegen machen wir das. Wir machen das, um euch das Evangelium, die rettende Botschaft, die frohe Botschaft mitzugeben, damit ihr gerettet werdet, weil Gott will euch retten. Ja, die Stelle, die der Typ vorhin zitiert hat, wo er meinte, ja, die Bibel sagt, wir sollen LGBTQ akzeptieren. Stimmt nicht. Ihr habt alle mitbekommen, er hat die Bibel komplett falsch interpretiert. Sondern da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen sollen gerettet werden. Auch Muslime, auch Juden, auch Atheisten. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und diese Rettung geht nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Namen unter der Himmel, wodurch ein Mensch gerettet werden kann. Sondern nur Jesus Christus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ne? Er wird in der Bibel als das Wort Gottes bezeichnet. Warum? Weil er ist die perfekte Kopie Gottes. Ja, ich meine, es gibt niemanden, der so ist wie Gott, außer Jesus. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist. Er ist schon seit der Ewigkeit mit Gott gewesen und er weiß genau, wie Gott ist. Und deswegen konnte er auch zu Philippus sagen, wer mich sieht, sieht wen? Sieht den Vater. Warum? Weil er perfekt ist. Kein Prophet, kein Mensch kann jemals sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Warum? Weil jeder Mensch ist ein Sünder. Ich repräsentiere nicht Gott mit meinem Verhalten, weil ich ein Sünder bin. Ich bin nicht perfekt. Aber weil Jesus perfekt ist, konnte er sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Warum? Weil er genau so heilig ist wie der Vater. Er ist genau so gut wie der Vater. Er ist genauso perfekt wie der Vater. Er ist genauso groß wie der Vater. Er ist genauso liebevoll wie der Vater. Versteht ihr? Als Philippus ihn gefragt hat, er meinte, guck mal, die Apostel meinten zu ihm, zeig uns den Vater und es genügt uns. Er meinte, zeig uns den Vater und es genügt uns. Und Jesus war sogar traurig darüber. Er meinte, hä? Wie könnt ihr sagen, zeig uns den Vater? Ich bin so lange mit euch und ihr kennt es nicht? Verstehst du? Also Jesus war eine perfekte Kopie von dem Vater. Und wenn ich Kopie meine, klingt ein bisschen komisch, aber was ich meine ist, Repräsentant von dem Vater. Er ist genau wie der Vater. Und die Bibel sagt klipp und klar, es gibt niemanden, der so ist wie Gott, außer Jesus selbst. Okay, liebe Muslime, dass Jesus nur ein Prophet ist, das ist eine Lüge von Satan. Satan will nicht, dass ihr die Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus erkennt. Er will, dass ihr in die Hölle geht. Deswegen sagt er, Jesus war nur ein Prophet. Aber Jesus ist der wahrhaftige, lebendige Sohn Gottes, der allmächtige Sohn Gottes. Warte mal, nicht genau, Schwester, oh shit, jetzt bist du weg. Hier.
Versteht ihr, Leute? Und die Kreuzigung, ne? Die Bibel sagt, die Botschaft des Kreuzes ist eine Torheit für die Menschen, die verloren gehen. Aber für uns ist es die Kraft Gottes. Es ist Gottes Weisheit, Gottes rettende Kraft. Was geht, Schwesterherz? Shalom. Schönen guten Abend. Shalom. Tut mir leid, ja, vorhin war viel los, deswegen konnte ich gar nicht in Ruhe mit dir reden. Nein, gar kein Problem. Ich war trotzdem dabei und habe alles mitbekommen. Nice, ja. Alles gut. Sonst alles gut bei dir, ja? Ja, alles gut. Ich habe gerade dein Live so mitverfolgt, ein bisschen mitgelacht, mich mitgeärgert, eigentlich wirklich alles. Es war spannend heute. Ja, heute war nice, heute war wirklich nice. War filmreich, ja. Ja. Ich hoffe wirklich, dass du bald wieder mit Videos anfängst, ja? Deine Videos sind richtig gut. Ja, lass privat doch mal darüber reden, aber okay. Ja, okay. Mit Gottes Kraft auf jeden Fall. Amen. Ich schreib dir dann später. Ja, das wäre super. Aber wirklich tolles Live. Also ich bin auch froh, dass ich heute mal in deinem Live drin war. Sonst suchte ich gerade deine Videos so nebenher, wenn ich von der Arbeit komme. Gucke ich mir immer wieder verschiedene Themen an und so. Und heute hat mich das echt sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte, dass Gott das erlaubt hat. Ich war nur zwischendurch mal echt erschöpft. Ne? Also Hut ab oder besser gesagt, danke Gott, dass er dir so viel Kraft gibt, das alles durchzustehen, so viel Geduld zu haben. Zwischendurch war ich so erschöpft, habe ich echt gedacht, ich gehe raus, weil einfach immer wieder dieselben Fragen kommen. Immer wieder. Sogar ich habe es langsam leid, die Fragen zu beantworten, ehrlich. Richtig. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Und das Ding ist, die denken wirklich, dass diese Fragen irgendwie Knockout-Fragen sind. Die denken, wir können diese Fragen nicht beantworten. Also die denken, wir haben noch nie davon gehört, weißt du? Und das ist das Problem. Aber das sind Fragen, die gar keinen Sinn ergeben, weißt du? Ja, deswegen wirklich gut ab, dass du da so ruhig bleiben kannst, ehrlich. Also ich bin generell auch ein sehr ruhiger Mensch, aber zwischendurch hat mein Herz echt so gekocht. Weil ich echt dachte, das kann doch nicht sein. Vor allem, die sind ja in dem Live mit drin, die hören ja auch die Fragen der anderen Glaubensbrüder und kommen trotzdem rein und stellen wieder dieselbe Frage. Richtig. Ja. Und teilweise beantworten die sich sogar die Fragen selber, indem sie in der Bibel selber forschen. Aber bei einem Bruder, glaube ich, war das, da habe ich auch ein paar Mal geschrieben, manche können das einfach nicht verstehen, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Das geht einfach nicht. Na, da kann man wirklich so viel erklären oder versuchen zu erklären, so viel Zeit zu nehmen, funktioniert einfach nicht, weil der Heilige Geist offenbart so vieles und dadurch, dass sie einfach nicht in dieser engen Beziehung mit Gott sind und den Heiligen Geist nicht wahrnehmen können, können sie auch sehr vieles nicht verstehen. Ist einfach so. Weil vieles dürfen wir einfach nicht menschlich sehen, sondern es ist geistlich und das können die einfach nicht. Das sagst du sogar immer wieder. Das hat Jesus selber auch gesagt im Johannes 10. Er meinte, meine Schafe hören meine Stimme. Der Grund, warum die Pharisäer ihn nicht verstanden haben, ist, weil sie gar nicht zu seinen Schafen gehörten. Weißt du? Also jemand, der wirklich zu Jesus gehört, wird seine Stimme hören. Richtig. Ich kann mich noch an einer Predigt erinnern, wo es um die Bindung und Beziehung zu Gott geht. Dass wir quasi alle die automatische Bindung zu ihm haben, weil wir einfach zu ihm gehören, weil wir seine Kinder sind. Aber die Beziehung, das Wichtigste ist. Ja, ich kann mit meiner Mutter verbunden sein, weil sie meine Mutter ist, weil sie mich geboren hat, weil wir halt die Bindung haben durch das Blut. Aber die Beziehung, daran muss man arbeiten. Weißt du, was ich meine? Und das ist das. Also Gott liebt ja auch die Muslimen, liebt jeden. Also wir sind alle seine Kinder eigentlich. Nur die Beziehung fehlt halt zu ihm. Weißt du? Genau, richtig. Also Gott will, dass Muslime umkehren. Gott will Muslime retten, weißt du? Genau. Das ist es. So, mein Akku ist fast leer. Ich habe noch 15% oder so. Deswegen, ich beende jetzt den Stream. Cillo, willst du noch was sagen? Ja, ich wollte ganz kurz was sagen. Weil ich war eben auch die ganze Zeit im Stream drin und es wird ja wieder hauptsächlich darüber geredet, dass Jesus nicht Gott ist. Mhm. Und da ist mir ein Bibelvers eingefallen. Mhm. Und ich hatte den die ganze Zeit in meinem Kopf und wollte den einfach. Jesus ist kein Gott, Jesus ist kein Gott. Und wollte den einfach einmal sagen. Kannst du mich bitte ausreden lassen? Dass die Muslime das durch diesen Vers vielleicht etwas besser verstehen.
Also ich glaube, das war Johannes 16, nee, Johannes 14, Vers 6, glaube ich. Oh. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oh. Und also wenn ich das richtig verstanden habe, also Gott ist ja eine Dreieinigkeit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das bedeutet, der Sohn ist der Weg, die Wahrheit ist der Heilige Geist und das Leben ist Gott selbst. Und wenn man das verstanden hat, beziehungsweise wenn man so sich das so bildlich vorstellt, dann versteht man das, dass Jesus Gott ist, weil Gott, Jesus ist ja Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und genau dieser Bibelvers beschreibt das einfach zu 100%. Und genau durch diesen Bibelvers kann man das einfach zu 100% verstehen. Und eins weiter, Vers 7, sagte er, glaube ich, irgendwie, was sagt er noch? Wenn ihr mich erkennt, dann werdet ihr auch den Vater erkennen. Ihr kennt den Vater schon. Oder doch irgendwie so, ihr kennt den Vater schon, weil Jesus Hallo? Der Gott ist, weil Jesus. Kann ich ganz kurz reden? Erzähl mal, was liegt auf dem Herzen? Schau mal, du sagst doch, Jesus ist Gott, okay? Ja. Aber im Koran steht, dass Jesus einfach nur ein Diener Allahs ist. Ihr versteht's nicht. Ja, aber Jungs, guck mal, ich. Egal, brauchst du nicht drauf zu antworten. Ist wieder so ein Kreislauf. Dicker, also wir sind jetzt am Ende angekommen. Wir brauchen jetzt nicht nochmal darauf zu antworten. Also das ist gut. Ja, ich wollte es dir auf jeden Fall nur einmal so mitgeben. Ja, danke dir, Schwester Herz, für deine Worte. Gott segne dich dafür. Und was geht's dir dann? Mense, was geht? Ich wollte kurz was sagen. Mhm. Ich kenne eine Dame, die ist eine Ex-Zeuge Jehova. Die ist auch hier bekannt. Vielleicht könnten wir die hier hinholen. Ich könnte es vielleicht organisieren und mit ihr reden. Weil das wäre auch interessant, mal aus ihrer Sicht zu hören. Weil die auch sehr viel Wissen darüber hat und auch selber dabei war. Ja, sag dir mal, also klär das mal mit dir. Also sag dir mal Bescheid. Also vielleicht komme ich Donnerstag live. Donnerstag oder Freitag bin ich live, ne? Und kannst du ja mal sagen, wann sie Zeit hat. Und dann können wir das ja irgendwie organisieren. Ja, können wir auf jeden Fall machen, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt vielleicht. Genau. Ein bisschen mehr andere Thema. Wir reden jeden Tag über Islam, fällt mir gerade auf. Okay. Wir machen mal einen Tag, wo wir nicht über Islam reden. Ja. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und danke an die Rosen, Leute. Ja, Mann, genau, an alle auch. Danke für die ganzen Geschenke. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr das macht, Gott segne euch alle, ja. Und dank die ganzen Geschenke habe ich 3 neue Bücher bestellt. Von den ganzen Geschenken. Das bringt auf jeden Fall was. Da kann man die zu Geld machen. Wirklich, ohne Spaß. Ich schicke mal direkt auf PayPal und dann bestelle ich Bücher. Ah, krass, wusste ich gar nicht. Doch, Mann, also du kannst ja das heißt irgendwie Guthaben oder so. Du kannst auf dein TikTok-Guthaben gehen und dann siehst du, wie viel Geld du da hast. Und das kannst du dann auf dein PayPal überweisen. Und damit kannst du dann machen, was du willst. Ah, okay, krass. Nice. Ja, Mann. Okay, Leute, ich wünsche euch allen Gottes Segen, ne? Und eine gute Nacht. Wir segnen euch alle. Schwester, ja, wir segnen euch. Und ja, Mami, ich werde dir schreiben. Und dann kommt schon. Alles klar. Genau. Gottes Segen an euch alle, ne? Schlaft gut. Schlaf gut alle. Und an alle anderen hier drinnen, an alle Muslime, an alle Ungläubige, Atheisten, Gott segne euch auch alle. Ich hoffe, dass ihr alle den Herrn Jesus Christus erkennt. Jesus liebt euch alle. Amen. Und an die Christen, bleibt stark. Ne? Ihr wisst, das Wort Gottes ist stark. Lass uns die Bibel studieren. Ja. Ja? Lass uns die Bibel studieren, damit wir die Muslime helfen können, damit wir verhindern können, dass die Muslime in die Höhle gehen oder in die Irre gehen. Genau, in dem Sinne, wir sehen uns. Ich werde morgen leider nicht live sein, sondern Donnerstag oder Freitag. Und ja, bis dahin, Gott segne euch alle. Bis dann, ja. Pass auf euch auf. Ciao, ciao. Tschüss. Genau. Bye.